Und damit einen wunderschönen guten Abend zu dem Team Arethusa World Cup. Der erste Tag, die ersten Spiele haben schon stattgefunden, allerdings noch nicht die deutschen Spiele. Und das Ganze wird heute in Deutsch kommentiert, gehostet von mir und dem lieben Schalki. Der sich entmuten sollte. Schalki? Schalki? Wir haben technische Probleme. Schalki ist weg. Schalki! Okay. Hallo? Schalki? Schalki hat sich gemutet im Discord. Der kann mich nicht hören. Der hat auch die Lautsprecher aus. Schalki, wie sollst du mich hören, wenn du dich gemutet hast? Kann mal jemand Schalki im Twitch-Chat bitte schreiben, dass er sich muten sollte? Einmal mit Profis, ne? Einmal mit Profis. Das ist unglaublich. okay. Ja, Tag 1. Heute wir tatsächlich, ich und Schalki, werden die deutsch- und österreichischen Spiele alle begleiten in der Vorgruppenphase. Am ersten Tag trifft natürlich direkt Deutschland auf Österreich, weshalb wir heute nur ein Spiel haben. Das ist doch das Einzige, was wir zeigen. Den genauen Plan werdet ihr wahrscheinlich am Ende nochmal sehen. Schalki, hast du dich gemutet? Ich bin jetzt entmutet. Jo Leute, wie geht's mir stets? Wie sollst du mich hören, wenn du mich auch gemutet hast, dass du mich gar nicht hören kannst? Das gibt überhaupt keinen Sinn. Ja, ich hab Kopfhörer auch aus Kopfhörer. Ja. Es war nicht mein genialster Streich, aber. Das fängt ja schon mal gut an. Das ganze Turnier wurde sehr schnell auf die Beine gestellt von Team Arethusa. Das heißt, wir haben auch heute am allerersten Tag noch nicht die kompletten Spielerlisten für beide Teams. Die werden aber morgen nachgereicht. Und wir werden auf jeden Fall aber die Decks zeigen. Wir haben auch den Deck-Command. Das heißt, wenn ihr im Twitch-Chat slash oder nicht slash, sondern Ausrufezeichen Deck eingibt, dann könnt ihr sehen, womit die Lieben heute gespielt haben. Ja. Und ja, haben wir noch was zur Vorbereitung. Jedes Team besteht aus 4 Spielern. Bei einem Match werden allerdings nur 3 spielen. Das heißt, es gibt immer einen, der auf der Ersatzbank ist. Die Spieler, ja, wie gesagt, haben wir heute leider noch nicht. Ne? Aber ja. Genau, ja, kurz noch zu erwähnen, ich weiß nicht, ob du das gesagt hast, weil ich nicht gehört habe, alle Spiele sind Best of Threes. Der Erste, der 2 Spiele gewinnt, gewinnt den Punkt für sein Land. Genau, und jeder Teilnehmer bringt 3 Decks mit. Ein Deck davon wird allerdings von dem anderen Spieler ausgewählt und gebannt. Wir haben auch nicht alle Banninformationen, wir haben glaube ich ein paar Banninformationen, aber ich würde sagen, bevor wir hier lange rumschnacken, gucken wir uns doch mal die ersten Decks an, oder? Von dem ersten Matchup, was wir heute haben. Okay. Fangen wir mit Deutschland oder fangen wir mit Österreich an? Du darfst entscheiden. Du bist hier der Co-Kommentator. Fangen wir mit Deutschland an. Fangen wir mit Deutschland an. Okay, im ersten Match antreten der gute X-Cyber ZZ an. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Ein Teilnehmer vom deutschen Team mit einer sehr gewagten Deckliste, möchte man fast sagen. Hidden Case. Sehr gewagt und sehr unerwartet auf jeden Fall bei diesem Turnier, ja. Ich denke, die Decklisten oder die Anführerfähigkeiten werden wir häufiger sehen. Es ist natürlich auch so, dass gerade erst vor ein paar Tagen, vor 6 Tagen, kam ein Patch raus mit neuen Anführerfähigkeiten. Und genau. Quasi 2 Tage, 3 Tage später wurden die Spiele halt aufgenommen. Das heißt, alles, was die auch die Pro-Spieler an Erfahrung gesammelt haben in der kurzen Zeit, spiegelt sich vielleicht hier in diesem Turnier wieder. Ich bin mal gespannt, was wir noch so für Decklisten sehen. Aber ja. Was sagst du zu den Decklisten? Welches Deck gefällt dir besonders? Welches Deck sagst du, das ist eigentlich nur langweilig? Ich meine, es sind 3 Favoriten, die auch momentan sehr häufig auf der Ladder zu sehen sind. Wir haben Uprising, genau, ja. Hidden Case. Am interessantesten finde ich tatsächlich sein Skellige Lippy Deck. Man beachte den Chemdal und den Lambert als Tech. Ich schätze mal für einen Mirror. Und das sind Karten, die man normalerweise auf, Lippy sieht man fast täglich, jeden Tag, die ganze Zeit auf der Ladder, aber diese Karten speziell in diesem Deck jetzt noch nicht und ich bin mal gespannt, wie das sich entwickelt in den Games gegen Game King. Da bin ich auch tatsächlich, vor allem Hengdal, ne? Es gibt Leute, die spielen auch Lippy vielleicht ab und an mal mit einem Schiffchen, mit einem Wildschwein der See. Genau. Allerdings, da Lippy von Natur aus eigentlich wenig Angriff hat und nicht sehr häufig für geschädigte Einheiten sorgen kann, weiß ich nicht, ob vielleicht sogar Hemdal der bessere Pick wäre. Ne? Mit einer höheren Basisstärke, dafür weniger Schaden, macht sich vielleicht im Lipdick ganz gut. Da stimme ich dir zu, ja. Ansonsten Hidden Case, Geheimversteck. Ich sehe da jetzt noch nichts Spezielles.
Das Einzige, was mir wahrscheinlich auffällt, was wir häufiger sehen werden, in allen Decks überall der Bombenträger dabei. Wahrscheinlich für die Passivflora, die mitgenommen wird, bei den anderen Spielern natürlich auch. Oder vielleicht sehen wir ja auch Elfen-Szenario-Deck. Ne? Das könnte auch möglich sein für Squirrel Tail. Das wäre auch möglich, das wäre aber für mich eher eine Überraschung. Ist Bombenträger momentan die meistgespielte Karte? Weil es ist neutral, sie könnte in jedem Deck vorhanden sein. Das ist auf jeden Fall interessant. Genau. Okay, ich würde sagen, wir gucken uns mal seinen Kontrahenten an. Das ist der liebe Game King aus Österreich. Auch ein, ich sag mal schon, durchaus bekannterer Spieler. Ich habe auch schon einige Decks mal von ihm gesehen, nachgebaut. Sollte man definitiv nicht unterschätzen, den Jungen. Allgemein Österreich als Team sollte man nicht unterschätzen, weil die, die es nicht wissen, Österreich hat sich bereits die Gruppenphase so ein bisschen erkämpfen müssen. Ne? Die sind aufgestiegen als eine von zwei Teams, um es in diese Vorgruppenphase reinzuschaffen. Das heißt, das ganze Team hat vielleicht sogar schon mehr Erfahrung in dem Patch gesammelt als das deutsche Team. Genau, Österreich hat sich durch die Wildcards qualifizieren müssen, die vor einer Woche stattgefunden haben, glaube ich. Und ja, da haben sie sich auch ganz schön durchkämpfen müssen. Insgesamt waren 9 Teams, die bei diesen Qualifiers teilgenommen haben. Und Österreich war einer der zwei, die sich dadurch qualifizieren haben können. Ja, und ist in Gruppe B mit Deutschland reingekommen. Das heißt, die Matches, die wir sehen werden, werden größtenteils immer gegen dieselben Teams sein. Ne? Also in der Gruppe ist auch noch USA und so. Das heißt, wir werden Deutschland und Österreich auch noch im späteren Verlauf des Turniers gegen die USA antreten sollen. Ich hätte tatsächlich mir gewünscht, dass sie beide in eine andere Gruppe kommen. Dann hätten wir mehr Spielerauswahl, hätten wir auch mehr Teams gesehen. Aber so ist das deutsche Casting leider auf Gruppe B momentan begrenzt. Genau, ja. Es qualifiziert sich sowieso Deutschland und Österreich für die Finalrunden. Also, das könnte knifflig werden. Es gibt ein paar Menge gute Teams und ich glaube, dieses Turnier könnte sehr, sehr spannend werden. Vor allem halt auch das Format, dass die Nationen gegeneinander antreten. Es kommt halt nicht wirklich auf einen einzelnen Spieler an. Weil genau, das ist was Neues. Es kommt wirklich so ein bisschen auf das ganze Team an. Ne? Also Deutschland wird nicht von Kolumön gerettet. ja, aber ich würde sagen, das sind die Turnierdecklisten auch hier. Wir sehen Uprising, wir sehen Hidden Case. Wir sehen allerdings anstatt dem Lippi-Deck das Squirtle Harmonie-Deck mit mystischem Echo. Auch momentan, glaube ich, sehr beliebt. Ja, wieder ein bisschen beliebter geworden, nachdem die Ethne-Fähigkeit ja doch sehr die Kontrolle übernommen hat, sage ich mal, in der letzten Saison. Aber eine greedy Harmonie-Variante, die auf jeden Fall nicht zu unterschätzen ist. Folgendes Interessante ist halt auch so, nicht unbedingt auch, ja, wobei doch schon, Harmonie wird auch ganz gerne halt mit dem Giftpaket gespielt. Also gerade weil 3 der Harmoniekarten das Gift benutzen können. Wir haben die Dryaden, genau. Wir haben die Trauerweide. All diese Karten haben gleichzeitig Harmonie und Gift, was natürlich auch nochmal dafür sorgt, dass man vielleicht nicht den besten Angriff hat und jede Gefahr vom Feld wegräumen kann, aber man kann sich halt um die größten Dinger kümmern. Das ist halt auch nochmal sehr, sehr gut an dem Deck und allein von den Punkten her, wenn Harmonie nicht aufgehalten wird, wenn Harmonie wirklich das machen kann, was es ziemlich gut macht, und zwar die verschiedenen Archetypes spam, dann können die Karten doch schon ziemlich viele Punkte machen, gerade mit der Anführerfähigkeit. Und gerade in einer langen Runde. Ist die Frage nur, ob wir das Deck sehen. Wir haben leider, wir wissen nicht, was Österreich gebannt hat. Deutschland, soweit ich es mitbekommen habe, hat bei Game King Hidden Case gebannt. Das heißt, das ist ein Deck, was wir in Österreich wahrscheinlich nicht sehen werden. Was Österreich gebannt hat, weiß ich leider nicht. Die Information weiß ich leider auch nicht, habe ich nicht. Aber ich glaube, es waren die nördlichen Königreiche. Ich kann es aber nicht 100%ig sagen, aber ich würde sagen, wir gucken einfach mal in die Spiele rein oder wir gucken in das Spiel rein. Und werden dann sehen, was gebannt wurde und gucken uns einfach mal das erste Match von Cyber gegen Game King an, oder? Ja, los geht's. Ich bin gespannt. Ich bin aufgeregt. Nochmal zur Information, wenn ihr die Decklisten haben wollt, einfach Twitch-Chat, Ausrufezeichen Deck und ihr seht die kompletten Decklisten für den heutigen Tag, für den ersten Spieltag in Deutsch gegen Österreich. Okay. Vielleicht noch ganz kurz, ich habe gerade gesehen, Team Arethusa hat den Tweet für das deutsche Team rausgehaut, also wer sich das noch anschauen will, auf Team Arethusa, im Twitter-Kanal, ja. Da wird das deutsche Team nochmal vorgestellt. Die Teamübersicht, die hatten wir leider am ersten Tag jetzt noch nicht. Die war noch nicht ganz fertig. Wie gesagt, das ganze Turnier ist super gemacht, aber es ist immer eine Menge Arbeit, die im Hintergrund ist. Und wir können nicht alles erwarten. Die Spiele sind auch tatsächlich ohne Ingame-Sound. Das heißt, wir haben im Hintergrund einfach immer so ein bisschen Witcher-Musik am Laufen, dass ihr immer noch was zu hören habt und uns nicht die ganze Zeit atmen hört. Okay, fangen wir an mit Spiel 1. Dann legen wir los. Dann legen wir mal los. Okay. Cyber gegen Game King.
Und wir sehen, Hidden Case wurde nicht gebannt von Österreich. Was ist da los? Was ist da los? Ah, da ist jemand sehr confident und denkt wohl, dass Syndikat überschätzt wird. Mal schauen. Also von den Spielen, die ich halt auch schon diese Season gemacht habe, Syndikat ist eine gute Fraktion, keine Frage, aber sie ist nicht unbesiegbar. Was ich tatsächlich nur an der Syndikatliste halt auch interessant fand, man sieht ja häufig mal den Tin Boy. Und Tin Boy ist eine Karte, die wurde hier bei den meisten gegen Maral ausgetauscht für einfach ein größeres Giftpaket. Was auch eine Möglichkeit ist. Jede Karte hat ihre eigenen Vorteile. Aber ich möchte auf den Tin Boy, auf den Blechburschen einfach überhaupt momentan nicht verzichten. Gerade gegen Lippy Dix ist der einfach nur Supreme. Supreme, das trifft es ziemlich gut, ja. Okay. Und wir sind zwei Decks, die die lange Runde bevorzugen. Also ich bin mal gespannt, wie die Endpunktzahl am Ende ausschaut in Runde 3. Falls es eine lange Runde 3 geben wird. Ja, falls es eine lange Runde 3 geben wird, das ist auch das Interessante. Okay, Cybers muss anfangen. Syndikat zum Anfang ist eigentlich, ich spiele Syndikat tatsächlich ganz ungern zum Anfang, aber mit der Anführerfähigkeit ist es doch noch was anderes, weil du kannst wirklich relativ fix deine Horde-Karten benutzen und schon so mit relativ vielen Punkten anfangen. Ne? Andere Syndikat-Fraktionen hatten immer das Problem, dass sie für den Anfang vielleicht ein bisschen zu langsam war. Hidden Case könnte dir am Anfang direkt das Schiff auf Feld holen, was auch Cyber hier machen wird. Und du hast trotzdem immer noch deine Engines, die relativ früh anfangen zu buffen. Die Horde minus 3 Coins auf die Passivfähigkeit der neuen Syndikat-Leader-Fähigkeit, die ist schon sehr stark, ja. Du kannst deinen Saul direkt auslösen mit 0 Münzen in der Bank. Du kriegst ein Schiff raus mit 6 Münzen. Deine Kirschen kannst du boosten mit einer Münze in der Bank. Das sind alles sehr starke Pluspunkte, die für diesen Anführer sprechen. Ich sehe gerade, der Nightbot ist nicht richtig eingestellt und versucht hier Leute zu bannen. Das sollte eigentlich nicht passieren. Das tut mir furchtbar leid. Mach mal ganz kurz weiter. Ich versuche das ganz kurz einzustellen. Ja, gerne, gerne. Du machst es schon. Wie macht man das aus? Ich hasse Nightbot. Das Pro-Streamer, by the way. Pro-Stream und Pro-Cast. Ja, die Leute haben sich die Decklisten gewünscht. Ich habe die Decklisten gebracht, aber dass Nightbot hier Leute wegbannt, die nicht weggebannt werden sollen, sollte nicht passieren. Das kriegen wir zusammen. Ja, klassischer Start-Syndikat. Holt erste Runde ihr Schiff raus, haut die Kirschen raus, will die Engines zum Rollen bringen. Und unser lieber Gegner Game King, oder eigentlich ist Cybers mein Gegner, ich bin ja für Game King, so muss man sagen. Versucht sofort einen Spender loszuwerden mit seinem Falken und legt jetzt dann auch natürlich seine Engines aufs Brett. Seine Harmonie-Engines, die sich jede Runde boosten, wenn eine neue Squirtle-Kategorie hinzugefügt wird auf das Brett. Der Percival natürlich kann sich sehr stark boosten, kriegt für jede neue Kategorie plus 2 Punkte. Okay, jetzt müsste es mit den Chats funktionieren, Damorkus. Probier es bitte mal aus. Bitte keine Bans mehr. Bitte keine Bans mehr. Okay. Auch gerade interessant, Cyber hat versucht oder hat überlegt gerade... Überlegt es direkt zu vergiften. Überlegt direkt den... Percival ist eine sehr gefährliche Karte, gerade mit Harmonie 2. Das andere Problem, was wir halt auch auf der Hand von Cyber momentan sehen, er hat nicht viele Giftkarten. Er hat höchstens Maral und er hat noch den Fistech-Schmuggler. Das Problem ist halt, wenn ein Verteidiger kommen würde, könnte er den Verteidiger nicht aus dem Weg räumen und müsste vielleicht seine Bank benutzen, um eine Giftkarte rauszuholen. Aber die Bank. Clever Maneuver. Erste Runde Bank zu verwenden ist nicht nur, wie soll ich sagen, inkonstant, weil man ja nicht tief genug ins Deck reinschauen könnte. Ich meine, zur Zeit wahrscheinlich doch. Dank der neuen Leaderfähigkeit sind wir schon auf 6 Münzen. Wir würden 10 Karten sehen. Aber natürlich will man sich die aufhalten, falls man in der letzten Runde die wichtige Syndikat-Kombo Luisa Savola nicht ziehen sollte, um diese noch zu aktivieren. Gerade Bank in der ersten Runde ist nie eine Karte, die man wirklich freizügig rausholen will. Die Chance in den ersten Runden, die Karte zu ziehen, die man wirklich braucht, ist geringer, da die Karten im Deck indirekt die Möglichkeiten sagen. Und es gibt natürlich in Syndikat sehr wichtige Karten, Passiflora, Savola, Luisa, natürlich sehr starke Kombinationen. Und die will man wirklich in der letzten Runde haben. Ohne diese Kombination könnte es halt tatsächlich ein bisschen enger werden. Jetzt entscheidet sich tatsächlich Cyber doch dazu, Percival zu vergiften. Ich glaube, das war eine Konteraktion gegen Game Kings Gift auf seine Engine. Wir sehen jetzt Harmonie. Jede Karte, die gespielt wird, ist zurzeit eine Harmoniekarte und ist eine zusätzliche Gefahr auf dem Brett sozusagen.
Und da muss Cybers ein bisschen dran dagegen ankämpfen. Cyber will natürlich auch gucken, dass er genug Punkte macht. Ne? Also dadurch, dass er zuerst die Kirschen ausgespielt hat, hat er dafür gesorgt, dass er jetzt jede Runde weitere Punkte generieren kann. Aber jetzt ist genau das eingetroffen. Der Verteidiger verhindert, dass Percival dem Gift erliegen wird. Denn wir haben keine effektive Möglichkeit, an dem Verteidiger vorbeizukommen. Und das ist das große Problem. Und keinen Reiniger. Und keine weitere Giftkarte auf der Hand. Das heißt, Cyber könnte jetzt tatsächlich den Verteidiger vergiften, aber er entscheidet sich wahrscheinlich auch erstmal seinen eigenen Verteidiger auszuspielen, um das Gift aus seinen Kirschen zu verhindern. Cyber hätte tatsächlich noch den Fistech Trafficker auf der Hand, den Fistech Händler. Das heißt, eine Einheit könnte man noch zerstören. Es wird aber leider nicht Percival werden für Cybers. Ja, und gerade Percival ist eine sehr große Gefahr. Ne? Ein Harmoniedeck mit den ganzen. Und wir sehen halt auch, da sind noch ein paar Archetypes auf der Hand, die werden Percival auch nochmal. In den meisten Fällen ist Percival auch immer 10 Punkte, wenn man ihn ausspielt und nicht aufhalten kann, oder? Ich habe die Karte noch nie schlecht gesehen. Nee. Entweder sofort tot oder er ist genau wie Saul. Ne? Es ist eine Engine, genau. Um die muss man sich unbedingt kümmern. Entweder genau. Er ist sehr stark oder er ist sofort tot. Wenn man gegen sowas antritt, darf man es eigentlich nicht liegen lassen. Okay, und Cyber entscheidet sich interessant, auch hier gleich seinen Verteidiger aufs Feld zu rufen, um das gegnerische Gift zu verhindern. Die Verteidiger der Syndikat-Fraktion sind natürlich auch sehr lästig, weil du hast gleich zwei auf einmal. Und es gibt einige Decks, die haben ein schweres Spiel, diese beiden Verteidiger aus dem Weg zu räumen. Das ist das große Problem. Game King hätte tatsächlich den End-Eber als Aktion. Der End-Eber, dadurch, dass er eine Dryade auf dem Feld hat, auch sofortig einsetzbar. Aber er braucht trotzdem eine gewisse Anzahl an Runden, um an diesen Verteidigern vorbeizukommen. Genau. Der Endbeber braucht eine Runde zum Angreifen, dann braucht er eine Runde, um sich wieder auszuruhen und in der nächsten Runde kann er es wieder angreifen. Das heißt, insgesamt drei Runden, bis man dort bei den ganzen Verteidigern durch ist. Das kann schon lästig werden in manchen Fällen. Aber momentan sieht es halt für ihn wirklich sehr gut aus. Er liegt von den Punkten halt ziemlich nah dran, gut. Wir wissen auch noch, was er auf der Hand hat. Eiche ist eine sehr große Gefahr, Faith mit der Option, jederzeit eine Naturkarte aus dem Deck rauszuholen, gerade Faith in Wasser, ist auch eine sehr gute Karte, aber möchte natürlich nicht alles in der ersten Runde benutzen. Wie würdest du gegen Syndikat verfahren, wenn du die Möglichkeit hättest? Würdest du Syndikat versuchen, in eine kürzere Runde zu ziehen, mit Anführerfähigkeiten und Eiche in einer kurzen Runde stark zu sein? Weil Syndikat schwächelt, finde ich persönlich eher ein bisschen in einer kürzeren Runde, wenn halt wirklich die Engines wie Saul und wie die Kirsch nicht ticken können, hat aber immer noch Savola. Das darf man nicht vergessen. Und Savola ist eine sehr große Gefahr. In jeder Runde. In jeder Runde, ja. Auch in der kurzen Runde. Und ich denke, Savola Luisa ist in der kurzen Runde fast stärker als die kurze Runde der Squirtel, die aus einer Eiche und vielleicht Wasser besteht. Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich tue mir sehr, sehr schwer, jedes Mal gegen jedes Syndikat-Deck zu spielen. Ich habe da noch nicht wirklich die allgemeine Formel herausgefunden, wie man die schlägt. Jetzt wird tatsächlich die Vivaldi-Bank für eine weitere Giftkarte ausgespielt. Eine Giftkarte, ja, sehr interessant. Ist aber auch, glaube ich, wenn man auf die Punkte guckt, ne, man muss halt achten, Cyber darf halt nicht auf Even verlieren, muss halt auch gucken, dass er natürlich an die Punkte rankommt. Und Gift ist die beste Möglichkeit, wenn man direkt die Stärkste einer vom Gegner vom Feld räumt. Von daher. Auf alle Fälle. Man muss bedenken, Cyrus hat die Runde anfangen müssen und jetzt hat Game King angefangen, ein bisschen Druck zu machen und die erste Runde auf Even verlieren, das wäre fatal. Aber Cyber hat noch eine sehr, sehr starke Hand, wie wir es sehen, und kann jetzt halt tatsächlich auch die Kirsche mit vergiften, weil der End-Eber wieder durch ist mit seinem Lauf. Und das wird halt auch Cyber eine Menge Punkte kosten und wird ihn tatsächlich wieder hinter Game King packen. Also Game King macht hier richtig Druck, ne? Und Cyber... Passiflora, Savola sind nicht unbedingt Karten, die in der ersten Runde ausspielt. Und er entscheidet sich. Er nimmt es Even, okay. Passt, die Passiflora boostet sich nur um einen Punkt. Und wir werden sehen, ob es überhaupt drei Runden geben wird in diesem Game oder ob sich Game King vielleicht entscheidet, es unentschieden zu nehmen und direkt die zweite Runde zu skippen und in die dritte zu gehen. Game King hat jetzt halt die Möglichkeit, entweder er spielt noch, er passt sogar. Habe ich mir schon fast gedacht, weil die Hand, die er hat, ist schon ziemlich gut für die nächste Runde. Er weiß natürlich nicht, was sein Gegner auf der Hand hat, wir wissen es, aber ich glaube sogar, wenn er in die kürzere Runde wollte, ist es für ihn ein cleverer Schachzug zu passen. Ein großer Vorteil ist, Game King hat in der ersten Runde sein Wasser nicht verwenden müssen und kann das 4 Dryaden in einem Zug ausspielen, wenn er das will, für die letzte Runde. Und das sind direkt 4 Engines, um die sich Cybers mal kümmern muss. Das wird nicht einfach. Ja. 4 Engines,
Gerade halt auch, wenn man die zweiten kann man ja direkt holen, ohne dass die wirklich angegriffen werden können. Klar, wir sehen Borsodi. Borsodi ist natürlich eine gute Karte, um sich halt um die Driaden-Jungvögel zu kümmern. Weil Borsodi kann halt genau diese 4 Schaden machen. Es würde ausreichen, damit er halt wenigstens die ersten wegkriegt. Aber bei den zweiten wird es halt auch schwer. Das ist auch ein ziemlich großes Problem. Game King entscheidet sich sogar tatsächlich dafür, direkt beide mal die Jungvögel aufs Feld zu rufen. Das ist interessant, aber er weiß halt, es gibt keine Karte, außer vielleicht Igni, aber die ist nicht möglich, weil die 20 Punkte fehlen, die sich direkt um diese 4 Jungvögel kümmern könnte. Genau. Und man muss immer bedenken, wir spielen da mit offenen Decklisten. Das heißt, die Gegner wissen genau, was der Gegner in ihrem Deck hat und können so um bestimmte Sachen ausschließen, um die sie normalerweise rumspielen würden, vielleicht in der normalen Ladder. Ja. Das ist halt auch immer so das Ding, du weißt halt schon, was der Gegner so planen könnte. Du könntest halt immer überlegen, spielt denn die Karte, was ist jetzt das schlimmste Outcome? So, du siehst die Decklisten und er weiß halt, es hat für mich eigentlich kein Risiko. Allgemein Syndikat hat ja auch nicht unbedingt neben Gift und Borsodi sehr viele Angriffskarten. Ne? Sie sind eher darauf ausgelegt, momentan halt zu punkten, durch die Kirschen, durch Savola. Aber von den Angriffskarten sind sie halt auch wirklich so ein bisschen wie Harmonie auf Gift beschränkt oder mal den Borsodi. Aber selbst ein Borsodi mit 9 Münzen kann sich nicht um 4 Jungvögel kümmern. Das heißt, relativ sicher auch das Wasser, die Anführerfähigkeit in der ersten Runde noch gleich mit zu benutzen. Kein großer Fehler. Und jetzt kommt das Szenario. Auch das Interessante an Squared Hell ist, Squared Hell ist, glaube ich, so die Fraktion, die am wenigsten Artefaktzerstörung spielt. Einfach gerade bei der Harmonie nimmt den Bombenträger halt nicht wirklich mit den Harmonie-Ticks mit. Es ist zwar eine Menscheneinheit, aber keine der Squared Hell-Fraktion und man sieht tatsächlich sehr häufig Squared Hell ohne Artefaktzerstörung. Das heißt, er kann sich sogar erlauben, seinen Verteidiger, wie er es gemacht hat, in der ersten Runde auszuspielen und er weiß, sein Passivflora ist geschützt, weil der Gegner hat die Artefaktzerstörung nicht. Ein Passiflora, sehr starkes Szenario. Eines der stärksten in Gwent zurzeit, würde ich behaupten. Wenn sie durchkommt. Und Sivers natürlich die Hand, um sie auszulösen. Um sie perfekt auszunutzen in diesem Game. Ja, man braucht die Ungesehenen, die Blind Eyes. Aber wir sehen halt schon auf der Hand von Sivers, er hat davon 3 Stück. Das reicht also locker aus, um das Szenario durchzuticken. Allerdings von den Punkten her, die Karten, die aus diesem Szenario wirklich rauskommen, die Kirschen, die Verführerin, das sind alles so ein bisschen Engine-Karten, die brauchen halt wirklich Zeit, bis sie ihre Punkte sammeln können. Ist klar, es ist ein sehr starkes Szenario, aber in der kürzeren Runde ist es vielleicht ein bisschen abgeschwächter. Desto länger die Runde für Passiflora, desto besser natürlich. Die Kirschen boosten sich nur um 1 jede Runde und auch die Seductresses boosten sich nur, wenn der Gegner eine Einheitenkarte spielt, außer man hat 2 auf dem Feld und die Bindung wird ausgelöst, dann boosten sie sich bei jeder Karte, also auch bei Zauberkarten. Und was natürlich bei Karten wie Ruf der Natur oder Fürstlicher Erlass für ordentlich Punkte sorgen kann, das sollte man definitiv nicht unterschätzen. Ne? Genau. Die guten Tutorkarten wiegen dann doppelt so viele Punkte. Okay. Hat Cybers noch eine Möglichkeit, seinen Adriano auszulösen? Ich glaube, er hätte eine Möglichkeit, er müsste Luisa spielen, weil dann würde er durch das Passiflora 6 Münzen bekommen. Wenn er jetzt allerdings Luisa spielt, ist Adriano, er kann es sich trotzdem erlauben. Das Problem ist halt einfach, dann würde Adriano halt den Effekt nehmen, den Savola zu tragen kriegt und er würde ein paar Münzen verlieren, die er benutzen kann mit Borsodi und dem Straßenjungen. Das heißt, ist die Frage, lohnt es sich jetzt zuerst Luisa auszuspielen für die Münzen oder einfach Adriano, um die 6 Münzen zu kriegen und er hat sich tatsächlich für Adriano entschieden. Die verwegene Verführerin, wie gesagt, bringt sowieso nichts mehr mit 2 Handkarten, würde sich vielleicht noch um 2 Punkte verbessern. Nimmst du da lieber vielleicht die Münzen für dein Straßenkind, anstatt noch eine 4 Punkte oder 6 Punkte für Verführerin zu spielen. Genau, alternativ könnte man auch Ewald verwenden, um noch den Schmuggler zu zerstören, der noch einen Punkt bringen würde. Wir wissen einen Punkt, da eine Karte davon eine Zauberkarte ist. Und er holt das Schiff noch raus. Das ist halt auch wichtig, nochmal 3 Punkte extra. Schiff auch eine sehr interessante Karte, gerade durch die Anführerfähigkeit 6 Münzen, das ist wirklich Luxus. Also ich habe das Schiff nie wirklich für voll genommen, aber mit der neuen Anführerfähigkeit, wenn die Karte wirklich nur bei 6 Münzen rauskommt, sie ist so unfassbar leicht, sie ist so unfassbar gut zu benutzen. Ich liebe das Schiff. Okay. Mit der neuen Anführerfähigkeit auf alle Fälle, ja. Zimmer Game King, Barnabas Beckenbauer, darf natürlich im keinen Harmonie-Deck fehlen. Barnabas Beckenbauer, fehlt leider der Elf-Tag, ist aber auch vollkommen egal, der zweite Gnom. Und der wird nochmal ordentlich Punkte suchen, weil Gnome
lösen natürlich die Harmonie auch nochmal aus. Das heißt, obwohl der Elf auf dem Feld fehlt, sind es trotzdem nochmal 12 Punkte. Beckenbauer ist nie wirklich eine schlechte Karte. Sogar 13 Punkte, weil Ruf die Harmonie noch gebracht hat. Und die letzte Karte in der Hand von Game King sehen wir auch, sorgt nochmal für Harmonie-Ticks und ist auch schon verbessert durch den Schmuggler. Meinst du, Luisa Savola würde da ausreichen? Ich denke nicht. Das wird schwierig werden. Das wird echt schwierig werden. Genking hat natürlich eine sehr gute Hand gehabt. Ich glaube, jede Karte, die er gespielt hat, hat Harmonie ausgelöst. Also. Was natürlich die Stärke an so einem Harmonie-Deck ist, ne? Die Vielfalt. Aber Savola wird da auf jeden Fall nicht mehr rüberkommen. Selbst mit den 9 Münzen, die er noch hat, oder? Savola 17 Punkte. 17 Punkte plus nochmal 9 Punkte. Doch, es reicht sogar aus. Das reicht. Münzen machen. Ja, Syndikat. Die Münzen machen den Unterschied. Die Münzen machen den Unterschied. Man vergisst ganz gerne immer die Münzen beim Syndikat. Ne? Das Schiff macht den Unterschied, oder? Dadurch, dass das Schiff rausgekommen ist. Der Schiff entscheidet sich sogar, die eine Münze zu sparen. Mhm. Das Schiff kriegt man aber leicht raus. Ja, die Münzen vergisst man halt wirklich schnell. Ne? Syndikat hat ein sehr großes Tempo, wenn wirklich ein volles Münzportemonnaie da ist, weil man muss immer bedenken, so die 9 Münzen, die noch dazukommen. Genau, gespeicherte Punkte, die nicht angegriffen werden können, die nicht zurückgesetzt werden können. Aber ja. Solange man sie natürlich nicht auf den auf seine Einheiten drauf boostet. Ja, knappes Game. Wirklich knappes Game. Es war sehr, sehr wenig. Okay. Das heißt, die erste Runde geht an Cybers gegenüber Game King. Hidden Case nicht gewandt. Da sehen wir die Folgen. Aber jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Jetzt kommt Lippi gegen Uprising. Und sehr interessante Liste auch von Game King bei Lippi. Nicht bei Lippi, bei Uprising. Ich sehe, er spielt Radea, Bartschling. Auch Karten, die ich noch nie gesehen habe in dem nördlichen Deck. Ja, er spielt tatsächlich mit mehr Boosting, mit ein bisschen mehr Engines auf einer langen Runde, was ihm wahrscheinlich gegen Lippi sogar helfen könnte. Lippi, wie gesagt, hat nicht sehr viele Formen von Angriff. Ne? Man sieht ganz gerne mal das Gigaskorpien-Absud. Aber womit greift Lippi sonst großartig an? Ne? Klar, wir haben jetzt noch den Hemdall, wir haben den Fechtmeister, aber die Karten könnten gegen Draug ganz gut sein. Gerade der Fechtmeister könnte gegen Draug sehr, sehr gut sein. Ja. Die Frage ja. ist, ob es ausreichen wird. Weil wenn er sich nicht um die Engines kümmert, tendieren die nördlichen Königreiche wirklich dazu, auf einer langen Runde ziemlich, ziemlich dominant zu sein. Okay, Game King muss anfangen. Das ist natürlich auch mal so die schwere Frage, mit welcher Karte willst du wirklich anfangen? Schwarze Reiler ist, glaube ich, eine ziemlich gute Wahl. Weil jede Karte hat ja natürlich auch irgendwie einen Effekt. Entweder du verboostest eine verbündete Einheit oder du greifst eine gegnerische Einheit an. Ist tatsächlich auch so ein Problem, das ich manchmal mit Uprising habe, dass du wirklich ein Ziel brauchst, womit du anfangen kannst, was du einfach so ausspielen willst, ohne Punkte zu verlieren. Ne? Genau. Ja, entscheidend sich für die Radea ist eine Order-Unit. Das heißt, desto früher du sie auf dem Boden hast, desto früher kannst du wieder anfangen, Schaden zu machen. Du musst nämlich Anzug warten. Also man könnte sagen, gut zum Anfang. Eigentlich die perfekte Karte für den Anfang. Ne? Es ist halt genau. So, der Gegner muss sich halt um die Karte kümmern. Und wenn jetzt halt schon, er weiß halt, Lippi hat geminderte Angriffsformen. Wenn jetzt wirklich so Gigaskorpien absolut oder sowas gedroppt werden würde, dann wäre das auch nicht so schlimm, weil dann würden jede andere Karte überleben. Reinhardt würde überleben, Botchling würde überleben, sogar seine Anna würde überleben. Und das ist halt so ein Risiko, das kannst du ganz gerne eingehen, weil die Schwarze Reiler ist durchaus keine schlechte Karte auf der langen Runde, aber du hast vielleicht sogar mit Anna eine bessere. Ja, Cybers muss ich sehr gut überlegen, welche Engine die gefährlichste ist und welche er tatsächlich dann zerstören will. Auch das Schlimme an Lippi-Decks, was ich immer persönlich finde, ist, wenn du in der ersten Runde tatsächlich, du willst die erste Runde natürlich gewinnen. Lippi-Deck ist so ein Deck, das will den Gegner eine kurze Runde drücken, weil gerade in einer kurzen Runde mit dem Wiederbeleben, mit der Krähenmutter, mit einer weiteren Ceres, können sie wirklich sehr viele Punkte machen. Das heißt, gerade in einer kurzen Runde sind Lippi-Decks extrem stark. Das Ding ist halt nur, die nördlichen bevorzugen halt die lange Runde. Und du musst wahrscheinlich erstmal eine lange Runde gewinnen, bevor du in die kurze Runde gehen kannst. Und ich weiß nicht, ob das für Cyber wirklich so gut möglich machbar sein könnte. Ne? Gerade bei der Hand, beim Lippi-Deck ist es halt auch immer so, wenn du wirklich mit einer schlechten Hand anfängst, dann ist es nochmal extra ein Schlag für dich ins Gesicht. Wir sehen leider die Hand gerade von Cybers nicht. Ja, aber ich glaube, er hatte nicht alles auf der Hand, oder? Das weiß ich jetzt leider nicht. Ich habe ihm beim Mulligan jetzt nicht ganz aufgepasst. Ich glaube, da haben ein paar gute Punktkarten gefehlt. Man sieht es halt, er beginnt erstmal leicht, er beginnt erstmal mit ein bisschen wenig Tempo. Ne? Er will sich natürlich um die Engines kümmern, weil er weiß genau auf einer langen Runde, die müssen weg. Weil ein Trommler ist, wenn man ihn ausspielt, nicht wirklich viel, 4 Punkte. 5, wenn er direkt boostet, aber rechnet das mal auf 8 Runden ein und der Trommler ist auf einmal stärker als ein Fallibor.
Gut. Da kam der Slash, Game King wieder am Zug. Es ist halt immer auch so dasselbe Problem, denn der Gegner spielt halt wirklich momentan nichts großartig zum Angreifen aus. Zum Boosten hast du momentan noch zu wenig Einheiten auf dem Feld und du willst natürlich auch nicht alles in der ersten Runde ausspielen. Ne? Du willst natürlich noch deine guten Karten, Anna, Wisgeard oder so, die willst du halt natürlich jetzt nicht wegwerfen, aber die können halt auch noch in der nächsten oder in der dritten, in der entscheidenden Runde wirklich ziemlich wichtig sein. So sieht's aus. Der Trommler war wahrscheinlich ein Setup für den, Infanteristen, den Temerischen. Wurde sofort rausgenommen und jetzt der Bartschling, der in der ersten Form natürlich Schaden macht und deshalb einen Zug lang mindestens keinen Punkt generiert. Ein Bartschling kann man umdrehen, für die, die es nicht wissen, in den, wie heißt er auf Deutsch, der Lamakin? Tölpelbold. In den Tölpelbold und dann macht er anstelle jeden Zug einen Schaden, jeden Zug einen Boost auf eine verbündete Einheit. Und gerade der Boost ist ziemlich gut nutzbar mit der Trident Infanterie, mit einer Anna, also mit vielen Karten, die man auf dem Feld hat. Und da immer die schwächste Einheit gebufft wird, kann man halt auch wirklich sagen, was gebufft wird. Und der Infanterist freut sich natürlich, weil jedes Mal, wenn diese Karte verbessert wird, schädigt sie auch noch eine gegnerische Einheit. Das heißt, man kriegt doppelte Punkte für jeden Punkt, den man ihm gibt. So sieht's aus. Und auf die lange Runde natürlich sehr gefährlich. Wir sehen jetzt dann schon wieder drei Engines auf dem Brett von Game King. Ah, und Cybers hat leider momentan, ich meine, Cybers hat immer noch den Vorteil, dass er als zweites angefangen hat. Das heißt, er kann sich, man sagt immer, er muss halt nicht unbedingt drücken, er muss die erste Runde gewinnen, aber er kann sich halt auch noch ein bisschen Zeit lassen, aber er sollte halt sich nicht zu viel Zeit lassen, weil wenn er es nicht schafft, die Gegner aufzuhalten, da kommt der goldene Schaum. Oh, Roach, was tust du, Cybers? Plötze. Goldener Schaum verbessert drei Einheiten, die nebeneinander liegen, dadurch, dass er allerdings nur zwei hatte. Momentan nicht wirklich das beste Ergebnis. Vier Punkte ist immer noch gut für die Karte, ne? Für vier Provisionen, vier Punkte kann man zahlen. Es hätte aber wesentlich besser sein. Kann man machen, aber leider nicht optimal ausgenutzt. Da hätten wir ein bisschen Glück gebraucht auf der Plötze. Sie taucht auf, wenn man eine Goldkarte spielt, in einer beliebigen Reihe. Und diesmal hat sie sich für die Frontreihe entschieden, in die Melee-Reihe. Und hat dadurch leider nicht das volle Potenzial des goldenen Schaums ausnutzen können. Jetzt wird es aber tatsächlich gefährlich. Kira ist gedroppt worden. Kira gibt verliegenden Einheiten Vitalität, je nachdem, wie hoch ihre Basisstärke ist. Und auf einem Infanteristen 4 Vitalität zu haben, heißt eigentlich in den meisten Fällen 8 Punkte. Und das ist schon gerade in der längeren Runde oder gerade halt auch, wenn die Vitalität durchticken kann, sehr, sehr gefährlich. Das macht eine 4-Provisionskarte halt sehr, sehr gefährlich. Und wir wissen halt, Cyber hat nicht wirklich die Karten, um 7 Punkte direkt Schaden zu machen. Das heißt, und er liegt schon 20 Punkte zurück. Wie holt man sowas auf? Mit Ceres wäre eine Option. Ceres hat er auf der Hand. Wildkarl ist natürlich auch noch eine Option. Du kannst ja, das ist der Vorteil beim Lippi-Deck, du kannst deine stärksten Karten auch ganz gerne mal in der ersten Runde ausspielen, weil du kannst sie ja nochmal vom Friedhof wiederbeleben oder wieder zurück ins Deck mischen. Das heißt, du hast die Möglichkeit, die Karten nochmal auszuspielen. Man sollte das Tempo definitiv nicht unterschätzen, aber man sollte halt auch nicht zu langsam spielen. Das ist das Ding. Weil wenn du zu langsam bist und dann wirst du den Gegner halt auch nicht mehr einholen können, auch wenn du die guten Karten noch hast. Okay. Game King entscheidet sich, eine Balliste wegzuwerfen. Ist auch gut. Er muss jetzt erstmal keine Goldkarte. Er hat immer noch die Karten, die auf dem Feld wirklich tippen. Tölpelbold sorgt in jeder Runde nochmal für einen Punkt. Die Infanterie sorgt für jede Runde nochmal für 2 Punkte. Ryla sorgt in jeder Runde nochmal für 2 Schaden. Hat auch noch Vitalität drauf. Und er weiß einfach momentan, ich muss jetzt keine Goldkarte ausspielen. So, Cybers hat bis jetzt eigentlich nur Ceres ausgespielt, ne? Und vielleicht den Mäussack, aber was wirklich sehr groß gefährlich ist, war da noch nicht dabei, oder? Nein. Wir wissen, große Tempokarten noch in Lepidex sind normalerweise Wildkarl, Jutta und diese Möglichkeiten hat Cybers noch alle in der Hand. Obwohl ich sehe, er spielt Jutta in diesem Deck nicht. Die hat dann wahrscheinlich Jutta spielt er nicht, nee. Wir wissen, er hat einen Fechtmeister, Lambert, der hat den Hemdal, ne? Aber er hat die Jutta hat er nicht drin. Ja, Jutta ist auch natürlich eine sehr riskante Karte, weil Jutta, wenn du sie ausspielst und sie ist die stärkste Einheit auf dem Feld, also es gibt keine Einheit, die 13 Stärke auf dem Feld hat, dann fügt sie sich natürlich selber 6 Schaden zu. Und ich denke mal, Game King wird wissen, dass keine Jutta im Deck vorhanden ist und wenn er es nicht weiß, dann wird er halt versuchen, möglichst keine Einheit auf 13 Punkte zu verbessern. Und jetzt sehen wir tatsächlich den Pass für Cybers. Und das ist natürlich schon etwas, was schon sehr kritisch ist, weil, ja, die nördlichen Königreiche, wir haben es gesehen, die bevorzugen die lange Runde, gerade noch mit einer Anna auf der Hand, gerade mit einem Wayland auf der Hand und dann am Ende noch der Wiesgeer, der gedroppt wird, sorgen für extrem viele Punkte. Das kann eng werden.
Okay. Jetzt sehen wir auch. So, wir sind die Mulligans für die zweite Runde. Skjall wird gespielt anstatt Jutta. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die man spielen kann. Wild kann es auf der Hand, aber ja, wir haben es gesehen, Morg war auf der Hand, Lippi war auf der Hand. Das sind auch natürlich Karten, die kannst du in der ersten Runde nicht spielen. Der Bombenträger ist gegen die nördlichen Königreiche momentan eigentlich auch eher eine tote Karte. Also die Hand von Cybers sieht nicht wirklich sehr gut aus. Das ist genau das Problem, was ich auch mit Libby-Decks teilweise mal habe. Es kann sehr kritisch werden. Du musst gut ziehen, um gut zu spielen mit Lippi. Das kommt mir immer so vor. Nicht unbedingt. Du kannst auch natürlich durch Skill eine Menge rausreißen, aber wenn du halt wirklich nur die schlechtesten Karten ziehst, dann wird es trotzdem sehr schwer für dich. Ne? Aber wenn es gelingt, ist Lippi natürlich ziemlich schwer zu schlagen auch. Ja, Cybers überlegt gerade, welche Karte er für diesen Dry Pass jetzt dann loswerden will. Bombenträger, er überlegt halt noch so, könnte mein Gegner vielleicht doch noch ein Szenario spielen. Ich meine, die Möglichkeit ist immer da, aber ich weiß halt auch nicht genau, ob sie jetzt schon beim ersten Match die Decklisten gesehen haben. Die Decklisten, soweit ich es mitbekommen habe, ändern sich ja auch. Aber Bombenträger gegen die nördlichen Königreiche, ist es eine Karte, die du behalten würdest? Sagst du jetzt, wenn du Uprising siehst, siehst du ein Szenario oder irgendein Artefakt, was dir gefährlich werden könnte? Weil ich denke halt wirklich eher Szenario sind eher in Syndikat oder Squared Hell zu sehen, anstatt in den nördlichen Königreichen. Gerade auch, weil das Szenario erst vor ein paar Wochen genervt wurde. Genau. Ich denke, wenn es ein Szenario wäre in nördlichen Königreichen, dann wäre es eine andere Anführerfähigkeit. Und Uprising ist jetzt ja nicht die typische Anführerfähigkeit für ein Siege-Deck. Aber ich denke, sie haben die Decklisten alle schon vorhin gesehen. Das heißt, er weiß genau, welche Karten der Gegner spielt in seinen Decks. Bombenträger ist natürlich immer dann für den Dry Pass eine ziemlich gute Karte zum Wegwerfen, weil du willst natürlich auch nicht im Deck haben. Ja, von der Hand her, wie sieht's aus? Cybers hat tatsächlich eine Menge Möglichkeiten noch in der Hand, ne? Das Problem ist halt, Siegdrifas White ist keine gute Karte, er legt sie auch tatsächlich ab, weil was könntest du wiederbeleben? Die Karten, die du wiederbeleben willst, sind in der ersten oder zweiten Runde nicht ausgespielt worden, was natürlich auch immer eine Option ist, zu sagen, ich hau in der zweiten Runde den Wildkall weg, aber ob das so gut ist. Er hätte höchstens drauf spekulieren können, dass sein Gegner vielleicht sagt, er kümmert sich um den Wildkall, er wird den angreifen, er wird den kaputt machen. Aber warum willst du den Wildkall kaputt machen, wenn du genau weißt, der Gegner spielt eine Wiederbelebung? Das macht eigentlich. Gegner wird ihn wiederbeleben, genau. Ist so das Ding. Und halt, er hat immer. Aber ich sehe gerade, für die letzte Runde haben wir jetzt an umgedrehte Sichten. Wir sehen jetzt an die View von Cybers und jetzt haben wir wieder die Hand von Game King auf der oberen Seite. Ah, das wechselt aber. Das ist wirklich schön geschnitten. Da muss man Props geben an die Videos editiert haben. Ab und an sehen wir halt auch, wenn eine Karte ausgespielt wird, dass sich die Spielfeldseite immer so abwechselt. Also das ist schon gut gemacht, auch mit der Information. Ja, da kann man Props an die Leute geben, die das hier mitgestaltet haben. Es ist wirklich schwer, sowas zu editieren. Und es dauert, also es ist nicht unbedingt das Schwerste, aber es dauert halt wirklich seine Zeit. Jemand, der und halt vor allem auf die kurze Zeit. Man muss bedenken, die Spiele sind vor 2 Tagen gespielt worden. Und heute haben wir schon die voll editierten Videos zur Verfügung. Ah. Jetzt wird es tatsächlich interessant, der Verteidiger für Game King. Der Verteidiger. Und wir sehen halt keine Karten. Gut, Lippidex, wie gesagt, haben nicht den größten Angriff, aber ein Verteidiger, wir sehen keine Karte in der Hand, könnte sich wirklich um diesen Verteidiger kümmern. Gerade auch das Schild ist sehr nervig für den lebenden Hieb, weil man kommt halt, oder das Schild fängt den ersten Schaden ab und wenn der lebende Hieb 7 Schaden verursacht wegen der Rüstung, dann wird er natürlich halt alles in die Schildfähigkeit gehen. Und den ganzen Schaden abfangen. Das heißt halt auch hier kein Vorbeikommen. Und kein Vorbeikommen an diesen Defender. Optimalste Lösung, an den nördlichen Verteidiger vorbeizukommen, wäre tatsächlich das Reinigen. Also Schaden ist sehr schwierig an ihn anzubringen an den Verteidiger. Da er, wie du schon erwähnt hast, diesen Schild hat, der einen kompletten Schaden abfängt, da müsste man zuerst vielleicht einen Schaden austeilen mit irgendeiner bestimmten Karte oder mit einer Anführerfähigkeit und dann an eine große Schadenskarte draufhauen. Aber ich denke, der Defender wird nicht mehr wegkommen. Wir sehen die Anna auf Game Kings Seite, die wird den Defender auch noch boosten. Und da Cybers auch keinen Morgwag spielt in diesem Deck, kann er nicht wirklich was gegen den ganzen Booster anrichten. Ja, das ist halt das größte Problem. Gerade der Verteidiger, wenn er auf dem Feld bleibt, Reynard und Ada sind natürlich erstmal beschützt, was dazu sorgt, dass halt Anna wirklich jede Runde 2 Punkte machen kann. Ein Infanterist neben ihr sorgt dann halt für jede Runde vielleicht für possible 3 Punkte, je nachdem, ob der Infanterist sich entscheidet, Rüstung anzuschießen oder sonstiges.
Oder auch gerade mit dem Beschützer, der auf dem Feld liegt, kann es halt auch sein, dass die Karte neben dem Beschützer getroffen wird, was natürlich zu keinem Punkt führen würde. Aber trotzdem, ein Infanterist hinter einem Verteidiger, neben der Anna, in einer langen Runde, das ist etwas, das möchte man eigentlich nicht begegnen. Das ist so Platz Nummer 2 in der Liste von Dingen, die man abends nicht auf dem Parkplatz treffen möchte. Ja, das auf alle Fälle. Das ist das Ding. Ja, jetzt kommt sogar König. Ja, gegen King's Horn schaut sehr, sehr furchteinflößend aus. Vor allem gegen King weiß halt auch, der Gegner kommt nicht am Verteidiger vorbei und sagt sich jetzt einfach, okay, dann spiele ich 2 Infanteristen und kriege jede Runde dann nochmal. Und der kann nichts machen. Der kann nichts machen. Das ist halt das Ding, warum man gegen die nördlichen Königreihe eigentlich, wenn man sie nicht aufhalten kann, nicht die lange Runde sucht. Das kann schon wirklich sehr nach hinten losgehen, gerade mit dieser Kombination. Der andere Nachteil ist natürlich in so einer langen Runde, wir haben Reynard, der ist immer noch auf der Hand, der sorgt natürlich halt auch, je später man ihn ausspielt, für weniger Punkte, weil er verbessert jede Einheit, die man ausspielt. Wenn er allerdings erst sehr spät gedroppt wird und wenn die Infanterie auch zu spät kommt, dann sorgt das natürlich alles, dass die Karten vielleicht nicht so stark sind, weil sie erst mit noch 5 Handkarten gespielt werden. Ne? Also es ist nicht aufhaltbar. Aber das ist in diesem Game kein Problem. Game King kann seine Karten spielen, wie er will. Muss vor nicht keinen Schaden Angst haben. Und sag's jetzt mal schon, es schaut für Cybers wirklich sehr gefährlich aus in diesem Game. Ja, sehr, sehr gefährlich. Ich meine, selbst ein Hemdal, der die ganze Reihe angreift, kann nicht wirklich was machen. Gut, wir wissen, wir haben immer noch die gute Flinkzunge. Ne? Er kann sich nochmal eine Ceres aus dem Deck rausholen. Er kriegt Plötze wieder, er kriegt Morg wieder. Er hat immer noch den Hemdal, er hat immer noch den Skial. Aber von dem, was ihm gegenübersteht, auf der Hand von Game King, was wir hier sehen, wird es halt wirklich dafür sorgen, dass es doch sehr, sehr übel ausgehen wird für ihn. Am Anfang ist Game King halt immer noch hinten. Er hat immer noch seine komplette Anführerfähigkeit und auch gerade Uprising sorgt, wenn man sich wirklich gut buffen kann, mit dem Sensencamper für eine Menge Punkte. Also der Camper alleine könnte schon an die 11 Punkte erreichen, wenn er halt ganz am Ende ausgespielt wird. Wiesegerd wird sich natürlich freuen. Der blutige Baron wird halt auch noch eine gebuffte Karte zurücksetzen. Gibt natürlich nichts, was sich ein Lippi so großartig bufft, außer der Beschützer hier und der ist auf dem Feld. Das heißt, alles in allem hat Game King momentan noch die Oberhand. Ja, die Martha kommt raus, zieht für Cybers die Ceres, die Karte mit der höchsten Provision, gibt dem Gegner eine Karte mit der niedrigsten Provision. In dem Fall war es die Zintrische Verzauberin oder Verhexerin. Und die ist gar nicht einmal so übel für Game King, weil er hat 2 in der Hand. Das heißt, sie profitieren von der Bindung und geben Unmengen an Vitalität. Ja, und gerade Vitalität wieder auf die Infanteristen sorgt dann wieder für 2 Punkte. Das sieht schon relativ übel aus. Also die Hand wird in Kürze, oder das Feld wird in Kürze halt eine Menge Boost erleben. Wir sehen zurzeit Cybers noch von den Punkten 2 Pünktchen vorne, aber darf uns nicht täuschen lassen, wenn wir die ganzen Engines da einberechnen. Wenn wir auch die ganzen Handkarten einbeziehen, ne? Ich meine, Skal, gut, ist eine sehr starke Karte. Ceres kann immer noch, gerade wenn man sie ein zweites Mal ausspielt, ist sie 19 Punkte wert mit einer Anführerfähigkeit. Plus die Karte, die aus der Anführerfähigkeit noch erscheint, kriegt da 25 Punkte, wenn halt Ceres droppt. Aber auf einer längeren Runde durch wirklich so ein Deck, was die ganze Zeit sich hochboostet, was die ganze Zeit am Ende der Runde jetzt nochmal 6 extra Punkte macht, sind 25 Punkte natürlich halt auch nicht so viel. Und das ist halt das große Problem so. Und wir sehen halt immer auch den blutigen Baron, der jetzt auch schon sehr hart reinhauen würde. Wir haben immer noch einen Dolirier. Ja, der freut sich schon. Der freut sich schon. Und Wiesegerd wird sich natürlich auch die Hände lecken. Wiesegerd am Ende wird richtig, richtig übel. Also die stärksten Karten sind sogar tatsächlich noch auf der Hand von Game King. Er hat es jetzt eigentlich nur so ein bisschen seine 4er Provisionskarten zum Spielen rausgeholt. Ja, in dieser langen Runde sind sogar die billigsten Karten, die schwächsten Karten, wie man meinen würde, zählen da zu einer der stärksten. Selbst der Sensencamper, die aus dem Anführerfähigkeit noch rauskommt, boostet sich für jede geboostete Einheit auf dem Feld zusätzlich noch einmal um 1. Er wird auch richtig groß werden. Das wird ein ziemlich groß gewachsener Sensencamper werden. Ah, und jetzt ist halt so der Zeitpunkt erreicht, wo Game King ihn schon überholt hat. Er hat immer noch seine besten Karten auf der Hand. Klar, Cyber hat immer noch seine Ceres. Das ist halt der Grund, warum wirklich Lippi eigentlich die kürzere Runde bevorzugen würde. Weil sowas passiert dann halt in einer langen Runde. Die ganzen Engines, ich denke auch von den Punkten her, könnte man eigentlich schon sagen, wir sehen, es gibt keine Möglichkeit, wirklich so diese Kombination aufzuhalten. Game King wird sich wahrscheinlich dieses Spiel sichern. Ich bin trotzdem gespannt auf Hemdal. Ich bin auch gespannt. Hemdal wird sich freuen. Hemdal eine ganze Reihe voll. Der wird ja richtig gut Schaden machen. Die Sache ist halt aber auch nur, das wird nicht ausreichen. Ne? Selbst Hemdal auf einer komplett gefüllten Reihe macht im Maximalfall 17 Punkte.
Nimmt höchstens dem Camp vielleicht noch ein paar Punkte. Aber er hat. Er hat fast die Anna. Er hat fast die Anna getroffen. Oh mein Gott. Das war Whisky. Das kostet. Ich meine, gut. Er hat jetzt auch zweimal Rüstung und. Also einmal Rüstung und Schild getroffen. Natürlich zuckerfein gewesen. Aber wenn die Anna. Ich meine, die Anna wird jetzt halt auch nicht mehr in den grünen Bereich kommen. Das heißt, ein Infanterist ist halt von diesem ganzen Boost genau. nicht mehr betroffen. Das ist der große Vorteil. Und der lebende Hieb kann sogar jetzt tatsächlich auf dem Verteidiger auch nochmal richtig gut Schaden machen, weil er immer noch eine Rüstung hat. So ist es ja nicht, ne? Also im Prinzip hat Hemdal genau. durch dich, dass er die Rüstung angeschossen hat, nicht wirklich Punkte verloren, weil der Schaden würde ja sowieso mit dem Hieb kommen. Aber wir haben immer noch einen Anzeis, wir haben immer noch den Wiesegerd, wir haben immer noch die komplette Anführerfähigkeit bei Game King. Und der blutige Baron, der natürlich am Ende auch nochmal den Beschützer zurücksetzt, was auch eine sehr große Gefahr ist. Ja, wir müssen bedenken, Beschützer ist Base Strength auf 4 Punkten. Der Baron wird ihn komplett zurücksetzen, das heißt, sie sind schon einmal minus 12 Punkte auf dem... Mit 12 Blutungen, die wir jetzt sehen. 12 Bluten drauf. Wird natürlich nicht komplett durchticken. Aber meinst du, es war klug, jetzt schon zurückzusetzen? Meinst du, er hat Angst, dass vielleicht der blutige Baron weggeräumt wird? Weil natürlich, die anliegenden Karten können immer noch getroffen werden von Infanteristen oder so. Und der Beschützer kriegt natürlich noch Punkte. Meinst du, er hätte es wirklich als allerletzte Karte benutzen sollen, dann mit dem Baron zurücksetzen und sagen sollen, okay, die Blutung ist jetzt nicht so wichtig? Oder meinst du, die beiden anliegenden Karten werden sowieso nicht mehr so häufig getroffen und die Blutung macht doch mal Punkte? Ich denke, man hätte noch warten können. Also es war jetzt ja nicht unbedingt notwendig, aber ich glaube, es wird ihn jetzt dann auch nicht schaden, dass er das Zurücksetzen früher verwendet hat. Ich glaube auch, dass es nicht so von Punkten schadet. Jetzt sehen wir tatsächlich den Campen rauskommen. Das heißt, Wiesegerd wird gedroppt. Was 12 Punkte Campe, natürlich noch mit Reynard, aber Wiesegerd 11 Aufladung, 11 Schaden. Und er entscheidet sich jetzt doch tatsächlich, den Beschützer wegzuräumen, weil er sich denkt, nee, lieber nicht. Das Besondere ist halt auch noch, der Meister des Zweiblatts kann sich auch noch heilen, aber dazu müsste er eine Einheit auf dem Feld zerstören. Das große Problem ist nur, Zweiblatt liegt schon knapp 20 Punkte hinten. Und wir haben immer noch den Fallibor, wir haben immer noch den Wiesegerd, der 6 Aufladungen hat. Skial wird sowieso sterben, weil Skial durch den Berserker-Effekt stirbt, wenn er nur 5 Schaden erleidet. Das heißt hier, Zweiblatt wird diese Runde verlieren. Es gibt, glaube ich, nichts mehr, was er tun könnte. Er heilt sich nochmal um 4 Punkte, fügt sich aber 3 Schaden zu. Ja, und selbst jetzt mit den letzten Handkarten, Game King zeigt Game King Gnade. Game King zeigt sogar nicht mehr Gnade, er will sogar noch den Fallibor raus. Keine Gnade, er spielt alle Karten aus. Keine Gnade. Zeigt die Dominanz. Wenn ich Dominanz zeige, dann schon richtig. Ich benutze auch nochmal alle Aufladungen für den guten Wiesegerd. Ja, das ist, wenn man in einer langen Runde gegen die Nördlichen antritt mit dem Lippi-Deck. 40 Punkte, das ist schon. 40 Punkte, ja. Und es hat am Anfang hat's noch ganz gut ausgesehen, weil man sich so dachte, ja, ich liege noch ein paar Pünktchen vorne, aber dann kamen die Engines und dann hat alles getickt und dann war vorbei. Gerade noch 5 Karten, als Cybers noch ein bisschen Punkten noch ein bisschen vorne gelegen ist, hat es gar nicht mal so übel ausgeschaut. Sehr das für einen guten Point Slam. Aber das ist halt der Nachteil an Point Slam gegen Engines. Engines in der langen Runde haben da den Vorteil natürlich. Und jetzt ist das Interessante, Game King muss natürlich nochmal mit seinem ersten Deck ran, mit seinem Harmonie-Deck, was natürlich auch durch die Harmonie für eine lange Runde für sehr viele Punkte sorgen kann, aber auch in einer kurzen Runde sehr gut funktionieren kann. Und Cyber muss natürlich mit seinem Lippi-Deck gewinnen. So, genau. Das heißt, Game King hätte, wenn es vielleicht in die längere Runde wieder gehen würde, wieder so diesen Vorteil, dass seine Karten sich immer und immer mehr hochbuffen. Wir sehen auch die Anfangshand von Cyber, wir sehen die Ceres, aber wir sehen leider den Wildkeil nicht. Ne? Er hat zwar den fürstlichen Erlass auf der Hand, aber gerade bei den Lippi-Decks ist es so, dass wenn du in der ersten Runde deinen fürstlichen Erlass benutzt, du ihn in der letzten Runde nicht mehr hast. Und das könnte halt natürlich kritisch werden, wenn man Lippi gerade mal in der letzten Runde benutzen will, um die Karten wieder zurück ins Deck zu mischen. Weil so hättest du immer noch die Möglichkeit, safe deine Ceres aus dem Deck rauszukriegen. Er hat natürlich auch Matahuri in seiner Deckliste, die ihm da auch nochmal helfen wird. Wenn er allerdings jetzt den fürstlichen Erlass in der ersten Runde für einen Wildkarl benutzt, dann hätte er diese Möglichkeit nicht. Und das ist halt natürlich auch so ein Nachteil, weshalb der fürstliche Erlass wirklich in der ersten Runde bei Lippi-Dex sehr, sehr selten gespielt wird. Nur wenn es wirklich absolut möglich ist, wann würdest du es machen? Wenn ich einen Fehler mache und wie so oft anfange, die erste Runde Event zu verlieren, wahrscheinlich meinen fürstlichen Erlass verwenden. Du willst die erste Runde natürlich gewinnen mit Lippi. Lippi will immer die erste Runde gewinnen, aber. Auf alle Fälle. Ja, das ist halt so das Ding. Du hast 25 Karten im Deck, du ziehst nur 10. Hoff mal, dass die guten mit dabei sind und dass du dich nicht brickst, weil das ist natürlich mit Lippi-Decks auch gut möglich.
So, wir sehen den Skerl als erste Karte für 10 Punkte natürlich. Und wie wir schon in der letzten Runde gesehen haben, ist er ein Berserker-Effekt. Wenn er auf 5 Stärke heruntergesetzt wird, beschädigt, dann zerstört er sich selbst. Also für 7 Provisionen eine 10er-Karte scheint auf den ersten Blick gut, aber hat einen großen Nachteil. Muss es aber auch natürlich haben. Ne? Du kriegst nicht so leicht 10 Punkte für 7 Provisionen natürlich. Ohne einen Nachteil. Und gerade ist geil, wenn man ihn so nochmal seine letzte Karte ausspielt, so wirklich nochmal als Tempo-Finisher. Kann er doch sehr gut sein. Ist halt nur die Frage, Jutta hat diesen Nachteil nicht, aber bei Jutta brauchst du halt wirklich eine starke Einheit auf dem Feld. Also beide Karten haben natürlich Vor- und Nachteile, je nachdem gegen welches Matchup sie eingehen. Aber in den meisten Fällen Harmonie, haben wir ja gesehen, hat Form von Angriff. Aber Gift ist, glaube ich, immer noch das Stärkste, um sich die dickeren Einheiten zu kümmern. Gaping fängt an mit seinem Call of the Forest, Ruf des Waldes auf den Schmuggler, boostet ihn somit auf 5 durch die Zauberkarte und beschützt ihn durch die leichten 4 Schadenskarten, die Cybers in seinem Deck hat. Ja, das gibt jetzt dann auf die lange Runde schon wieder sehr viele Boosts. Also die auch in einer kürzeren Runde sehr gut sein können, falls es zu einer kürzeren Runde kommt. Das ist aber auch das, das ist auch das Türkische von Game King. Er wusste halt genau, er hat das Deck, er kennt das Deck jetzt natürlich auch schon so ein bisschen. Und er weiß halt, ja, okay, Ausweidehieb, lebender Hieb, beides Karten, die wirklich gespielt werden, aber die reichen nicht aus, um 5 Schaden zu machen. Das heißt, mein Schmuggler, der sich die ganze Zeit verbessert und mir dafür sorgt, dass ich vielleicht, selbst wenn es zur kürzeren Runde kommt, noch besser dastehe, der ist sicher. Genau. Der ist sicher und Verschiebung haben wir natürlich auch in dem Deck nicht gesehen. Wäre eine Möglichkeit, wird aber nicht gespielt. Und eine sehr interessante Sache, Cybers hat auf den Absurd verzichtet in seinem Skellige Deck, der auch sehr beliebt ist in jedem Skellige Deck. Eine Alchemie-Karte, die 6x einen Schaden austeilt und natürlich perfekt ist, um Engines, um etwas größere Engines auszuschalten. Ja, gerade Gigaskorpion Absurd 6 Schaden ist momentan eigentlich eine sehr gute Karte, weil fast jedes Deck spielt eine Karte, die könnte man halt mit dem Absurd sofort wegräumen. Die könnte eine Gefahr für dein Deck darstellen. Ne? Wir haben Percival für die erste lange Runde. Da ist Absurd natürlich eine super Karte, weil es direkt ausreichen sollte. Wir haben natürlich bei Monstern das Beast, was ich auch die ganze Zeit hochbuffen würde, wo Absurd super funktionieren kann. Nördliche Königreiche, Karten wie Anna, Uwe Reinhardt. All diese Karten sind natürlich durch Absurd sehr leicht gefährdet, aber es wird nicht gespielt von Cyber. Was vielleicht auch der Grund ist, wir sehen ja auch keinen Reiniger in seinem Deck. Also wir sehen keinen Läuterer. Das heißt, am Verteidiger kommt er sowieso eigentlich nicht so leicht vorbei. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum man sich gesagt hat, ich cutte das Absurd. Wenn ich gegen den Verteidiger komme, ist das Absurd vielleicht dann in den meisten Fällen eh eine tote Karte, wenn eine wirklich gute Karte beschützt wird. Also warum soll ich dann vielleicht 6 Provisionen für diese Karte opfern, wenn ich vielleicht was Besseres spielen kann wie den Hemdal? Ja, es scheint, Cybers hat mehr Schaden auf mehrere Units priorisiert als auf eine gezielte Einheit mit seinem Lambert und seinem Hemdal. Er versucht, Swarm-Decks dadurch ein bisschen auszuschalten. Einheiten, Decks, die vielleicht sehr viele Einheiten in einer Reihe spielen, die aus mystische Harmonie eigentlich macht. Und ja, da fehlt halt dann leider der eine Schaden, mit dem man eine gezielte Engine ausschalten kann. Ich finde, Fechtmeister ist tatsächlich eine sehr interessante Karte in dieser Deckliste. Klar, man könnte jetzt sagen, es gibt Decks, die werden natürlich durch den Fechtmeister leiden, aber Game King, wir haben es auch schon im letzten Matchup gesehen, hat zum Beispiel gar nicht mal den Trauk gespielt in seiner Deckliste, wo den er in normalen Königreichen eigentlich noch sieht. Und wenn der Trauk halt fehlt, dann gehen dem Fechtmeister auch gerade bei solchen Matchups die Ziele aus oder er könnte halt maximal 2 Einheiten treffen, was immer noch okay wäre für den Fechtmeister, aber er muss halt auch 2 Karten in derselben Runde ausspielen. Das heißt, dass Game King tatsächlich die Liste von den nördlichen Königreichen so gebracht hat, dass man weder Karawanen verhut noch Trauk siegt, sorgt dafür, dass halt auch der Fechtmeister kein wirklich guter Tech gegen dieses Deck war. Falls er gezogen worden wäre. Das war ja leider nicht der Fall. Ist immer noch, ja. Natürlich. Nächste Frage, ob ich habe nicht genau gesehen, ob Cybers ihn absichtlich gemalligend eventuell, weil er sich eh gedacht hat, keine guten Ziele auf seinem Lambert. Oder hat er ihn tatsächlich nicht gezogen. Aber egal wie, sie hätte das Game nicht mehr gedreht, sagen wir so. Er hat sich nicht gezogen. Ich habe sogar noch gesehen, dass er in sein Deck so reingeguckt hat und gesehen hat, dass der Fechtmeister noch im Deck drin ist. Hat sich wahrscheinlich gedacht, den hätte ich furchtbar gerne noch auf der Hand gehabt, so wie es immer ist, wenn man sich ins Deck reinguckt, denkt man sich so, die Karte werde ich jetzt missen und ja. Game King entscheidet sich sogar tatsächlich zu passen. Das könnte sehr interessant sein, ne? Ja, Cybers war, glaube ich, jetzt schon 30 Punkte vorne. Das ist auch für Harmonie nicht so schnell aufzuholen. Gerade die Option, die wir sehen. Eine zweite Giftkarte wäre nicht möglich gewesen. Aber ja, er sagt sich jetzt halt, wenn es zu einer kurzen Runde kommen sollte,
dann muss der Gegner mich in eine kurze Runde ziehen und dann hole ich mir vielleicht sogar noch einen Kartenvorteil, weil Cybers hat momentan eine Karte weniger auf der Hand. Und so ist das. Ja, er muss sich natürlich erstmal die kurze Runde ziehen. Und jetzt sehen wir halt auch auf der Hand von Game King Percival sehr gefürchtete Karte. Ist natürlich auch mit dem lebenden Hieb wegmachbar, aber der lebende Hieb ist ja natürlich schon raus. Ist halt auch so das Ding. Wir sehen Wasser, wir sehen Faith. Also Game King hat wirklich eine sehr, sehr starke Hand, um diesen Push, den wir gerade haben, zu überleben. Er entscheidet sich sogar dazu, das Wasser wieder zurückzulegen, was auch eine kluge Entscheidung war. Denn die einzige weitere Naturkarte in seinem Deck ist Isengrims Rad. Und Isengrims Rad würde ja, glaube ich, momentan nicht die Karte rausholen, die du wirklich haben willst. Ne? Also in den meisten Fällen wird Isengrims Rad für eine weitere Giftkarte benutzt. Game King hatte allerdings auf seiner Hand keine Giftkarte. Die Trauerwein hat er jetzt wirklich erst mit der letzten Runde nachgezogen. Das heißt, auch hier Faith lieber für Wasser benutzen, ist definitiv besser. Wir sehen insgesamt 3 Boosts auf den Einheiten, die der Schmuggler als Carryover generiert hat. Das ist auch ein kleiner Unterschied zu den nördlichen. Der Schmuggler boostet zwar, aber er boostet deine Hand. Das heißt, wenn er Karten boostet, die du sowieso nicht direkt in der ersten oder zweiten Runde aufspielen willst, nimmst du sie als Carryover mit in die letzte Runde und hast dir dann vielleicht sogar den Vorteil gesichert, um den Gegner um ein paar Pünktchen zu schlagen. Ja. Game King überlegt gerade, ob er wirklich Percival am Anfang droppen sollte. Er weiß halt, lebender Hieb ist schon einer raus. Oder er überlegt halt, vielleicht fange ich doch erstmal mit dem Schmuggler an, aber er entscheidet sich tatsächlich direkt mit dem Percival anzufangen für die maximalen Punkte. Und das kann natürlich schwer werden, weil wir sehen natürlich, oh, da wurde auch lebender Hieb nachgezogen. Ja, das ist die Gefahr. Genau. Lebender Hieb kümmert sich sofort um solche Karten, sofort um Percival, ne? Kart zögern, instant raus. Kein Zögern, instant raus. Muss auch. Ne? Eine Karte auf dem Feld und der lebende Hieb wäre natürlich keine Möglichkeit mehr gewesen, weil Percival wäre aus dem Bereich raus. Wenn Percival auf Feld kommt und du hast den lebenden Hieb nicht, dann stell dich auf eine Menge Pain ein. Wir haben ja schon gesehen. Eine Möglichkeit wäre gewesen, zuerst einen Defender zu legen und da an diesem Stunning Blow vorbeizukommen. Ist aber natürlich auch eine Möglichkeit, aber dann verlierst du halt mit Percival auch Punkte. Genau, ja. Verlierst erstens Punkte auf den, nicht nur auf den Percival, sondern auch auf deinen Dryaden. Weil wenn die Zwergen bzw. die Kategorie schon auf dem Feld vorhanden ist, boosten sich die Harmonie natürlich nicht mehr, wenn du die gleiche Kategorie noch einmal aufs Brett spielst. Jetzt sehen wir den Fechtmeister für die Dryaden, was natürlich eine super Möglichkeit ist. Ne? Fechtmeister ist halt für solche Karten da. Ich denke mal, er wird auch wissenshalber, dass Game King seine Anführerfähigkeit in dieser Runde nicht benutzen sollte. Warum sollte er es halt auch tun? Mhm. Nur wirklich in den absoluten Notfällen. Das heißt, Fechtmeister wird in diesem Matchup kein besseres Ziel finden als die Jungvögel. Und könnte sogar potenziell dafür sorgen, dass sich die Jungvögel halt, sie könnten ja, aufhalten, wenn da die Jungvögel wahrscheinlich nicht können. Ja, er hat leider keine Karten, die einfach so 3 Schaden machen können, aber genau. Es sorgt auch nochmal für 10 Punkte. Also ein Fechtmeister für 10 Punkte ist das Mindeste, was du wirklich immer spielen willst. Du willst 2 Einheiten treffen und Cyber hat sich wahrscheinlich gedacht, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt gewesen für den Fechtmeister. Ich will sowieso ziehen, ich brauche mein Tempo. Aber der Schmuggler hat jetzt natürlich wieder dasselbe Problem wie in der ersten Runde. Aber wir sehen, es war noch ein Ausweidehieb auf der Hand. Ich weiß nicht, ob Cybers den noch abgelegt hat. Er hat ihn sogar noch abgelegt für den Stunning Blow. Oder er hat noch einen Stunning Blow gezogen. Er hat sogar 2 nachgezogen. Ah, hätte ich mir darauf achten sollen. Es reicht aber aus, um den wegzukriegen. Ne? 4 Schaden, wie du schon in der ersten Runde gesagt hast, das reicht aus. Okay. Game King ist aber wirklich noch in der besseren Position. Das muss man wirklich sagen. Er hat eine Karte mehr. Er hat immer noch eine Karte mehr. Er hat die Harmonie-Dryaden auf dem Feld. Ja. Er hat die Engines. Er hat viele Möglichkeiten, die Karten auszuspielen. Er hätte sogar noch, wenn es hart auf hart kommt, die Eiche in der Runde. Aber er muss auch momentan gar nicht so viele Punkte ausspielen, weil die Dryaden sorgen halt schon allein für den Harmonietick, dass da viele Punkte aufs Feld kommen. Ne? Jede Runde nochmal 2 extra Punkte mit jeder Karte, die man ausspielt. Plus schon die, wie du gesagt hast, verbesserten Einheiten sorgen halt wirklich für Punkte. Und es könnte schwer werden für Cyber, hier in die kürzere Runde zu kommen. Aber wir haben ja auch der Nachteil gesehen, ist aber natürlich, da Cyber zieht und die erste Runde gewonnen hat, muss Game King antworten. Also mit jeder Karte, die Cyber jetzt ausspielt, sei es eine Bronzekarte, sei es eine Goldkarte, muss Game King eine Karte spielen. Und wir sehen nur noch 4 Goldkarten in der Hand. Eine Bronzekarte, die will er wahrscheinlich noch opfern, aber die starken Goldkarten, vielleicht auch noch die Weide in dieser Runde opfern, aber die starken Goldkarten will man normalerweise mitnehmen in die letzte Runde. Und mal schauen, wie viel Cybers jetzt an Game King noch in dieser Runde entlocken kann von seinen guten Goldkarten. Was natürlich immer so eine ziemlich gute Strategie ist, wenn du blutest.
du kannst auch bluten, kannst deine schlechtesten Karten ausspielen, solange du gute Goldkarten vom Gegner rausziehst, hat es sich trotzdem gelohnt. Wenn du vielleicht da für eine letzte Runde einen Kartennachteil hast, kannst du immer noch sagen, okay, ich habe nur meine schlechten Bronzekarten ausgespielt, der Gegner allerdings all seine Goldkarten verloren. Und wir sehen in dem Game von Game King momentan, er hat eigentlich bis auf Isengrims Rat keine weitere Goldkarte mehr. Ne? Das heißt, das, was er jetzt wirklich noch auf der Hand hat, ist auch wirklich das Stärkste, was er für die letzte Runde mitnehmen kann. Und je nachdem, wie lange Cyber sagt, er will hier noch mit ihm rumspielen, kann man natürlich auch sagen, dass da vieles verloren geht. Allerdings auch der größere Nachteil ist natürlich auch für Cyber. Wir sehen, Siegdriefer ist raus, Fechtmeister ist raus, Hemdal kommt raus. Oh. Er selber opfert auch nicht gerade seine schwächsten Einheiten. Ich habe da sogar sehr gut getroffen. Nicht die Rüstung komplett ignoriert und auf. Da ist gegangen mit dem Schaden. Also maximale Punkte erzielt jetzt dann aus den Schaden, den Hemdal erzielen kann. Game King in der letzten Runde mit dem Defender, um die Harmonie des Zwergen auszulösen. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt dann entweder Chariot gespielt wird oder die Weide. Chariot ist eine Maschine. Auch die Reihenfolge richtig, weil Chariot bringt ja selber noch einen Zwerg aufs Feld und hätte er den Chariot zuerst ausgespielt, also seine Bronzekarte, hätte er die Harmonie durch den Zwerg verloren. Er entscheidet sich tatsächlich für die Eiche. Eine sehr interessante Wahl. Von den Punkten wird es ausreichen, ziemlich gut sogar. Sogar sehr, sehr stark. Wahrscheinlich den Grund, warum er die Eiche jetzt benutzt und nicht die Trauerweide ist, weil er hat immer noch Giftkarten in seinem Deck drin. Und Trauerweide in der nächsten Runde könnte immer noch für eine Einheit vergiften. Und er hat halt den Last Say. Das heißt, er könnte auch wahrscheinlich noch ein ziemlich gutes Ziel finden. Er kriegt den Pass. Cyber sieht die Eiche, denkt, eine große Gefahr ist raus. Was er nicht weiß, oder was er wahrscheinlich schon weiß, weil er mitgezählt hat, weil er ist Pro-Spieler, ist nicht so wie ich, dass Game King jetzt dann noch, wie viel sind das? 3 Carryover auf seinen Einheiten hat, auf der Hand für die nächste Runde. Und dass Percival halt, nicht Percival, sondern Barnabas Beckenbauer auch noch nicht ausgespielt wurde. Wenn man Eiche nicht hat, ist Barnabas trotzdem auch eine sehr gefährliche Karte. Ne? Alleine schon, weil er für Harmonie sorgt. Ein Zwerg, ein Elf ist sowieso das, was man immer ausspielen will. Game King hat seinen Elfen abgelegt, zieht 2 Zwerge nach. Das heißt, der Elf wird ihm fehlen, wenn er ihn nicht durch den Grat rausholt. Aber trotzdem, du willst halt natürlich die Harmoniekarten auslösen. Du brauchst die Text, du spielst die Text sowieso. Und Barnabas Beckenbauer kann halt auch sehr viele Punkte machen, gerade nach dem Eichen-Nerf, weil Harmonie löst er aus. Plus nochmal die Buffs, die er verteilt. Also so an sich, wenn man ihn mit 3 Karten trifft, ist er schon 12 Punkte. Dazu kommt halt noch die Harmonie durch die Jungvögel. Und dadurch kommt halt auch noch, dass er selber um 2 Punkte geboostet wurde. So, Game King startet mit Wasser natürlich wieder, um wieder 2 Dryaden aus. Wieder 2 Harmonie-Engines. Spielt noch seinen, was ist das für ein Zwerg? Ich glaube, der boostet einen anderen Zwerg der und die Rüstung. Eine Karte, der Bergarbeiter, der ist. Die ganz kurz, also die auch mit dem Patch geändert wurde. Genau, die wurde kurz geändert. Ja, er verbessert jetzt eine verbündete Einheit um 2 Punkte mit einem Befehlseffekt. Wenn es eine Zwergeinheit ist, gibt er ihm sogar noch 2 Rüstungen. Ne? Ist aber trotzdem jetzt. Früher hat sie auch noch Selbstharmonie gehabt und das ist, glaube ich, jetzt dann aber rausgekommen. Das muss das natürlich raus. Also eine 4 Provisionskarte, die dir 6 Punkte potenziell bringen kann mit Harmonie, das ist einfach nur. Das wäre zu krass. Ne? Wir wissen, krass, Harmonie ist immer noch stark, aber wir wollen es ja natürlich übertrieben nicht machen, weil sonst ist es wieder so, dass die Leute halt nicht wegen Syndikat rumheulen, sondern dann wieder wegen Harmonie anfangen. Es ist der ewige Kreislauf, es gibt immer ein sehr starkes Deck und das ist dann meistens das Ziel von der Menge Hass. Aber ja, auch interessant, Mata Uhuri hat Game King tatsächlich noch eine weitere Elfenkarte gebracht. Das heißt, ja, Game King kann jetzt seine Giftkarten ausspielen und ich glaube sogar Mata Uhuri ist ein ziemlich gutes Ziel, weil auch gerade beide Giftkarten auch Harmonie haben. Ne? Das heißt, wenn du mit denen jetzt anfängst, kriegst du nochmal extra Punkte. Nochmal extra Boost auf die Dryade und auf deine Weide. Und das ist halt auch das, was man. Und ja, gut. Könntest du erwarten, einen Wildkall zu treffen mit dem Gift? Ist wahrscheinlich schwer. Ich glaube sogar, Mata Uhuri mit ihren 6 Punkten ist ein durchaus Ziel, was man nehmen sollte für die Giftkarten, gerade weil auch die Harmonie noch zuberechnet wird. Klar, du könntest dir natürlich auch Gift für die kürzere Runde aufheben, aber Wildkall ist sowieso. Möglich, dass es die letzte Karte ist und die könnte nie vergiftet werden. Das heißt, nimm lieber die Harmonie mit, vergifte vielleicht die schwächere Einheit. Jetzt zu warten, würde dir, glaube ich, mehr schaden. Okay. Und wir sehen, Game King hat tatsächlich vergiftet. Wir haben natürlich immer noch, Cyber hat immer noch sehr starke Karten. Wildkarl, Ceres kann er noch rausholen. Also das sind 2 wirklich sehr starke Endfinisher-Optionen, die man definitiv nicht von den Punkten unterschätzen wollte. Wie gesagt, Ceres in der letzten Runde sind nochmal 19 Punkte. Wildkarl in der letzten Runde sind nochmal 12 Punkte plus Anführerfähigkeit sind nochmal 6 Punkte. Und du
ziehst du wirklich keinen Nachteil aus der Anführerfähigkeit raus. Das heißt, mit den Karten könnt ihr wirklich ein unfassbares Tempo haben. Wir sehen allerdings auf der Hand von Game King auch noch, wir haben noch den Elfen für 4 weitere Harmoniepunkte und wir haben immer noch den Barnabas und wir haben sogar noch den Zwergen-Chariot. Die Maschine. Ja, die Maschine. Genau. Das heißt, 3 Karten würden nochmal 4 Punkte extra bringen auf der Hand von Game King und das ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Ne? Das sorgt dafür, dass diese Karten ziemlich, ziemlich stark werden, gerade Barnabas. Barnabas so als E-Tüpfelchen nochmal auszuspielen, ist fast so gut wie eine Ceres. Und auf alle Fälle. Game King liegt immer noch 10 Punkte vorne gerade. Das heißt, es könnte sehr, sehr schlimm für Cyber ausgehen. Gerade weil er halt auch nichts hat, um sich noch weiter um die Engines zu kümmern. Game King weiß es auch. Game King, die ganze Zeit, der Zwerg liegt die ganze Zeit auf dem Feld mit seiner Befehlsfähigkeit. Er könnte die ganze Zeit um 2 Punkte verbessern. Aber Game King weiß einfach, die Angriffskarten sind raus. Ich muss mir keine Sorgen um meine Karten machen. Die Karten werden halt nicht sterben. Das heißt, ja, jetzt hat er ihn sogar tatsächlich benutzt. Aber das zeigt halt natürlich, dass Game King halt weiß, der Gegner hat nichts mehr, womit er angreifen kann. Und das ist, glaube ich, sein großer Vorteil. Das ist der Vorteil an Open Decklist. Man weiß, was der Gegner spielt. Und wenn man sich das dann merkt, was schon gespielt worden ist, sich den Friedhof anschaut, dann kann man gut abschätzen, welche Gefahren noch auf einen zukommen und welche nicht. Ah. Aber wenn man sich jetzt wirklich, also wenn wir jetzt wirklich schon die Punkte durchrechnen, dann kann man eigentlich schon sehen, Game King hat schon gewonnen. Also, ja. Wildkarl 12 Punkte, Ceres mit Anführerfähigkeit 25 Punkte. Es sind insgesamt 37 Punkte. Er liegt jetzt aber halt schon mit 17 Punkten zurück. Ne? Das heißt, da wird schon einiges draufgehen. Plus, wir sehen noch den Beckenbauer. Plus, wir sehen noch den Chariot mit den Harmonie, der auch schon allein 10 Punkte wert ist für eine 5er Provisionskarte. Mhm. Da wird Cyber leider nicht mehr rankommen. Er hat zwar die kurze Runde bekommen, aber es hat leider nicht ausgereicht, weil er trotzdem ein bisschen zu wenig Punkte hat mit seinen kurzen Karten. Und weil er halt auch, als er geblutet hat, schon eine ganze gute Karte ausgespielt hat. Hemdal ist raus, Fechtmeister. Beides zwar nicht unbedingt die stärksten Karten, auch nicht gerade vielleicht die besten Techs gegen den Harmonie-Deck, aber die sind natürlich in der zweiten Runde zum Pushen leider draufgegangen. Die kurze Runde war wohl nicht kurz genug. Die kurze Runde war nicht kurz genug. Ich glaube sogar, hätte er eine ganz kurze Runde, so mit 3 Handkarten, mit Wildkarl, Ceres und Lippi, das könnte durchaus interessant werden und ich glaube, dann hätte er ihn vielleicht sogar schlagen können. Aber ja, man sieht halt die Jungvögel, also die Anführerfähigkeit alleine für Game King in der letzten Runde war schon seine 18 Punkte wert, ne? Durch die ganzen Harmonie-Ticks, die wir gesehen haben, plus nochmal die Giftkarten, die er hat, da auch nochmal weitere Harmoniekarten und das wird nicht ausreichen. Game King gewinnt mit 66 zu 57 und damit ist dieses Match Match entschieden für Österreich. Punkt für Österreich. Freut mich. Punkt für Österreich. Wow. Österreich führt mit 1-0. Das ist interessant. Aber wie gesagt. Machen wir kurz auf Pause. Willst du eine kurze Pause machen? Wir können kurz, du kannst auch kurz gehen, dann sprechen ein bisschen weiter. Game King, die Maschine. Game King sollte man definitiv nicht unterschätzen. Ne? Game King ist ein sehr, sehr bekannter Spieler, sage ich mal, auch in der Pro-Szene. Ist ein sehr starker Spieler. Aber um so ein ganzes Match für sich zu entscheiden, es gibt natürlich 3 Spieler an einem Tag. Das heißt also, Game King hat für Österreich den ersten Punkt geholt. Shaggy und Ferdl müssen allerdings noch nachziehen. Und das kann noch was werden. Ne? Ja, das heißt, es ist noch nichts aus für Deutschland. Und gerade die nächste Runde wird sehr interessant, weil Coloman gegen Shaggy. Was sagst du? 2 Titanen treffen aufeinander, oder? 2 Titanen. Gerade cool. Also, wir können mal die Decklisten angucken. Ne? Ich würde sagen, wir fangen mal mit Coloman's Decklisten an. Coloman ist tatsächlich ein Spieler, vor dem habe ich selber Riesenangst. Ne? Ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen. Aber du hast ihn live getroffen, oder? Ja, Ich habe nie live gegen ihn gespielt. Ich habe ihn mal live getroffen. Das Ding war, Coloman hat mich angeguckt und ich habe die Niederlage schon gespürt. Ich habe schon das 0-2 gespürt. Das ist halt das Ding. Er ist ja, momentan als einer der gehandelt, der die Grandmasters für sich entscheiden soll. Also auf jeden Fall einer der Favoriten. Er ist momentan einer der allerstärksten Spieler, die es anscheinend in Gwent zu geben scheint. Viele haben ihn wirklich so als Favoriten, sagen, Coloman ist natürlich hier unser Held im Ring. Decklisten, können wir auch mal ganz kurz rüber gucken. Ne? Wir sehen ähnliche Anführerfähigkeiten wie bei Cyber, allerdings kein Lippi-Deck. Wir sehen auch hier einen Harmonie-Deck. Aber ansonsten Uprising, diesmal wieder mit dem guten alten Draug. Wir sehen guten alten Draug, Hidden Case. Hidden Case, so ungefähr, wie es auch gespielt wurde. Meinst du, Hidden Case wird diesmal gebannt? Meinst du, Österreich hat aus dem ersten Fehler gelernt, weil Cyber hat ja den Sieg mit Hidden Case davongetragen? Ich weiß nicht, ob sie voneinander lernen haben können, weil die Gang die gleichzeitig gefunden. Das heißt,
es werden sich da nicht allzu viel absprechen haben können, aber ja, also Hidden Case und Mystic Echo, beides bannwürdige Decks. Ich würde tippen, dass wieder Hidden Case gebannt wird. Du wirst tippen auf Hidden Case. Da bin ich auch tatsächlich gespannt. Und wir sehen natürlich das Harmonie-Deck. Bei Hidden Case, es ist ungefähr dieselbe Deckliste, ne? Wieder mit Maral, wieder mit einer Gift-Option für dickere Einheiten. Schiff, Luisa Savola, Passiflora, alles natürlich Karten, die eigentlich in keinem Syndikat-Deck fehlen. Egal welche Anführerfähigkeit, du siehst meistens diese drei Karten auch im Deck wirklich zusammen mit Verteidiger. Es sind aber auch wirklich sehr gute Karten. Uprising ist natürlich auch eine große Gefahr. Ich glaube, im ersten Matchup wurde, glaube ich, sogar von Österreich Uprising gebannt. Und Uprising ist auch wirklich momentan auf dem Uprise. Es ist auch eine sehr starke... Ich glaube... da ist nicht mit gerechnet. Es ist wirklich eine sehr starke Anführerfähigkeit. Man muss, glaube ich, erstmal reinkommen, aber sie ist definitiv nicht zu unterschätzen. Ne? Wir haben sogar Siege gegen Hidden Case davon tragen können. Ist schwierig. Mystisches Echo. Genau das Gleiche auf die lange Runde. Ebenfalls... einen guten Wissergerd. Wir spielen, die Draug-Version spielt halt mit weniger Engines. Dann gibt es den guten Voimir, der alle gleichen Einheiten, ich glaube, es müssen nicht nur Soldaten sein, sondern alle Bronze-Einheiten der gleichen Art um 1 Boost und eine Rüstung gibt. Das heißt, mit einer Reihe voller kleiner Revenants um 1 geboostet, gibst du deinem Wissergerd natürlich extrem viel Schaden. Es müssen nicht mal die Revenants sein, es können auch die Karawanenvorhüte sein. Ne? Wenn du die wirklich benutzt, um Duplikate immer zu erschaffen, kannst du mit Königin Adalia davon 6 Stück auf dem Feld haben und ein Voimir auf 6 von denen lohnt sich natürlich. Ne? Das ist halt so im Prinzip, okay, wir haben vielleicht nicht den Reynard in dem Deck, in dem Uprising-Deck von Kühlemann, wir haben dafür den Voimir und Voimir kann genauso wie Reynard eine ganze Menge an Karten halt hochbuffen, dass man halt nochmal eine bessere Anführerfähigkeit hat, dass man einen besseren Wiesegerd hat. Definitiv beide nicht zu unterschätzende Karten. Ja, und Mystisches Echo. Müssen wir dazu noch irgendwas sagen? Ich glaube, Deckliste ist tatsächlich ein bisschen interessanter. Kuhlmann hat sich nicht entschieden, den Endeber zu bringen. Endeber ist nicht in der Deckliste drin, dafür halt... Toroviel, was auch eine Möglichkeit ist. Allerdings vielleicht nicht die beste Möglichkeit, um am Syndikat-Verteidiger vorbeizukommen. Aber soweit wie ich das sehen kann, sowieso keine Artefaktzerstörung. Ne? Wir haben ja schon gesagt, Square Tail ist meistens so die Fraktion, die relativ wenig Artefaktzerstörung bringt. Wir haben hier auch wieder das Gift-Paket in Form von Angriff, aber nicht die Artefaktzerstörung, weil eben kein Harmonie. Und allgemein sonst, Bombenträger ist in den anderen Decks vorhanden. Square Tail verlässt sich halt auf seine reinen Punkte. Und ich sehe noch in Hidden Case einen Dire Mutant Hound, der Rüstung hat und sich jeden 2 Punkte boostet. Den haben wir, glaube ich, letztes Game in der Liste auch nicht gesehen. Ja. Leicht zu verteidigen mit den 2 Skarabäen natürlich und macht auch sehr viel Druck in der ersten Runde. Schon allein, wenn du ihn nicht verteidigen würdest, würde er sehr viel Druck machen. Das Ding ist halt, so ein Verteidiger wird es natürlich gut einsetzen, aber ich glaube, für einen Passiflora ist Verteidiger doch schon immer ein bisschen wichtiger. Mhm. Aber selbst wenn du den Hund halt nicht hinter einem Verteidiger packst, der Gegner muss sich um diese Karte kümmern. Das ist immer das große Problem. Du kannst ihm natürlich auch immer wieder Rüstung rauftragen. Wenn du dich nicht um den Hund kümmerst, ist er trotzdem, dadurch, dass die Rüstung noch 2 Schaden abfängt, 8 Punkte beim ersten Ausspielen schon wert. Weil du kriegst direkt den Boost und der Gegner muss halt 2 Rüstung wegnehmen, was halt 2 Schaden auch noch vom Gegner abfängt. Das heißt, selbst so ist der Mutantenhund eine sehr gefährliche Karte. Wenn er gleichzeitig halt auch noch mit Zoll gespielt wird und den Kirschen, kann es wirklich sehr, sehr übel sein. Okay. Dann haben wir noch die Decklisten von Shaggy. Natürlich alle Decklisten, wenn ihr sie sehen wollt, einfach in den Twitch-Chat Ausrufezeichen Deck schreiben und ihr kriegt die Decklisten angezeigt. Ne? Ihr müsst euch ja nichts abkopieren oder so. Ja, wir sehen auch schon wieder, was soll ich sagen? Die Anführerfähigkeiten sind ziemlich identisch. Also ich glaube, die Pro-Spieler haben sich schon am Anfang Gedanken gemacht, welche Anführerfähigkeiten ziemlich gut sein können. Wir sehen auch hier wieder Uprising, wir sehen auch hier wieder Hidden Case und wir sehen auch hier wieder das gute alte Lippi Ursine Ritual Deck. Nur diesmal in einer etwas anderen Ausführung, aber ich würde sagen, wir fangen mit Uprising an, oder? Irgendwas Besonderes an Uprising? Ja. Wir sehen, es ist auch ein Draug-Deck, also es scheint, wer der Einzige, der engine-lastigere Version gesetzt hat. Ich sehe da jetzt also im Vergleich zu Coleman eine sehr ähnliche Liste. Ja. Wird auch auf Draug setzen, auf sehr viel Boost auf dem Voimir und dann mit dem mit dem Wissegerd sehr viel Schaden aus. Also wir werden sehen. Auch immer die anderen in den Decks drin, ne? Sowohl bei Kühlemann als auch bei Shaggy.
ziemlich identische Decklisten. Uprising, ja, wir haben die Stärke schon von Uprising, aber wie schon gesagt hast, da wurde kein Drauk gespielt. Mit Drauk ist Uprising natürlich vielleicht manchmal noch ein Ticken gefährlicher. Kommt drauf an, gegen welches Matchup man antritt und wie viel Angriff man selber spielt, aber ja, da bin ich mal relativ gespannt. Wir haben auch wieder Hidden Case, Decklisten, wieder fast identisch, ne? Wir sehen halt Wir sehen halt den Mutantenhund, den du erwähnt hattest, in der Liste von Shaggy nicht. Wir sehen dafür halt, dafür kann Shaggy mit dem Kalkstein reinigen. Das heißt, er könnte sich um Verteidiger kümmern. Und er spielt eine weitere Verführerin mit Adriano. Das Problem ist wirklich an Hidden Case, ich spiele tatsächlich mit Adriano gar nicht momentan, weil du hast neben Passiflora keine weitere Verführerin in dem Deck. Und Adrianos Verführerin ist zwar relativ toll, aber du willst natürlich meistens auch diesen Bindungseffekt haben wegen den Extrapunkten. Genau. Eine wird dir sowieso weggenommen, ne? Das heißt, hier noch eine weitere Verführerin, um Szenario oder Adriano nochmal zu backuppen, um diese Bindung hinzukriegen und um mehr Punkte rauszuholen, gerade auch bei den ganzen Zaubertutoren. Ja, also die Verführerin natürlich eine starke Karte für lange Zeit, aber denken als eine Brett. Und wenn man mit dem Adriano keinen Verteidiger hat und Adriano ein Tribut zahlt, das dann doch 5 Münzen für eine Stealth Seductress und die vom Gegner einfach weggenommen wird in einem Atemzug, dann ist man dann auch ein bisschen traurig, sag ich mal. Ja, das ist wirklich so. Ich spiel persönlich die Deckliste immer bei Hincase ein bisschen anders, ne? Ist aber auch eine sehr remunerierte Deckliste, so dass man Adriano häufig sieht. Ich habe mich nur entschieden, eine Doppelspiel zu spielen. Jederzeit für Luisa und Savola-Kombination. Und anstatt Maral benutze ich halt auch den guten Tinboy hier in dem Blechburschen. Was halt eigentlich so in der letzten Runde vielleicht primäres Ziel für Vivaldi-Bank ist. Weil gerade Tinboy gegen das Lippi-Deck, was auch Shaggy rennt, kann sehr, sehr gut sein. Und wir sehen sogar bei Shaggy die Standardliste, nicht so die getaggte Liste. Wir haben kein Hemdal drin, wir haben keinen Fechtmeister drin, wir sehen dafür wieder die Krähenmutter, wir sehen Harald Hundeschnauze auch, wir sehen die Jutta wieder und wir sehen das Gigaskopien Absurd, was man natürlich so ein bisschen bei Cyber verpasst hat. Ja, das hat ein bisschen gefehlt, diese eine Karte, mit der man bestimmte Engine zerstören hat. Ich weiß nicht, ob sie schlussendlich der Grund war, dass Lippi nicht so hervorgestochen hat, aber es war auf jeden Fall auffällig. Es waren auch, glaube ich, schwierige Matchups für Lippi. Also gerade die nördlichen Königreiche, dadurch, dass Game King halt sich die lange Runde sichern konnte, war natürlich ein sehr heftiges Matchup. Die Frage ist, ob Shaggy mit Lippi mehr Erfolg haben wird. Das werden wir halt tatsächlich sehen. Ja, das ist halt die Frage. Ansonsten, Bombenträger, alle drei Decks natürlich wieder vorhanden. Die meistgespielte Karte diesen ganzen Turnier, ne? Es ist halt wirklich so. Auch schon seit den letzten Qualifiers für die Bombenträger. Selbst wenn der Gegner halt nur in einem Deck ein Szenario spielt, du musst ja mit den Decks, die du spielst, halt du musst mit denen gewinnen. Und wenn der Gegner halt wirklich in einem Deck nur ein Szenario spielt und du hast in jedem Deck einen Bombenträger, der diese wegnehmen kann, dann hinderst du den Gegner daran, mit diesem Deck gerade zu gewinnen. Allerdings, das Deck, was halt auch wirklich das Szenario spielt, ist Syndikat und die können auch durchaus so noch relativ gut punkten, ne? Das darf man nicht vergessen. Aber ja. Auf alle Fälle. Das sind die Matches. Würde ich sagen. Willst du direkt ins nächste Match gehen? Ich bin bereit, also jeden. wenn du bereit bist. Aber was glaubst du, bevor wir jetzt hier in dieses Match rein, das zweite Match reinstarten, Coleman gegen Shaggy, was glaubst du, wer wird sich das Ding holen? Wer wird das Ding sichern? Wird Österreich 2-0 und wird die Runde, die Serie beenden oder wird Österreich Das ist schwierig. Natürlich, mein Herz sagt durch Österreich. Aber mit Coleman haben wir da einen richtig harten Gegner. Ich bin mal gespannt. Also ich halte natürlich zu Österreich, ich halte zu Shaggy, ich vertraue in dich, Mann. Hol dir das Ding. Aber ja, also ich will da nichts Sicheres sagen. Österreich holt das. Es ist immer noch cool, Mann, ne? Das darf man nicht vergessen. Also natürlich. Das kann wirklich sehr übel ausgehen. Aber ja, ich würde sagen. Sehr übel, ja. Das ist. bevor wir lange rumreden, würde ich sagen, wir gucken in das Match rein und gucken, wer wird gewinnen. Leider wissen wir noch nicht, welche Decks gebannt wurden. Aber ich glaube, okay, Shaggy hat auf jeden Fall sein Slippy-Deck. Coleman startet mit einem Harmony-Deck. Mit Mystic Echo. Ja. Ich glaube, Coleman hat Hidden Case wieder gebannt. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Was Shaggy gebannt hat, kann ich allerdings leider nicht sagen. Ne? Da haben wir leider Informationen nicht. Im nächsten Game könnte man halt natürlich nachfragen beim Pferdl. Von daher gucken wir einfach mal. Okay.
Die Deckliste. Der Deckliste haben wir uns angeguckt. Körnermann Start hat natürlich mit dem Wasser. Du willst natürlich die erste Runde eigentlich gewinnen. Ne? Das heißt, du solltest definitiv überlegen, ob du vielleicht Wasser auf der Hand behalten solltest in der ersten Runde oder ob du vielleicht mit dem Percival anfangen könntest. Ne? Beides sehr starke Karten in der ersten Runde. Oder halt beide für die letzte Runde, aber das wäre, glaube ich, dann ein bisschen zu krass. Okay, Coleman muss anfangen. Coleman muss anfangen, hat das Wasser gezogen. Hat Wasser, hat auch... hat sogar den 5-Punkte-Boost, der relativ gut sein kann, weil der sorgt dafür, dass Gigascorpion Absurd sich auch nicht um die kleineren Engines kümmern könnte und Leben der Hieb erst gar nicht. Ich denke aber, Coleman wird mit dem Wasser anfangen, weil er will natürlich die erste Runde gewinnen und je später du das Wasser ausspielst, desto weniger Punkte wird es dir bringen, weil gerade die Harmonie, die wir schon gesehen haben, sorgt natürlich in der längeren Runde, gerade wenn du noch keine Einheiten auf dem Feld hast, für die meisten Punkte. Genau. Man muss auch bedenken, skellige Decks, wir haben das jetzt dann schon in den letzten bisschen angesprochen. In der letzten und kurzen Runde machen sie natürlich extrem Punkte mit Ceres und mit Wildkarl. Man muss bedenken, es ist ein Lippi-Deck. Das heißt, sie wollen das nur im Idealfall auch in der ersten Runde machen. Das heißt, gegen ein Lippi-Deck in der ersten Runde langsam zu spielen, seine Engines nicht zu verwenden, wäre ein großer Fehler. Ja, und halt auch wieder der Nachteil, den wir jetzt wieder an einem Lippi-Deck sehen, gerade bei Shaggy. Er hat weder Ceres auf der Hand, noch hat er Wildkarl auf der Hand. Ne? Er kann sich zwar um einen Jungvogel kümmern, aber die Hand, die er hat für die erste Runde, abgesehen von Krähenmutter, ist natürlich auch nicht so toll. Matahuri könnte man ausspielen, keine Frage. Dadurch, dass allerdings sehr viele 10er Provisionskarten in dem Deck vorhanden waren, ist es die Chance, dass halt natürlich auch den Lippi nachziehen würde und der würde ihn natürlich in der ersten Runde auch nichts bringen. So ist die Frage, hebt man sich auch Matahuri wie den fürstlichen Erlass für die letzte Runde aus, einfach nur mal, um seine stärksten Einheiten aus dem Deck rauszuziehen, um wirklich zu sagen, ich hole mir jetzt die Ceres, ich hole mir jetzt vielleicht nochmal den Wildkarl, wenn ich nicht wiederbeleben kann, oder benutze ich es in der ersten Runde, weil ich gewinnen will. Weil, Coleman macht natürlich hier nicht halbe Sachen. Wie wir es gesehen haben, der Schmuggler, er weiß halt, der kann nicht weggeräumt werden. Gigascorpion Absurd ist die schlimmste Karte, aber 9 Punkte Schmuggler, den kriegst du nicht so leicht weg. Den will immer nur verschieben können und wie schon öfters erwähnt, sie spielen das Open Blacklist. Das heißt, Coleman weiß genau, der Gegner, der liebe Shaggy, hat keinen Hammond in seinem Deck, kann sich nicht um diesen Schmuggler kümmern. Und Shaggy muss jetzt entscheiden. Wenn er die Runde lang macht, ermöglicht er eventuell Coleman einen Haufen Carryover für die nächsten Runden. Wenn er sie kurz macht, gibt er Coleman automatisch die lange Runde, die er sowieso bevorzugen würde. Also das wird so ein abwegiges Spiel werden. Wie lange geht er in die Runde ohne viel zu... ohne dass es zu lange ist. Das ist natürlich so das Risiko. Du willst versuchen, die erste Runde zu gewinnen, aber ja, da muss die Hand natürlich auch immer wieder mitspielen, das ist das Problem. Und Coleman kümmert sich tatsächlich um Harald, damit er die Schädel nicht knacken kann und auslösen kann, was ihm natürlich auch mal so ein bisschen seine Karten beschützt, weil die Schädel, wenn ein Harald von Schädel kaputt gemacht wird und Harald hat die Möglichkeit dazu, einer verbündeten Einheit Schaden zuzufügen, dann macht so ein Schädel 2 Schaden an der gegnerischen Einheit. An der zufälligen zwar, aber das könnte ausreichen und gerade in Verbindung mit dem Beschützer, den Shaggy gerade erwähnt, auszuspielen, sorgen die Schädel dann doch nochmal für extra Punkte, was ziemlich gut ist. Plus möglicherweise könnte man doch noch mit dem Gigascorpion Absurd sich um den Schmuggler kümmern. Genau. Was wir sehen, aber was Coleman natürlich nicht weiß, ist, dass Shaggy auf keiner der Karten Zugriff hat. Also weder mit Mäuser könnte er sich jetzt einen Gigascorpion Absurd sich holen, noch hat er den Absurd selbst auf der Hand. Ja, und wir sehen auch, Coleman hat die Möglichkeiten halt mit Falke und mit dem Y-Head Harald Hundeschnauze auszuschalten. Und Shaggy hat auch keine Möglichkeit mehr, diese Schädel zu knacken. Abgesehen von Hundeschnauze. Der ist leider vom Feld runter. Oder er hofft auf einen gütigen Coleman, der vielleicht mit Torul die Schädel für ihn knackt. Ah. Das wären so die einzigen Optionen zurzeit. Ich glaube, Coleman, wenn er spielt, dann ist er nie gütig. Ne? Der geht immer aufs Ganze. Ja, es ist wirklich so. Ne? Also es es gibt auch Leute, die haben natürlich so ihren Ruf zu verteidigen. Und gerade Coleman hat sich in der Gwent-Community schon einen sehr starken Ruf aufgebaut. Als auf der Fels, als einer der stärksten Spieler. Natürlich neben noch Leuten wie Talbot. Aber ich glaube, wenn es wirklich ums Spielen geht, dann wird er sehr wenig Gnade zeigen. Jedes Mal sehr konzentriert. Überlegt sich seine Züge sehr genau, macht sehr wenig Fehler auch. Das ist auch das, was ihn wirklich so gut auszeichnet. Auch wenn es mal schlecht für ihn aussieht oder so, er findet dann meistens noch einen Weg, der wirklich sehr besonders ist, um den Gegner halt noch auszutricksen. Und ja. Jetzt. Wir sehen Gift tatsächlich auf den Beschützer. Gift wird gedroppt, ne? Ja.
Es hat die Frage, Wildkahl, na gut, Wildkahl will er jetzt noch nicht vergiften, plus Wildkahl ist halt auch nicht rausgekommen. Aber ich denke mal eher, der Grund, warum er jetzt schon mit Giftkarten nochmal anfängt, ist, damit er weitere Harmoniekarten auf dem Feld hat. Weil Harmonie, genau. Er hat immer noch einen Zwerg, mit dem Harmonie auslösen könnte. Da sagt er sich, nimmt er vielleicht diese Punkte mal noch ein bisschen extra mit. Gerade Harmonie haben wir auch schon gemerkt, ne? Wenn das Wasser nicht gestoppt wäre, wenn die eine Jungvogelkarte halt nicht durch den lebenden Hieb draufgegangen wäre, dann hätte er jetzt schon bereits 2-7er. Also gerade auch Wasser auf einer längeren Runde mit diesen ganzen Kategorien ist natürlich sehr, sehr übel. Und wir sehen, Matahuri wurde gedroppt in den Fürstlichen. Das ist natürlich auch wieder das Schöne für Shaggy. Matahuri in den Fürstlichen Erlass ist genau dasselbe Problem. Ja. Wenn er den Fürstlichen Erlass benutzen will, um die erste Runde zu gewinnen, dann hat er nicht mehr für die letzte Runde. Und das ist das große Problem, weil dann kann er nicht mehr garantieren, dass er wirklich da seine Uncrates an seine Terrors aus dem Deck noch rausbekommt. Das ist, glaube ich, so neben Lippi die schlimmste Karte, die er hätte ziehen können, ne? Es hat wahrscheinlich nur eine Karte gegeben, die das war die Ceres. Erstens, du gerinierst in der ersten Runde eine zusätzliche Drum- und Schildmaid, die du dann sehr gerne mitnimmst in die letzte. Und da gehen dir halt leider 4 Punkte ab für die letzte Runde, wenn du die Ceres in der ersten nicht ausspielen kannst. Ah. Was man da bei Shaggy auch nochmal sieht, was er wahrscheinlich sehr gerne, oder was wir jetzt schon zweimal gesehen haben, ist, dass das Lippi-Deck als zweites starten will. Ne? Mhm. Lippi-Deck, beide Spieler, die es gespielt haben bis jetzt, haben nicht gesagt, sie wollen mit diesem Deck anfangen, wenn es nicht unbedingt wirklich nötig ist, weil, ja, du kannst dir jetzt halt immer noch so ein bisschen Zeit lassen, klar, dagegen hat noch eine Menge Engines auf dem Feld, aber wenn es wirklich nötig ist, wenn du es wirklich tun musst, dann kannst du immer noch sagen, okay, ich benutze den Fürstlichen Erlass, spiele in der ersten Runde noch meine Ceres aus, um Punkte aufzuholen, oder benutze meinen Wildkahl halt für eine Menge Punkte. Das ist natürlich noch ein Vorteil, den du hast, wenn du wirklich als zweites ziehen kannst, weil du kannst dir ein bisschen Zeit lassen, aber ja, die Frage ist, ob es ausreichen wird, weil ich glaube, Kolomon sieht nicht so aus, als ob er halbe Sachen machen will. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass er sich sagt, er würde seinen Verteidiger noch spielen, einfach weil er vielleicht Angst hat. Wobei, Gigaskopien absurd ist auch nicht mehr so die Gefahr, ne? Ah, er hat. Nee, nicht wirklich. Also. Plus die Blutung kann er halt immer noch verhindern. Er hat genug Möglichkeiten, den Schmuggler am Leben zu erhalten. Und selbst wenn jetzt dann noch ein Gigaskopien absurd kommen würde, das wäre schon viel zu lange in der Runde, als dass es zu viel Schaden anrichten würde. An der Stelle vielleicht, weil wir gerade drüber gesprochen haben und das vielleicht noch nicht erwähnt haben. Es ist vorher bestimmt, wer in welchem Game anfängt. Und durch die neue Funktion, derjenige, der den Gegner einladet, der fängt das Spiel auch an. Eine super ist halt Funktion die, übrigens. Ich find's genau, ist die Coin definiert und je nachdem queuen halt die Leute dann, also die Spieler, ihre Decks, die besser sind, wenn sie anfangen müssen oder die besser sind, wenn sie als Zweiter spielen dürfen. Was natürlich immer das ist auch eine zusätzliche Strategie, die man bedenken müsste. Ja, also gerade so Decks wie Lippi oder so, mit denen du eigentlich nicht ganz gerne anfangen willst, eignet sich natürlich sehr gut für so ein System. Und Coleman, ich könnte mir durchaus sogar vorstellen, dass Colemans zweite Deckliste immer noch Syndikat ist. Dass er sich sagt, er fängt mit dem, bei nächster Runde darf er ja als zweites ziehen. Und wenn er jetzt sagt, er fängt lieber mit Squared Hail an, mit seinem Harmonie-Deck und kann dann in der zweiten Runde, wenn er als zweites spielt, wirklich mit Syndikat spielen. Das ist natürlich dann für ihn auch das Clevere an der Deckauswahl, welches Deck er als erstes nimmt, welches als zweites. Weil es wird zwar immer angepriesen, es gibt keinen sehr großen Vorteil, wenn man angefangen hat, aber ich finde, es gibt durchaus definitiv Decks, die spielen sich durchaus angenehmer, wenn man mit ihnen als zweites ziehen kann. Und Syndikat ist für mich immer noch ein Deck davon. Gerade auf diesem Level, also diese Spieler, die wir da sehen. Du bist gerade abgehackt. Und da macht sogar ein Coinflip sehr, sehr viel aus. Ja. Das ist das Ding. Der Coinflip. Gerade auch beim gerade Decks, die auch noch mit Gift spielen können, so Syndikat oder so. Die sehr stark nochmal Punkte wegnehmen können mit Gift. Die brauchen natürlich auch eine gewisse Zeit, weil du brauchst 2 Aufladungen von dem Gift. Aber da ist es natürlich auch so, auch mit den Münzen. Syndikat, haben wir im ersten Matchup auch gesehen, kann natürlich noch ganz viele Punkte machen, aber sie brauchen auch erstmal die Münzen und sie brauchen halt erstmal Zeit, bis das Gift tickt. Von daher ist es halt so eine Fraktion, die wirklich sehr gerne erst als zweites gespielt wird. Ja, Shaggy versucht es immer noch. Shaggy will halt hier natürlich nicht aufgeben, der will immer noch die stärksten Karten rausziehen, aber liegt von den Punkten halt noch ordentlich hinten. Die Frage ist jetzt, würde sogar, wenn jetzt noch ein Wildkahl ausgespielt werden würde oder eine Ceres, würden die ausreichen? Ceres bringt ihm 15 Punkte, Wildkahl 12. Das reicht sogar nicht mehr aus, um wirklich aufzuholen. Das heißt, Shaggy pocht, glaube ich, so ein bisschen darauf, dass Kolomon unbedingt die erste Runde gewinnen will. Genau. Also,
vielleicht zu tief reingegangen, aber wie es ausschaut, hat sich's ausgezahlt, weil Coleman geht da auf Nummer sicher und spielt noch eine Karte aus. Spielt seinen Isengrim aus, holt sich den Zwerg. Ja, den Marodeur. Ist natürlich keine schlechte Karte, weil der erste ist auch schon auf dem Feld, aber die vier Vitalität, genau. Die werden halt niemals mehr durchticken. Aber die Vitalität tickt natürlich nicht mehr durch, weil die Runde nicht mehr lang ist. Ich denke, jetzt ist so für Shaggy der Zeitpunkt gekommen, wo er sagt, er passt. Mhm. Weil von den Punkten her, selbst mit beiden Handkarten, würde er nicht mehr daherkommen. Und wenn er jetzt den Morg ausspielt, dann weiß eigentlich Kuhlmann schon so, da kann nichts mehr kommen. So, ne? Man kann ja auch immer, er weiß ja, was Shaggy spielt. Er weiß ungefähr, wie viele Punkte Ceres machen können. Die einzige Gefahr wäre jetzt halt wirklich noch gewesen, wenn die letzten beiden Handkarten wirklich Ceres gewesen wären und Wildkarl, weil dann hätte es noch ausgereicht. Aber jetzt ist halt so die Frage, was ist, wenn Shaggy tatsächlich, okay, er blufft nicht, aber was ist, wenn er geblufft hätte? Meinst du, Kuhlmann hätte auch noch seinen Verteidiger ausgespielt? Der übrigens ist momentan... Schwierig zu sagen. Der ist momentan auf 10 Punkten. Ja, ich würde ihn sogar aufsparen für die nächste. Also, das ist heftiger. Ich möchte Punkte, mal sagen, 12 Punkte sogar, weil noch der extra Zwerg rauskommt. 12 Stimmt. Punkte Verteidiger ist schon... Wow. Plus nochmal Faith für die kurze Runde. Gut, was das ist raus? Ganz kurz die Carryover, was ich angesprochen habe. Desto länger die erste Runde geht, desto länger der Schmuck Platz sitzt und nicht zerstört wird, desto höher das Potenzial, mehr Punkte mitzunehmen in die nächsten Runden. Und diese 5 extra Punkte, die sind schon saftig. Also das sind wirklich, 5 extra Punkte ist eine Menge, ist wirklich eine Menge, das darf man nicht vergessen. Plus der Verteidiger, an dem wird halt nicht vorbeigekommen. Ne? Das heißt, Leutra haben wir auch nicht gesehen, wir haben kein Graymas gesehen in dem Deck von Shaggy. Das heißt, Shaggy wird an diesem Verteidiger, sagen wir mal, so ein bisschen zerplatzen, könnte man fast sagen. Wir sehen aber auch noch Kullmann hat immer noch Trauerweide, Barnabas, Eiche, immer noch seine stärksten Karten mit unter am Deck. Ne? Die muss er halt ziehen. Und da wird die Jutta gespielt. Genau, Vorauf hilft natürlich ein bisschen als Tutor-Karte, um an seine wichtigen Karten ranzukommen. Da ist schon der Percival. Da ist Percival, wir haben Call of Nature. Das heißt, er kann sich jederzeit Eiche oder Barnabas aus dem Deck rausholen. Oder Trauerweide sogar, wenn er noch eine weitere Giftoption haben will. Faith ist noch nicht tot. Er hat immer noch den Tadel der Natur. Ne? Es gibt einige Leute, die spielen tatsächlich mit 3 Nature-Karten im Deck. Er entscheidet sich aber tatsächlich, Ruf abzulegen, weil er sagt, Nature ist nicht wirklich nützlich wahrscheinlich gegen das Deck, gegen das er spielt, weil Lippy-Decks haben keine Engines. Das heißt, die Karte ist eigentlich nur reine 5 Punkte. Oh, und wir sehen, da ist Shaggy mit seinem allerletzten Malleien, zieht er noch sein. Shaggy hat letzte Goldkarte, die er noch nicht auf der Hand gehabt hat. Hat zuerst sogar noch eine Schildmaid gezogen und durch den Mulligan dann noch die Ceres kriegt. Also, ja. Coleman allerdings kann man sagen, nicht wirklich toll gezogen. Er hat seine Giftkarte abgelegt, zieht eine weitere Vergiftungskarte nach. Ne? Hat Tadel der Natur nachgezogen. Oder halt hat sein Tadel der Natur auch nachgezogen, eine Karte, die nicht wirklich so die besten Punkte bringt. Er hat aber immer noch den Vorteil, dass sie eine 7-Punkt-Karte runden spielen. Ne? Und er hat immer noch den 10er Verteidiger. Shaggy kann halt Karten wie Wild kann ich zweimal ausspielen. Den einzigen Vorteil, den er hat, ist dadurch, dass er letzte Runde Jutta auf dem Friedhof befördert hat, kann er diese jetzt durch volle 12 Punkte wiederbeleben. Weil durch Sigdrifas Ritual wird halt die Aktivierungsfähigkeit nicht ausgelöst. Das heißt, Jutta fügt sich nie Schaden zu und Krähenmutter ist auch schon auf dem Friedhof. Das heißt, Shaggy hat eine relativ starke Punktfinisher-Karte. Allerdings, auch ein paar tote Karten. Vielleicht. Ja, wie viel ist ein Lippy jetzt dann eigentlich noch wert? Was? Dadurch, dass halt auf jeden Fall Morg und Plötze rauskommen, ist Lippy auf jeden Fall 12 Punkte wert, selbst beim Ausspielen. Selbst wenn du die Karten nicht mehr benutzen kannst, ist Lippy auf jeden Fall seine 12 Punkte wert. Es könnte ja auch sein, dass Shaggy zum Beispiel jetzt relativ früh sagt, ich spiele einen Wildkarl aus. Wenn die Karte mir vergiftet wird, dann mische ich die halt wieder ins Deck zurück und spiele sie nochmal aus. Aber Lippy ist definitiv auch nicht unbedingt nur gut, um Karten wieder ins Deck reinzumischen, sondern auch, um ein ziemlich guter kurzer Runden-Finisher zu sein, ne? Jetzt sehen wir sogar zuerst, der Verteidiger wird gedroppt. Coleman weiß natürlich, dass am Verteidiger nichts vorbeikommt. 10 Punkte Verteidiger mit 2 Rüstungen. Da kann er Gigaskorpien absud und lebende Hiebe rauf spammen, so viel wie er will. Aber die Karte wird halt natürlich lange überleben. Das heißt, er hat jetzt wirklich den Schutzwahl. Hat sich sogar da entschieden, mit Percival erst später auszuspielen. Wir haben es gesehen, lebender Hieb am Anfang reicht sogar noch aus, um diesen Percival aus dem Weg zu schaffen. Allerdings nicht, wenn er hinter dem Verteidiger liegt. Er spielt Verteidiger zuerst, man muss jetzt dann natürlich anmerken, er verliert dadurch ein bisschen Harmonie auf seinen Dryaden, weil die Zwerge ja schon davor auf dem Brett liegen, aber wenn man das dann aufrechnet auf die lange Runde und bedenkt, dass sie jetzt dann überleben, was sie sonst wahrscheinlich nicht hätten,
zahlt sich das natürlich auf alle Fälle aus. Er wird definitiv mehr Punkte dadurch erzielen, weil Percival, er hat immer noch den End, er hat immer noch den Menschen, er hat immer noch vielleicht sogar den Elf, aber ich denke nicht, dass er einen Elf ausspielen wird. Ich denke mal, Faith wird für die Eiche draufgehen. Das heißt, es sind immer noch 8 Punkte anstatt 0, die eine Percival wirklich machen kann. Da ist Lippi, Karten sind wieder am Deck drin. Das heißt, fürstlicher Last kann natürlich das rausziehen, was man wirklich haben will. Auch Wiederbeleben kann wieder gespielt werden durch den guten Mäussack, weil Wiederbeleben wurde gerade benutzt, um Jutta wieder zu beleben. Das heißt auch, jetzt kann Wiederbeleben wieder durch den Mäussack rausgeholt werden. Die stärksten Karten sind natürlich aber leider immer noch auf der Hand. So, das ist das Ding. Hätte Shaggy in der ersten Runde Wildkeil gezogen oder Jutta da vielleicht sogar ausgespielt, dann hätte er vielleicht sogar wiederbeleben können und noch einen Wildkeil wiederbeleben können. Ne? Das ist das Ding. Das ist immer so das Ding. Lippi ist durchaus kein schlechtes Deck. Es fördert aber auch immer so Spieler, die nachdenken, welche Aktion muss ich jetzt machen, damit ich mich wirklich nicht bricke. Ne? Also wann muss ich vielleicht die Jutta ausspielen? Wann sollte ich wiederbeleben? Sollte ich das Wiederbeleben wieder ins Deck reinmischen? Was kann ich dann noch rausholen? Also es ist wirklich ein sehr schwierig zu spielendes Deck, meiner Meinung nach. Aber es lohnt sich, weil man kann durchaus damit ziemlich gut punkten. Auf alle Fälle. Da sehen wir auch den Wildkarl. Wir sehen jetzt einen Wildkarl zum ersten Mal, ja. Wird zum ersten Mal verwandelt. Das ist halt auch immer so das Ding. So, Anführerfähigkeit ist natürlich jetzt auch, er muss leider einen Punkt in eine Einheit reinsetzen. Das heißt, er kriegt einen Punkt weniger durch die Anführerfähigkeit, wenn er nichts mit Rüstung hat. Dadurch, dass er halt in der ersten Runde halt nicht seine Ceres gezogen hat. Was immer dafür sorgt, dass du halt wirklich noch eine Anführerfähigkeit auf... Weil eigentlich die Anführerfähigkeit, die 5 Aufladungen, reichen genau für 2x Ceres, 1x Wildkarl aus. Wenn du allerdings Ceres in der ersten Runde auf der Hand hast, dann wird dir eine Anführerfähigkeit so ein bisschen überbleiben. Wir sehen allerdings von den Punkten her, liegt Shaggy momentan relativ gut vorne. Hat natürlich auch noch seine 5 Punkte durch die Anführerfähigkeit. Aber die Handkarten gehen langsam eher ins Negative. Und auch von den Deck- und Friedhofskarten her hat er nicht mehr unbedingt die besten Karten. Das ist das größere Problem. Und wir sehen, Coloman hat natürlich immer noch seine Eiche. Er hat immer noch die Trauerweide, die vergiften kann. Und er könnte sogar die Trauerweide nochmal um 5 Punkte hochboosten. Harald wird aus dem Deck rausgeholt. Ist natürlich auch die beste Karte. Aber meinst du... Shaggy kommt mit den letzten Karten dann noch rüber. Ich meine, er muss den Verteidiger angreifen. Und der Verteidiger... Ja, das ist absolut, schaut sehr schwach aus. Sind zurzeit nur 4 Punkte. Auch vom Wiederbeleben. Sehr gut, Shaggy hat jetzt natürlich die neue Option mit dem Anführer. Also er muss sich nicht selbst schädigen, spart sich somit an Schadenspunkt. Ja. Und, das ist tatsächlich sogar interessant. Coloman überlegt gerade, ob er die Eiche hinten ausspielt. Zu vergiften. Er würde damit Shaggy eine bessere sein. Aber auch der Vorteil ist, wenn Shaggy mit dem Gigaskorpinabsud dann den End wegräumt, kriegt er noch weitere Harmonie-Ticks. Das heißt, er verdient halt nochmal extra 4 Punkte. Was durchaus nicht verkehrt ist und vergiftet sogar noch, macht sogar nochmal Angst vor Gift. Shaggy könnte jetzt natürlich sagen: Okay, Gigaskorpinabsud, entweder ich greife 4 Rüstungen an oder ich greife den End an. Und wenn er den End angreift, dann gibt es tatsächlich sogar eigentlich nochmal 4 Punkte wieder. Das heißt, im Endeffekt, Coloman gibt ihm die Option zu sagen, greif die Karte an, die du willst, aber im Endeffekt kriegst du nur 2 Punkte mit dem Skorpizud raus. Das ist halt so das Ding. Das ist halt schon natürlich wirklich fies. Natürlich auch extra Rüstung draufgeben auf den Verteidiger, um ihn noch geschmackloser da sitzen zu lassen für Shaggy. Und die 6 Punkte beide im Hintergrund natürlich sehr verlockend zum Angreifen. Ja, Eiche würde jetzt halt sogar mit dem Maximum an Einheiten rauskommen. Coloman hat schon 6 Einheiten in der Reihe. Dadurch, dass er mit Faith mit Eiche noch ausspielt, kriegt er natürlich die 8. Und ja, Eiche ist im Vergleich zu dem, was Shaggy noch auf der Hand hat, eine Karte, die wird ihn sogar von den Punkten überholen. Dadurch, dass Harmonie ausgelöst wird, dadurch, dass Eiche halt wirklich mit dem Maximalen an Punkten rauskommt, ne, 8 Punkte plus 8 Punkte in der Reihe plus 4 Punkte Harmonie-Ticks, Eiche ist wirklich ein sehr starker Finisher. Ich dachte, jetzt spielt er den in die hintere Reihe. Oh, Junge. Ich hatte schon Angst. Nee, ich glaube, solche Fehler passieren im Licht. Ich glaube. Ja. Und wir sehen das halt hier, ne? Wie gesagt, du meinst, okay, die Anführerfähigkeit ist nicht tot, aber was hat Shaggy jetzt noch im Deck, was er wirklich benutzen Welche kann? Welche Alchemiekarten hat er noch? Er kann nochmal wiederbeleben, aber er hat keine Karte, die er wirklich toll zum Wiederbeleben rufen kann. Das ist das große Problem, weil die Karten lösen ihren Einsatzeffekt nicht aus. Das heißt, Harald würde keine neuen Schädel mit sich bringen und wäre nur eine 4-Punkt-Karte. Er entscheidet sich sogar tatsächlich für den Beschützer, um ihn noch um einen Punkt zu boosten, aber das ist sogar ein sehr knappes Ding noch am Ende geworden. Ja, der Schädel hat sogar leider noch die Rüstung getroffen. Ja. Der Schädel hat die Rüstung getroffen. Hätte der Schädel nicht die Rüstung getroffen, wäre es unentschieden gewesen.
Was ein Game! Shaggy! Shaggy hat's fast noch gedreht! Ich hab nicht daran geglaubt. Oh Mann, ja, das Wiederbeleben auf den Beschützer natürlich, um den Schaden des Leaders noch abzufangen. Es war das Cleverste, was er hätte machen können. Aber genau, das war das beste Wiederbelebensziel auf seinen Sigurdriffer. Aber dann war das Glück leider nicht auf seiner Seite mit dem Random Damage. Der Schädel, der geplatzt wird, fügt zufällig einer Einheit 2 Schaden zu. Und das war leider Percival mit 2 Rüstungen. Oh, ein richtig knappes Game, richtig spannend. Das war wirklich klar, es hätte jederzeit durch AMG entschieden werden können, aber... Shaggy hat schon in der ersten Runde nicht gut gezogen. Er hat dafür wirklich sehr, sehr toll gespielt. Ne? Also Shaggy durchaus nicht zu unterschätzen. Allgemein österreichisches Team sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Die haben sich schon, wie gesagt, hochgekämpft. Das war aber auch wirklich einfach nur Pech. Und wir sehen tatsächlich sogar, Österreich hat kein Syndikat und Kolomon hat keine nördlichen Königreiche. Aber Hidden Case ist schon wieder nicht gebannt. Was meinst du, Shaggy? Letzte Mal hat es ausgereicht für den Sieg für Cyber. Meinst du, Kölnermann könnte noch mehr mit Syndikat anstellen? Ich meine, wir spielen gegen die nördlichen Königreiche. Durchaus nicht zu unterschätzen. Und genau, im letzten Game war das Matchup ein bisschen anders. Beim letzten Matchup war es Syndikat gegen Skrattel, wenn ich mich recht erinnere. Und würdest du jetzt dann die nördlichen höher einschätzen als Skrattel im Matchup gegen Syndikat? Ich denke, durch den Bombenträger, den sie haben und das Meer Remove steht, um vielleicht an den Verteidigern vorbeizukommen, könnte es sein, dass es besser ausschaut. Das ist halt auch so das Ding, welche Karten hast du effektiv, um an Azad Javed vorbeizukommen, um ans Szenario ranzukommen? Und ja, das muss dann noch genug Angriffskarten, um den Hund aufzuhalten oder um den Zorl aufzuhalten. Also klar, durchaus, der Bombenträger sorgt natürlich dafür, dass Passiflora verschwindet, aber gerade die nördlichen Draug, Wiesgerd und ein Fallibor sind somit die stärksten Angriffsmöglichkeiten und wenn die halt raus sind, dann hältst du die anderen Karten halt auch nicht mehr so auf, ne? Da hast du natürlich recht. Also Verteidiger, wahrscheinlich beste Option, um an den Verteidiger vorbeizukommen, ist der Fallibor. Und normalerweise die Syndikat, wenn sie gegen Nördliche spielen, die fast jedes Mal einen Fallibor dabei haben, entscheiden sich eher nur einen Verteidiger zu holen, ans Karabeus, und sich die 3 Münzen zu snacken, weil sie sich denken, wenn sie die 3 Profit ausgeben, die Münzen, dann kommt sowieso der Fallibor her, zerstört sowieso beide Verteidiger auf einmal und unterm Strich habe ich dann weniger als davor. Das ist auch das Interessante. Kolomon entscheidet sich sogar tatsächlich, deine Anführerfähigkeit nicht für das Schiff zu benutzen, sondern direkt Adriano auszuspielen, weil er halt auch wahrscheinlich weiß, die Angriffsmöglichkeiten von den Nördlichen sind nicht so groß wie vielleicht die von anderen Decks. Ne? Gift wird nicht gespielt, Wiesgerd ist jetzt am Anfang noch nutzlos, Fallibor wird bei weitem nicht ausreichen und dann ist immer noch die Gefahr vom Verteidiger. Das heißt, diese verwegene Verführerin aus Adriano sorgt für eine Menge Punkte, gerade in der langen Runde und gerade weil sie in der ersten Runde schon aufs Feld gekommen ist. Ne? Ja. Auch eine Möglichkeit. Und Kolomon jetzt natürlich mit dem Vorteil, dass er als zweites spielt. Das heißt, er kann da die Runde ein bisschen kontrollieren, indem er sagt, ja, jetzt will ich nicht mehr spielen oder jetzt mache ich mehr Druck, will ich, dass mein Gegner mehr Einheiten ausspielen muss oder teurere Einheiten ausspielen muss. Also wird sehr spannend zu sehen, wer sich die erste Runde krallt. Plus dadurch, dass halt auch noch das Stratagem von Shaggy 5 Punkte Verbesserung ist, durch den taktischen Vorteil, hat er auch eine wesentlich bessere Option fürs Gift. Ne? Wir sehen halt 2 Giftkarten auf der Hand, sogar mit Maral wären es 3 oder 4. Das heißt, die 5 Punkte durch das Stratagem können auch sehr leicht vergiftet werden, was natürlich auch nicht so schön ist, wenn man als zweites zieht. Genau. Und wie schon angesprochen, wir sehen, Coleman spielt Verteidiger. Profit holt sich nur einen Verteidiger. Und wahrscheinlich auch mit der Intention, früher zu horten. Natürlich, wenn er jetzt dann als nächstes den Street Urchin spielt, der auch 3 Profit gibt, kann er schon sein Schiff aus dem Deck holen, kann früher sein Soul aktivieren. Ah. Alles und? Vorteile, was Münzen mit sich bringen. Oh, jetzt sehen wir tatsächlich die Anna. Die Anna mit 9 Punkten ist natürlich eine sehr gefährliche Karte. Ist die Frage, meinst du jetzt, würde Kolomon mit Gift antworten? Meinst du, er will Anna so schnell wie möglich vom Feld weghaben? Anna wäre ein sehr tolles Giftziel und ich denke, hat Shaggy noch größere andere Giftziele in seinem Deck, außer in der letzten Runde vielleicht einen Sensencamper? Naja, also ich denke, Anna ist das beste Giftziel, das man sich holen kann. Ja. Ich denke auch, die nördlichen Königreiche, die stärksten Einheiten sind eigentlich, wenn sie nicht geboostet sind, Draug oder Fallibor. Genau. Aber man muss halt auch natürlich bedenken, dass Draug Gift von anderen menschlichen Einheiten wegnehmen kann. Das heißt, es ist immer noch so das Risiko. Und das Gift auf der Anna ist halt doppelt schier, weil du denkst,
Wenn du es nicht reinigen kannst, wird es weggenommen. Und was halt die Nördlichen sehr gerne machen, ist es, den Drauch zu spielen, um die Menschen zu verwandeln in den Revenant, weil der verliert dann alle Statuseffekte. Und auf die anderen will man es natürlich nicht machen. Und schon gar nicht in der ersten Runde. Ja, das ist so das Ding. Also von daher, Shaggy hat sogar gepasst, hat gesagt, okay, Gift wird jetzt gedroppt. Ich will meinen Drauch in der ersten Runde natürlich nicht ausgeben, weil Drauch ist natürlich so, den würde ich in der letzten Runde wahrscheinlich noch für Gift benutzen, um da Gift zu verhindern. In der ersten Runde auch eine seiner besten Karten rauszuwerfen, ist eigentlich nie, was man wirklich ganz gerne machen will, Gwent, ne? Du siehst halt auch manche Leute in der ersten Runde nicht unbedingt direkt mit Passiflora oder Luisa Savola anfangen, es sei denn, das muss wirklich sein. Aber Shaggy hat sich entschieden, die lange Runde könnte für ihn auch okay sein. Wir sehen halt von den Händen, wir haben immer noch die Artefaktzerstörung. Verteidiger ist auch raus, das heißt, er weiß, dass er sich sofort ums Passiflora den kümmern kann. Wenn Passiflora kommt, hat Shaggy direkt die Antwort drauf, was natürlich auch eine Menge genau. Punkte wegnimmt. Das ist halt der Grund, warum Bombenträger wirklich sehr häufig gespielt wird. Szenario ist wirklich ein sehr leichtes Ziel, ist momentan, jede Fraktion hat halt ein Szenario. Klar, es wird nicht jedes gespielt, aber man muss halt mit dem Deck oder Shaggy man muss vorbereitet sein, ja. Shaggy muss halt mit seinen Decks halt jetzt noch das Deck von Coleman schlagen, also er muss halt Syndikat schlagen und da ja in jedem Deck ein Bombenträger hat, hilft ihm das. Coleman denkt sich aber einfach, er fängt mit einem Saul an. Und das ist ein großes Problem, weil die nördlichen Königreiche können Saul nicht direkt vom Feld wegnehmen. Blutiger Baron wird am Ende natürlich eine Menge Punkte zurücksetzen können. Ja. Aber den hat Shaggy. Aber sie haben keine effektive Möglichkeit. Sieben Schaden. Wie zu andere Gift zum Beispiel, wie andere Decks zum Beispiel mit Gift. Und Saul wird ein Problem. Wir sehen Baron nicht in Shaggys Hand. Er hat natürlich die Möglichkeit, mit seinem fürstlichen Erlass noch seinen Baron zu holen. Und das wird er wahrscheinlich machen müssen, wenn er sich am Ende die Runde nachher noch holen will. Ist halt auch die Oder Frage, eigentlich muss. Ist halt auch die Frage, wie weit möchte Coleman noch spielen. Ne? Möchte er vielleicht jetzt noch sogar mit Vivaldi Bank versuchen, eine zweite gefährliche Karte rauszuholen. Gut, der Hund wird momentan sehr schnell ausgekontert durch den Hämmerer. Aber er könnte sich ja noch sagen, okay, vielleicht spiele ich noch sowas wie die Passiflora Kirschen. Um einfach noch in der langen Runde jetzt Punkte zu machen, aber er entscheidet sich wahrscheinlich tatsächlich vielleicht auch nur Münzen mit in die nächste Runde zu nehmen, dass er in der nächsten Runde direkt mit mehr Münzen startet, weil er sowieso die lange Runde haben will. Genau. Vorteil um den neuen Syndikat an Fähigkeit, dass sie auch sehr gut in der zweiten Runde bleeden können, dadurch, dass sich ihre Anführerfähigkeit jede Runde wieder fresh, sie sich neu einsetzen können und das tun sie nachher auch gerne, sie nutzen das gerne aus und haben dann auch in einer letzten kürzeren Runde den Vorteil, also nicht den Vorteil, aber einen sehr starken Finisher, wie immer mit Luisa. Also ich habe das Gefühl, Syndikat kann so fast alles, sie können lange Runden spielen mit ihrer Passiflora, mit ihren Kirschen und auch mit Saul oder wie mit Dire Hound, so wie Cola er spielt und sie können auch lange Runden, also kurze Runden gewinnen, umgekehrt so kurze Runden gewinnen mit Luisa Savola als Finisher und haben zusätzlich noch sehr viel Gift, mit denen sie Tor Removal für ihren Gegner haben, also Syndikat ist nicht umsonst einer der oder die beste Fraktion zurzeit, die es in Gwent gibt. Das Lustige ist auch, du hast gesagt, die Anführerfähigkeit kann man halt benutzen, um in der zweiten Runde noch zu bleeden. Man könnte die Anführerfähigkeit aber, wofür ich den Sinn eher sehe, benutzen in der zweiten Runde, um nicht gebleedet zu werden. Das ist halt auch so das Ding, weil ich glaube, viele Decks werden versuchen, Syndikat, so wenigstens Passiflora, Luisa Savola rauszukriegen, in eine kürzere Runde zu ziehen. Und das würden sie halt damit verhindern. Auch interessant, Coleman will jetzt tatsächlich sogar ein bisschen Shaggy ausbluten, will keine wirklich ganz lange Runde gegen Shaggy haben, aber wir haben ja auch gesehen, was der Norden auf einer langen Runde anrichten kann und ich glaube... Genau, ja, wir können uns ja verheerend sein. Ja, und ich glaube, wenn Coleman halt jetzt hier schnell agiert und vielleicht den Draug rausholt, weil der Draug ist beim Ausspielen halt wirklich nur seine 7 Punkte, dann könnte das wirklich sehr, sehr nach hinten losgehen für Shaggy, wenn er wirklich seine beste Karte ausspielen muss und trotzdem von den Punkten nicht hinterherkommt. Allerdings... Ja. Wie wir schon gesagt haben, der blutige Baron ist eine sehr große Bedrohung, gerade weil kein Verteidiger mehr da ist, um diesen Saul wieder zurückzusetzen. Denn Saul. Genau, man könnte eigentlich durchgehend mit Saul als eine Viererkarte rechnen, wenn man halt im Hinterkopf behaltet, dass noch ein blutiger Baron auftauchen kann. Ja, Coleman versucht jetzt erstmal von Shaggy wirklich so seine Karten rauszuholen, seine Karawanenvorhüte, die natürlich das beste Ziel für den Draug darstellen, was schon ziemlich böse ist. Und man kann natürlich auch immer noch damit rechnen, dass Saul jede Runde 3 Punkte kriegt, solange Coleman über diesen 6 Münzen bleibt. Das heißt, er könnte jetzt immer noch passen. Und der Gegner müsste eine Anführerfähigkeit immer noch benutzen. Ne? Damit er hinterherkommt. Aber Coleman sagt sich, nee, wir wollen bluten. Ich verteile sogar so ein bisschen die Punkte. Ne? Also entweder Baron trifft den Meeresschakal, trifft Saul. Ist natürlich beides ein sehr, sehr gutes Ziel.
aber ich will halt trotzdem Maximales an Punkten rausholen und will wirklich den Draug sehen. Ich will den Draug nicht in einer ganz langen Runde gegen mich haben, weil auch Syndikat, haben wir gesehen, hat nicht wirklich die besten Formen von Angriff. Ne? Gift, wie du schon gesagt hast, für dicke Einheiten und Borsodi vielleicht für die kleineren Karten, aber viel mehr ist mit Angriff auch nicht bei Syndikat zu rechnen. Das heißt, auch ihre Möglichkeiten sind begrenzt und eine ganze Reihe an Wiedergängern kriegst du nicht so leicht weg. Nein. Da gibt es kaum Karten, die mit einem ganzen Swarm von Wiedergängern kommen. Also es gibt sehr viele Karten, die natürlich Rogue punishen können, es gibt Lacerate, es gibt Pinboy, die eine ganze Reihe angreifen können, aber eine ganze Reihe um 3 Schaden angreifen, mindestens, das ist Drachentraum. Nicht so einfach. Ein Drachentraum, brauchst natürlich auch 3 Züge vorher, also... Ja, brauchst natürlich auch 3 Züge vorher. Das Interessante ist halt auch, dadurch, dass Shaggy halt wirklich schon an der ersten Runde rausgespielt hat und mit weniger Engines spielt, als es der Game King getan hat, ist natürlich auch für Kronmon jetzt wirklich ein sehr gutes Ziel für Philippa flöten gegangen, was er natürlich auch in der letzten Runde nicht so bemerkbar macht. Ne? Dadurch, dass Shaggy wirklich weniger Engines rennt, keine Anna mehr hat, ist natürlich auch das Philippa-Ziel, was in den meisten Fällen wirklich so eine Engine darstellt, auch schon größtenteils raus halt. Was Shaggy auch helfen würde. Genau. In einem Wiedergänger-Deck ist wahrscheinlich der beste Ziel der Wiedergänger selbst. Also am besten ein hochgeboosteter auf 6 oder 7 hochgeboosteter Wiedergänger. Beste Philippa-Ziel, das man als Syndikat wahrscheinlich finden wird. Jetzt wird's interessant. Kolmon entscheidet sich tatsächlich Maral auszuspielen. Für den Gift? Ja, und jetzt ist halt so die Frage, ne? Es gibt eine Karte, die könnte Gift wegnehmen. Das ist der Draug. Mhm. Möchte Shaggy jetzt seinen Draug ausspielen? Weil ich glaube, dann würde Kolmon auch passen. Dann würde Kolmon sagen, okay, Gift ist jetzt raus, so. Ich hab den Draug wirklich rausbekommen, so. Ja. Gerade die ganzen Wiedergänger, die sehr, sehr lästig für mich sind, sind keine Gefahr mehr. Ich muss mich jetzt nur noch um das ganze Boosting kümmern. Ich habe allerdings immer noch Luisa Savola. Meinst du? Andererseits wird er wirklich passen, weil wir sehen, Coleman hat noch immer Gift in Gift. Selbst wenn jetzt der Draug kommt, der ist nur 7 Punkte wert. Das wird Shaggy auf 33 Punkte setzen. Du musst aber bedenken, der Baron, der jederzeit kommen könnte auf sein Zorl, ist ein ziemliches Todesurteil. Weil Saul würde sich natürlich um knapp 15 Punkte zurücksetzen. Und dann gerade noch die Wiedergänger haben immer noch die Straßenkinder als Ziele. Das heißt, ich glaube sogar, zu passen wäre jetzt, da der Draug raus ist, wirklich legitim. Mhm. Und ich glaube, Kummer möchte vielleicht auch nur wirklich diesen Draug rausziehen, dass er ihn nicht mehr hat. Aber sagt sich, okay, jetzt blutiger Baron, jetzt die Straßenkinder, die ich auf dem Feld habe. Er hat 5 Wiedergänger, ich krieg die nicht weg. Ja. Ist jetzt ein guter Zeitpunkt für mich zum Passen, weil Shaggy liegt wirklich nur mit 11 Punkten hinten. Und das ist, ein blutiger Baron macht knapp 20 momentan. Ja. Die Frage ist, will der blutige Baron vielleicht auch schon raus haben? Also eine Karte down gehen, aber ich glaube, das zahlt sich nicht aus. Ja. Und Kummer entscheidet sich tatsächlich zu passen. Er hat den Draug rausgekriegt, genau. Ne? Vielleicht muss sogar der blutige Baron noch kommen, oder? Hat Shaggy genug Möglichkeiten? Na, Falibor würde ausreichen. Der Kempe würde, glaube ich, nicht ausreichen. Ich denke, vielleicht Sensor Kempe. Ich glaube, es müsste entweder Baron oder Falibor sein, weil du machst natürlich auch eine Menge Punkte, aber du darfst nicht vergessen, Saul kriegt nochmal weitere 3 Punkte. 18 Punkte werden gebraucht. Oder der Kempe macht es wirklich noch so am Ende, ne? Ich meine, der Kempe ist jetzt beim Vielleicht Ausspielen. Kempe mit Anführerfähigkeit, Achso, nee, das geht nicht, glaube ich, so. Das geht sich mit dem Losen. Das kennt sich mit dem Camp noch so aus, wobei du musst halt natürlich bedenken, die 3 Punkte, die Saul auch nochmal kriegt, ne? Aber er hat immer noch den Hämmerer, er hat immer noch den Feldwebel, Kempe ist alleine jetzt schon 6 Punkte wert, also der reicht aus. Ist eine durchaus starke Karte, gerade für 4 Provisionen mit der neuen Anführerfähigkeit. Und das Schöne ist wirklich an Uprising, die Anführerfähigkeit ist natürlich auch flexibel. Du musst nicht die ganzen Anführerfähigkeiten, die einzelnen Verbesserungen für die letzte Runde aufheben, sondern du kannst auch wirklich sagen, du benutzt sie alle vorher, um da mit den einzelnen Karten mehr Punkte rauszuholen. Selbst in der letzten Runde, die Karten der nördlichen Königreiche können sich von Natur aus noch buffen und Kolomon zieht sehr gut nach. Mhm. Philippa, Mutantenhund, Borsodi ist natürlich noch im Deck drin, aber jetzt Borsodi, wäre natürlich noch eine tolle Karte, vielleicht falls noch was weiteres kommt, falls noch ein Reinhardt Order oder so kommt, aber er weiß halt auch, er sieht die Deckliste ja, Anna ist raus, Draug ist raus, will er wirklich riskieren, dafür in Borsodi zu gehen, ne? Genau. Und auch interessant. Und bei Shaggy sehen wir auch seine Goldkarten gezogen, bis auf seinen Baron. Er hätte natürlich noch immer Zugriff auf ihn mit seinem ADC, mit seinem Altsurs Double Cross oder mit seinem Fürstenerlass.
Auch das Interessante, er hatte Voimir abgelegt, also die Karte, die alle Kopien bufft. Mhm. Trauk ist raus, Karawanenverhüter sind genau. raus. Er hätte auch kein wirklich tolles Ziel mehr für einen Voimir, ne? Und hat sich stattdessen lieber den Hämmerer geholt. Ich glaube, er hätte vielleicht ganz gerne lieber sowas wie den blutigen Baron gehabt oder so. Ja. Und dann flexibel zu sagen, okay, wenn ich Voimir brauche, kriege ich mit dem fürstlichen Erlass. Jetzt hat er den Hämmerer leider bekommen. Aber ja, Voimir, wie wir schon gesagt haben, verbessert jede Kopie einer Einheit. Es muss kein Soldat sein. Wenn allerdings keine mehreren Kopien mehr gespielt werden, wie es bei Shaggy momentan der Fall ist, dann ist es natürlich nicht so toll. Dann haben wir nur eine 6 Punkte Karte maximal. Ja. Und hat Coleman seine Passiflora nicht gezogen? Er hat sie nicht gezogen, aber er könnte sie jederzeit mit der Bank rausholen. So, das ist das Ding. Mhm. Also Coleman hätte Möglichkeiten. Warum will er das machen? Weil er weiß ja genau, dass unser dass ein Shaggy mit dem Bombenträger spielt. Ja. Er hat auch keinen Verteidiger mehr. Das heißt, vielleicht wird Coleman sich überlegen, Passiflora gar nicht auszuspielen. Genau. Und sich stattdessen lieber was anderes aus dem Deck rauszuholen. Aber was hat der wirklich noch im Deck drin, was Passiflora Bossodi? Man könnte sagen, okay, ich habe anstatt Passiflora wirklich den Bossodi, um dem Gegner einen toten Bombenträger zu geben. Was natürlich auch legitim ist, weil er wird mit dem Bombenträger rechnen. Ich denke mal, Coleman ist auf alles vorgefasst. Ich denke auch nicht, dass er sich so hoffen wird, oh, bitte, habe jetzt den Bombenträger nicht auf der Hand. Er weiß, fürstlicher Erlass ist noch nicht raus. Bombenträger ist noch nicht raus. Die Wahrscheinlichkeit, dass der wirklich gedroppt wird, liegt bei 100%. Also von daher könnte es auch durchaus sein, dass wir einen Bossodi sehen. Außerdem auf einer 6-Karten-Runde, die wird man schon eher als kurz bezeichnen. Da bringt Midrange würde man sagen. Also Midrange. Ja, Midrange, da ist die Verführerin jetzt halt auch nicht mehr so verführerisch. Ja. Und wenn, hätte sie vielleicht sogar ganz gerne, glaube ich, am Anfang gespielt. Mhm. Ich meine, es ist immer noch eine Möglichkeit. Er könnte jetzt halt tatsächlich sagen, okay, ich spiele die Verführerin aus, lass Bombenträger-Szenario zerstören. Aber er weiß halt auch noch Wiesegerd und Falibor, also zwei ganz gute Angriffskarten sind halt auch noch im Deck drin. Ich glaube, wonach Coleman so ein bisschen guckt, ist, dass er vielleicht seinen Mutantenhund entweder früh ausspielt oder sicher. Weil der Mutantenhund, da muss natürlich 2 Schaden raufkommen. Der Hämmerer ist aber momentan so das Problem, der Hämmerer macht schon 2 Schaden und der wird sich auch gerade die ganze Zeit aufgehoben. Und jetzt denke ich mal, wird Philippa kommen und klaut sich den Hämmerer, einfach, dass der Mutantenhund wirklich safe ist. Ne? Mutantenhund safe beim Drop, also muss ich auf jeden Fall eine andere, eine Goldkarte. Erhebt sich sogar noch die Anführer. Hebt sich sogar den Schaden auf, ja. Ich meine, der Schaden ist noch, vielleicht ist es auch, sieht Shaggy dann diese Karte als eine größere Bedrohung, weil 2 Schaden zu machen oder so. Es wird nicht ausreichen, um irgendwas zu zerstören, aber Shaggy denkt sich so, okay, wenn ich jetzt vielleicht noch ein bisschen Angriff habe, könnte ich vielleicht diese Punkte noch weghauen, ne? Aber er weiß halt auch ganz genau noch, da sind noch die Kirschen, Möglichkeit auf Szenario ist auch noch da. Allerdings, Falibor wäre jetzt auch eine sehr starke Karte, weil er die 3 auf dem Feld hat, ne? Genau, Falibor holt sich den Deathblow, kann die 3 zerstören und für die, die es nicht kennen, Falibor kann 3-mal angreifen, wenn er mit die... Jedoch verringert sich der Angriff bei jedem Angriff um 1, also er kann eine 3 zerstören, dann eine 2 zerstören und kann dann noch einen Schaden austeilen. Das ist halt so das Ding, was ich mich frage. Ne? Shaggy hat immer noch also das Doppelspiel auf der Hand, die das die stärkste Karte aus dem Deck rausholt, was auf jeden Fall der Baron ist. Meinst du, es wäre besser gewesen für Shaggy in der Runde den Voimir nicht abzulegen, sondern eher den Bombenträger und darauf zu hoffen, dass er den fürstlichen Erlass, wenn er ihn braucht, mit dem Bombenträger kriegt? Weil so Voimir ist halt immer noch 6 Punkte, wenn du ihn so ausspielst, oder? Plus nochmal den Boost, der auch nochmal für die Anführerfähigkeit und für die Wiesegärt mitzählt. Ja, ich glaube, ihm haben zu viele Karten auf der Hand gefehlt und er wollte jetzt ja nicht den Bombenträger austauschen für dann vielleicht noch eine andere Bombenkarte und dann immer den vollen Zugriff auf alle seine Karten haben. Ich meine, er hat immer noch die Sabrina in dem Deck drin, die sehr gut sein kann mit dem Wiesegärt, ne? Gerade mit den Anführerfähigkeiten, mit den Aufladungen. Blutiger Baron ist natürlich sowieso eine Karte, die wird mit also das Doppelspiel aus dem Deck rauskommen und ich glaube, Shaggy wird ihn jetzt sogar rausholen. Wiesegärt ist zu früh, Bombenträger ist eine tote Karte und Fürstlicher Erlass ist halt so diese flexible Karte. So also und ich denke nicht, dass er noch unbedingt mit einem Gift rechnet, was Coleman jetzt haben könnte. Das heißt, der Baron müsste eigentlich safe sein. Und jetzt halt die Frage für Coleman, was spielt er aus? Er könnte jetzt natürlich den Mutantenhund ausspielen. Die Schadensoptionen für eine Wiesegärt sind immer noch da, klar, aber entweder der Hund bufft sich jetzt sehr stark hoch und wird vom Baron getroffen oder der Hund wird aufgehalten und der Baron setzt die Kirschen zurück, ne? Genau. Also das heißt, Hund wäre jetzt natürlich eine tatsächlich gute Möglichkeit. Ansonsten,
Er hat auch momentan keinen Münzspender für die Bank, was auch natürlich nicht so toll ist. Und wenn er wirklich die Bank als letztes für den Spender einsetzt, dann wird ihm natürlich halt auch das Schiff flöten gehen. Das heißt, so von den Münzen, die Coloman noch zur Verfügung hat, sieht es auch gerade nicht sehr toll aus. Das ist das andere Ding. Ja, ich schätze, in diesem Fall wird er vielleicht auf das Schiff verzichten, also die 3 Punkte verzichten und sich mit der Bank noch einen Spender holen, denn es sind ja noch genügend da, glaube ich. Sejakal sollte noch da sein, einer, Ewald sollte noch da sein. Auch das Wichtige halt, je später er die Bank ausspielt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auch eine gute Karte kriegt. Aber wenn die Karte natürlich ganz unten liegt, könnte er auch noch sagen, in der letzten Runde, er benutzt einfach die Münzen für den Mutantenhund, weil ich denke nicht, dass der Mutantenhund komplett vom Feld weggekillt wird. Ja, Bank ist natürlich eine sehr riskante Karte, so gerade wenn du einen Spender rausziehen willst, weil wenn er nicht ganz oben ist, verlierst du mit der Bank sehr, sehr viele Münzen. Ne? Stell mir wirklich vor, alle Spender, die er hätte, wären ganz unten im Deck, so dann würde er halt schon alle Münzen bezahlen, um allein diese Karten auszuspielen. Ne? Das ist natürlich auch immer so dieses sehr, sehr, sehr große Risiko ist. Okay. Shaggy, jetzt momentan überlegen. Shaggy, was hat Shaggy noch für Karten im Deck? Wie viel Geld könnte jetzt natürlich gedroppt werden, gerade mit Anführerfähigkeiten? Ich glaube, das macht Shaggy jetzt auch. Schaut da noch aus, ja. Er holt sich die 5 auf. Holt sich 4 geboosterte Einheiten, 5 Schaden. Und wird sich wahrscheinlich um den Mutantenhund kümmern. Naja, er wartet sogar noch eine Runde. Spielt nach hinten, er sieht, dass. Oder er hofft wahrscheinlich eher, dass Coloman keinen Angriff mehr hat. Er weiß es wahrscheinlich auch, weil er hat den Baron schon ausgespielt. Wenn Coloman tatsächlich Mutanten unter auf der Hand hat, wenn er die Kirsche auf dem Feld hat, dann weiß Shaggy eigentlich, der Baron wäre so Prioritätsziel Nummer 1, weil gerade der Baron wird am Ende ziemlich Rad reinhauen. Das heißt, ich denke mal, Shaggy wird sich da so Gedanken gemacht haben, wird sich gesagt haben, okay, ich kann mir Zeit lassen mit dem Wiesgärt, ich hole mir lieber noch diesen einen Punkt extra. Und ja, Ich muss keinen Druck haben. Ich muss wirklich keinen Druck haben. Okay. So, Baron ist nicht gestorben, Gift ist nicht ausgespielt worden, Bossodi kam nicht, so andere Angriffskarten geht nicht. Und gerade für Bossodi, die Karte wird nicht mehr ausreichen, um wirklich einen Wiesgeard zu holen. Es sei denn natürlich Vivaldi Bank und der wäre ganz oben, aber die Chance ist viel zu gering, als dass, glaube ich, Coloman sich wirklich drauf einlassen würde. Und jetzt merkt Shaggy halt, okay, da kommt kein Szenario mehr. Ist zu spät. Ja. Man wird das Szenario nicht mehr auflösen. Aber halt durchgehend da, also. Einfach nur ganz am Anfang Bombenträger abzuwerfen, wäre auch falsch gewesen. Ja, du hättest aber immer noch den fürstlichen Erlass haben können, ne? Genau. Ich meine, der fürstliche Erlass wird jetzt in... Ja, wofür wird fürstlicher Erlass benutzt? Was hat Shaggy noch im Deck? Ich bin mir nicht ganz sicher, was er noch... Sabrina hat er noch im Deck, ne? Oder den Voimir hat er noch im Deck, das waren seine letzten... Also Sabrina macht jetzt auch nur noch 4 oder 6 Schaden? 4. Ist sogar eigentlich negativ. Also ich glaube, der Volmir wäre jetzt sogar noch die bessere Karte gewesen, so im Endeffekt. Ja. Was jetzt natürlich auch knapp ist, weil Shaggy hat nichts mehr wirklich Tolles und Coloman hat immer noch Savola. Luisa und Savola. Ja. Und also Luisa ist schon auf dem Brett, aber Savola. Und Savola alleine sind schon 17 Punkte plus nochmal 2 Münzen. Die er dann vielleicht noch mit Vivaldi Bank verwenden. Oh, er benutzt sogar jetzt die Vivaldi-Bank und sagt sich, die Münzen hole ich in der letzten Runde aus. Was meinst du, wird sich Coloman holen? Ich meine, der Meeresschakal ist natürlich jetzt ein ziemlich guter. Der Meeresschakal ist schon. Ist ziemlich weit oben. Bossodi würde sogar nicht ausreichen, weil er zu viele Münzen zahlen müsste, dass er irgendwas weghauen könnte. Das heißt, Meeresschakal, nachdem der Baron schon benutzt ist, ist jetzt eigentlich eine ziemlich gute Karte. Und dadurch, dass der Horte-Effekt auch durch die Anführerfähigkeit auf 4 runtergesetzt ist, sichert er sich auf jeden Fall schon mal einen 3-Punkte-Boost. Genau, sichert sich noch einen extra Punkt. Auf seinem Meeresschakal. Ich denke. Er würde definitiv einmal aktivieren. Ist auch klar, ne? Weil Wiesgeld hat immer noch 3 Aufladungen und die letzte Karte könnte ja noch irgendwas zum Angreifen sein. Selbst eine Balliste würde ausreichen, um ihn dann zu entfernen. Also, und der Reset ist raus. Also warum willst du den Meeresschakal nicht boosten? Jetzt die Frage, was holt sich Shaggy noch aus dem Deck raus? Was ist die beste Karte? Ich glaube sogar Volmir wäre seine letzte beste Karte, wenn ich mich nicht irre, weil der bringt ihm immerhin noch 6 Punkte. Sabrina würde ihm auch 6 Punkte bringen, aber er wird natürlich auch eine Aufladung für sein Wiesgeld da verschwenden. Das heißt, es wäre effektiv 1 Punkt weniger. Und er kriegt sowieso nichts mehr vom Feld weg, ne? Genau. Er holt sich sogar die Sabrina. Okay. Ja, macht nochmal den Schaden. Das ist halt auch der Grund, warum du den Meeresschakal hochboostest. Von den Punkten her wird es aber nicht mehr ausreichen. Savola sind 17 Punkte, doppelter Boost mit Meeresschakal, davon einmal 3 Punkte. Das reicht aus, damit Coloman sich die Runde sichert. Und das ist tatsächlich ein bisschen sehr knappes Duell auch gleichzeitig, aber es ist immer schon noch wieder, bisschen, ja. Ja, immer noch ein bisschen knapper geworden, ne? Das ist das Ding. Okay. Und Syndikat
wirkt zurzeit unschlagbar. Was würdest du sagen? Ah, ich würde nicht sagen, dass es unschlagbar ist. Ich würde aber sagen, warum hat, wir können mal eintragen, wir haben natürlich einen Sieg für Deutschland. Das heißt, es steht 1-1. Oh nein, nicht 10. Kohlemann holt sich den Ausgleich. Zurück mal mit einem 2-0 gegen Shaggy. Okay, man muss wirklich sagen, Shaggy hat super gespielt. Ne? Dadurch, dass er wirklich in der ersten Runde mit 2-Blatt wirklich diese schlechte Hand hatte, hat er trotzdem in der ersten Runde noch fast einen Unentschieden und dann wäre es halt nochmal ein Teil gewesen rausgeholt. Also Shaggy hat wirklich Respekt, super gespielt. Kohlemann hat ihn aber auch, man muss es wirklich sagen, so ein bisschen umspielt. Ne? Die Aktion mit der Eiche, dass er sagt, okay, du kriegst mein End, ich krieg dafür weitere Harmonie. Und auch den Verteidiger mit der mehr Rüstung hochboosten. Die Aktion halt in der letzten Runde, dass er eben halt Passiflora gar nicht mehr so als Option gibt, dass er einfach sagt, okay, der Gegner hat sowieso eine Artefaktzerstörung, ich lasse ihn die Artefaktzerstörung auf der Hand haben, er kriegt eine tote Viererkarte. Hätte tatsächlich Shaggy den Bombenträger weggeworfen und nicht ausspielen müssen und dafür was anderes gehabt. Meinst du, er hätte es geschafft? Ja. Ah, schwer zu sagen. Aber das ist halt... Ja, er wird sich bestimmt was dabei gedacht haben, sich Bombenträger nicht zu maligen. Er wollte sich die Option freihalten für sein fürstliches... Ich denke mal, er hätte auch wesentlich schlechter ziehen können, ne? Als nur einen Bombenträger. Das ist halt so dieses, immer dieses Risiko. Genau. Es waren nur noch 2 Goldkarten. Im Deck waren die Sabrina, beziehungsweise die letzte Goldkarte. War Wollmir. Und Wollmir hat er sich zurückgemischt. Schwer zu sagen. Ich glaube, den Nördlichen in der letzten Runde Pust ein bisschen ausgegangen, nachdem in der zweiten schon Draug rausgehen hat müssen, die ganzen Karawanen rausgehen haben müssen. Das war auf jeden Fall ein erfolgreicher Bleed, würde ich mal behaupten, von Syndikat in der zweiten Runde. Ja, auch der Passmoment, nachdem Draug da war, ne, wie schon gesagt, der Baron wäre einfach nur ziemlich ein Overkill gewesen, hat sich Kohlemann entschieden, okay, Draug ist raus, Gefahr für die letzte Runde ist raus, jetzt zu passen war wirklich ziemlich clever. Also man muss schon sagen, er hat ziemlich gute Aktionen im Spiel geliefert, wo man sagen kann, okay. Auf jeden Fall. Er hat den Gegner halt auch, er hat auch mit Shaggy gespielt, kann man sagen. Er hat ihm so immer ein bisschen die Option gegeben, aber im Endeffekt haben wir genau gewusst, du hast keine Option, Shaggy, er wusste, was er macht. Okay, steht 1-1. Sowohl Deutschland als auch Österreich haben jeweils einen Sieg davon getragen, also jeweils die Spieler in einem Best of Three. Das heißt, wir haben jetzt noch ein letztes Game. Das heißt, einer von beiden wird rausgehen. Ah, Deutschland oder Österreich? Was meinst du, wird es davon tragen? Ich weiß sogar, ist ein Unentschieden eigentlich möglich? Also wenn du einen Tie hast, dann musst du auf jeden Fall nochmal spielen. Allerdings, okay, unsere letzten Spieler, ne, sind Ferdinator und Gravish. Ferdi. Und wenn wir uns mal die Decklisten angucken, und ich würde tatsächlich sagen, wir beginnen jetzt mal mit der österreichischen Deckliste, dann sehen wir, Ferdi bringt ein Kikimor-Deck. Ach, Ferdi, was hast du angestellt? Was tust du mir da an? Das ist sehr interessant. Kikimor ist durchaus, es ist ein tricky Deck. Ein extrem lustiges Deck, muss man auch dazu. Und es kann ein extrem starkes Deck sein. Wenn du Kikimor nicht aufhalten kannst und Ferdl seiner Wege gehen kann, dann wird es da wirklich wenig Chancen geben, da noch ranzukommen. Mhm. Kikimor, für die Karte nicht kennen, hat den Gedeihen-Effekt, aber das Besondere an ihr ist, wenn sie gedeiht, gedeiht sie nicht alleine, sondern sie boostet jede Insektenkarte in derselben Reihe auch um einen Punkt. Und gerade mit Indriaga-Larven, gerade mit den Eiern, gerade mit Karten wie dem Kairan, der auch ein Insekt ist, viele halten Kairan nicht für einen Insekt, aber er ist eins, kann Kikimor, wenn es nicht aufgehalten wird, an die 200 Punkte kommen. Das ist das Ding. Das heißt, es ist ein sehr risky Deck, aber es ist der erste. Glaubst du, das ist ein Deck, das gebannt wird, ein Kikimoren-Deck, oder ist das ein Deck, das leicht unterschätzt wird? Ich denke mal, Kikimor wird nicht gebannt. Also ich denke, Ferdi darf mit Kikimor spielen. Ich denke eher, Hidden Case ist wirklich wieder so die gebannte Anführerfähigkeit für Österreich. Ja. Frage ist, ob Ferdi sich entschieden hat, auch Hidden Case diesmal zu bannen. Ich bin auch gespannt. Also zweimal wurde zweimal ist in Deutschland. Zweimal ist es gebannt worden von Deutschland. Österreich hat sich entschieden. Ich glaube sogar, Hidden Case ist wieder so der Bann-Pick für Deutschland. Alle guten Dinge sind 3. Und es ist auch wirklich, man muss sagen, Hidden Case hat bis jetzt Österreich zweimal besiegt, auch wenn es beides mal wirklich sehr, sehr knapp war und hätte auch anders ausgehen können. Aber wir sehen halt, ja. Gucken wir uns erstmal das Monsterdeck in Ruhe an. Kikimor. also Hauptbestandteil Kikimoren Königin, den Karantier, um dir eine zusätzliche zu holen. Das heißt, im Idealfall oder in der Runde, sie spielen bloß 3 Kikimoren Königinnen auf dem Brett in der gleichen Reihe mit sehr vielen Insekten und boostest die mit jeder Karte, die du dann spielst,
Und um natürlich die lange Runde zu sichern, Karten wie Horned, Yigen, wir sehen den Büßer mit Pugo oder entweder den Beast, um natürlich in der ersten Runde relativ viele Punkte zu machen. Alles sehr starke Optionen, so um die erste Runde zu gewinnen, weil Kikimor will natürlich die lange Runde haben. Das ist auch wahrscheinlich der Grund, wie man Kikimor so besiegen kann. Man will sie wirklich versuchen zu bluten. Ne? Man möchte vielleicht nicht in eine ganz kurze Runde gehen, aber wenn Kikimor wirklich gedroppt ist, vielleicht sogar mit einem Karen-Tier, dann ist das Kikimor-Deck in der etwas längeren Runde tatsächlich immer noch gut, aber nicht mehr so die große Bedrohung. Also es geht wirklich darum, effektiv versuchen, Kikimor, wenn man weiß, es ist ein Kikimor-Deck, rauszuholen, damit diese Karte in langen Runde nicht ausrasten kann. Und da bin ich mal gespannt, ob das gelingt. Und was hättest du von dem Szenario in Monster-Deck, fast jeder in jedem Deck einen Bombenträger spielt und Monster wirklich, also die Decks, die dann ein Szenario mitnehmen, meistens einen Verteidiger haben oder irgendetwas, um ihr Szenario zu schützen, mindestens anzugelangen. Und da das nackerte Hand bei Death Shadow, was hattest du davon? Ich finde es riskant, aber die Gegenfrage ist, würdest du in Monster mit einem Szenario rechnen? Weil Monster ist sowieso, glaube ich, die Fraktion, die am wenigsten Szenario spielt. Würdest du da unbedingt mit diesem Szenario und dem Todesschattendeck rechnen? Wahrscheinlich wegen der Anführerfähigkeit würdest du es tun, ne? Weil die meisten Todesschattendecks, könnte ja auch ein Huren-Deck sein oder so, die spielen tatsächlich mit Szenario. Also man könnte davon ausgehen, es ist riskant persönlich, aber wenn es ihm hilft, die erste Runde zu gewinnen, dann ist es vielleicht sogar eine ziemlich gute Wahl. Aber ich bin mal gespannt, wie er das einsetzt. Und also ich hoffe, dass es durchkommt. Also, dass wir ein Kick-and-Warn-Deck heute sehen. Doch, das würde mich sehr freuen. Und bin mal gespannt. Und die anderen zwei Decks, die wirken wieder sehr, sehr bekannt, oder? Ja, also wir können mal Hidden Case gucken. Hidden Case ist, natürlich haben wir jetzt schon häufiger gesehen, das Besondere ist hier halt beim Ferdinator, er hat sich entschieden, Maral nicht zu spielen, dafür Morales. Morales kann halt direkt sich um eine dicke Einheit kümmern, braucht dafür keine zwei Giftaufladung, kostet aber Münzen, was natürlich auch nicht so toll ist. Er hat allerdings auch die Möglichkeit, hier wieder mit einem Kalkstein an Verteidigern und sonstigen vorbeizukommen, spielt aber auch den Mutantenkiller, auch eine Karte, die wir bis jetzt noch gar nicht gesehen haben, in jedem Hidden Case Deck. Eine Karte, die halt mit einem Horte-Effekt 3 Schaden verursacht, einfach wahrscheinlich nochmal so, um Punkte zu machen. Aber ist sie mit dem Anführer eigentlich kostenlos, der Horte-Effekt? Ich glaube, der braucht 4 Münzen oder so normal. Also ich glaube, der ist auch nur... Okay, das heißt, du brauchst eine Münze gespeichert. Ich glaube sogar, es sind mehr als eine Münze. Ich glaube, der Horte-Effekt kostet 5 Münzen bei dem sogar. 5 oder 6. Okay. Aber ich bin mir 100% sicher, aber mit der Anführerfähigkeit hast du die locker raus, ne? Natürlich. Ansonsten Case auch wieder vom Ferdi, sehr straightforward, gute Paket, Passiflora, Luisa, Savola, Azar Javed, Schiffchen, Saul, also die ganzen guten Karten, die von der üblichen Verdächtigen, ja. Und sein Lippi-Deck, auch sehr an das von Shaggy angelehnt, nur die Besonderheit ist hier, wir haben nicht nur Plötze in dem Deck, sondern auch den guten Bruchhold, den Kniggers, anstatt der im Harald Hundeschnauze, was Lippi nochmal extra 3 Punkte gibt und in der ersten Runde sogar nochmal extra 3 Punkte extra für Tempo ist, ne? Also auch nicht verkehrt, die Karte. Vielleicht extra 3 Punkte. Wir wissen ja bei unserem Leben. Bei mir kommt der liebe Kniggers immer in der ersten Runde raus. Ja, du bist ja auch so ein braver Bub. Ja. Aber es gibt dann halt Leute, die waren halt auch nicht so brav, die waren böse und dann verstraft dich Mikkel so ein bisschen, ne? Meinst du, Ferdi ist so ein Böser? Meinst du, also vom Gesicht her würde ich sagen, Ferdi ist ein sehr sympathischer Mensch. Er ist ein ganzer Lieber, er ist ein ganzer Lieber. Aber du hast recht, er ist Österreicher, ne? Da muss man schon so ein bisschen Abstriche ziehen. Und jetzt kommt Schalke wieder. Sind wir Freunde? Wir haben ja auch heute einen gespalteten Cast, ne? Schalke ist ja eigentlich Österreicher, also von daher... okay. Aber ja, ansonsten, Delirium ist auch noch drin, das heißt, Ferdi spielt sogar 2 Möglichkeiten. Haben wir auch noch nicht gesehen. Nicht nur Gigaskopien absolut, sondern auch Delirium, um sich in Karten zu kümmern. Stunning Blau, also Lebender Hieb, ist natürlich auch wieder doppelt drin. Er spielt ein bisschen mehr Angriff. Und er spielt sogar den Grey Mist, um Karten zu läutern. Aber ja, das ist das Deck vom guten Ferdi. Ich würde sagen, jetzt gucken wir uns nochmal die Liste von dem lieben Gravish an, seinem letzten Gegner und der dritte aus dem Team Deutschland. Übrigens, die anderen beiden, die Team-Captains, glaube ich, beide, haben in diesem Fall nicht gespielt, weil von den 4 Spielern werden immer nur 3 antreten. Das heißt, Coromon war in diesem Matchup noch auf der Ersatzbank und ich glaube, Game King haben wir gesehen. Wer war der letzte Spieler aus Österreich? Aber das Österreich-Team besteht nur aus 3 Leuten. Nee. Sie haben keinen Ersatz. Nee, es gibt noch einen vierten. Österreich hat einen Ersatzspieler. Aber ja, Gravish. Dann bin ich falsch informiert. Dann bin ich angelogen worden.
Ich finde es sogar interessant, du siehst in jedem Matchup immer nur drei Leute, ne? Es gibt den einen auf der Ersatzbank, aber wir können auch mal nachgucken, weil Koloman hat ja auch getwittert, dass die Decklisten verfügbar sind, das heißt, wir werden uns am Ende nochmal die Teilnehmer angucken, die hier wirklich mitgemacht haben. Ja, Gravish mit dem, man könnte fast sagen, schon wieder typisch deutschem Team, oder? Wir haben Uprising und wir haben Hidden Case. Ja, ja. Das sind so die beliebtesten Decks der Deutschen. Der Aufstand. Der beliebtesten Deck der Deutschen in 2020. Ja, Aufstand und Geheimversteck. Also alles, was wir momentan auch so ein bisschen im Land haben. Ja, Aufstand, Aufruhr, wieder mit dem Draug, wieder mit dem Volmir. Das heißt auch hier wieder das geringere Engine-Paket, so wie Shaggy schon gespielt hat, mit den beiden Karawanenvorhüten. Natürlich super Ziele, auch wieder mit also das Doppelspiel und dem Blutigen Baron, das heißt sehr ähnliche Deckliste, fast sogar die identische, wie Shaggy sie hatte, oder? Ich glaube ja, aber Shaggy hatte zwei Hämmerer. Sabrina. Ich glaube Shaggy hatte zwei Hämmerer und dafür nur einen Sensencamper. Und einen Sensencamper, ja. Das könnte sein. Hidden Case. Aber sonst ist sehr ident. Ja. Hidden Case auch bei Gravish wieder so die Liste, die ähnlich ist wie die zu allen anderen. Also wir haben wieder Maral. Mutantenhund ist hier für ein Doppelspiel rausgegangen, habe ich auch schon gesagt, ist eine super Karte eigentlich im Syndikat. Glaube ich ein bisschen unterschätzt, weil du kriegst direkt Luisa und Savola raus. Das heißt, wenn du eine davon auf der Hand hast, holt dir Doppelspiel immer die andere. Das heißt, immer wenn ich also das Doppelspiel gespielt habe im Syndikat, hatte ich beide Karten in jedem Spiel. Ansonsten ist es auch mal vorgekommen, dass ich Savola nicht gezogen habe, was natürlich sehr, sehr böse sein kann. Aber auch wieder mit einer Artefaktzerstörung in drei Decks. Zwei Kirschen, so wie wir es kennen. Also hier so ein bisschen die Standardliste, könnte man fast sagen, in Hidden Case. Ne? Könnte man was sagen, ja. Und das Ritual hat er sich auch so ein bisschen abgeguckt von den lieben Cyber. Denn wir sehen hier wieder den Hemdal und wir sehen den Fechtmeister. Das heißt, auch er hat hier die etwas geteckte Variante ohne Jutta, dafür wieder mit dem Skial. Cyber hat mit diesem Deck zwei Matches verloren, weil er vielleicht nicht unbedingt auf die besten Antwortmöglichkeiten gestochen ist. Ich könnte mir sogar durchaus vorstellen, wenn er mit dem Deck gegen Kikimor spielen müsste, was wir natürlich sehen werden, ob er es tun muss, dann könnte das Bärenritual tatsächlich relativ hart sein. Er hat keine Möglichkeiten, wirklich diese Kikimors effektiv aufzuhalten, weil auch hier das Gigaskorpin absolut fehlt. Und das fehlt auch wieder, ja. In der kürzeren Runde, selbst mit einem höheren Vampir, mit einem Deadlove und dem Konsumieren, er hat auch keine Möglichkeiten, wirklich mit einem Morg die Punkte wegzunehmen, weil Morg wird halt nicht gespielt. Ne? Dafür ist der Fechtmeister drin. Das heißt, insgesamt diese Deckliste von den Lippies ist mehr darauf ausgelegt, vielleicht gegen diese Swarmy-Decks klar zu kommen, gegen die nördlichen Königreich-Decks, ne? Die viele Karten in der Reihe spielen oder viele Duplikate. Aber gegen den Kikimor-Deck könnte es eng werden. Könnte es wirklich eng werden. Ja, ich bin mal gespannt, wie die Matchups ausschauen, wer mit welchen Decks queued, was gebannt wird. Ja. Also wie gesagt, ich denke, Gravish hat wieder Hidden Case gebannt bei Ferdi, weil das ist so der deutsche Favorite-Pick. Ja, ist die Frage, was hat Ferdi gebannt bei Gravish, ne? Ich könnte mir vielleicht auch durchaus vorstellen, Hidden Case, ist es jetzt, ne? Ist es jetzt mal wirklich so der Fall, dass auch Österreich sich überlegt, Syndikat zu bannen? Aber ja. Ja, man muss natürlich auch sagen, ne, aus dem deutschen Team Kolomon und Damorkis sind beide aus Team Arethusa und Gravish und Cyber sind beide aus Team TLG, also dadurch, dass halt auch hier die fast identischen Decklisten vorhanden sind, da merkt man schon so ein bisschen die Teamausstellung, ne? Dass die Leute sich entschieden haben, diese Decks zu rennen. Sind wir natürlich, mal gespannt. Ja, sie bereiten sich gemeinsam vor und okay, Ferdi schrieb, er hat Hidden Case auch gebannt. Ferdi, guter Mann, du bist der Erste in deinem Team, der diese Anführerfähigkeit gebannt hat. Ich möchte fast sagen, das könnte eng für Deutschland werden, ne? Wenn Ferdi die Fähigkeit gebannt. Ja, die hat Deutschland wirklich zweimal so den Hintern gerettet, weil sie beide mal damit die Siege davon getragen haben. Aber ja, das ist das Problem. Wenn ihr die Decklisten übrigens sehen wollt, Ausrufezeichen, Deck, und ihr kriegt die ganzen Decklisten für den ersten Tag hier halt, für die Spiele gegen Österreich oder für die Spiele gegen Deutschland, je nachdem, wen ihr anfeuert. Morgen wird es dann wieder neue Decklisten geben und morgen werden wir sogar tatsächlich ein paar mehr Spiele zum Casten haben, ne? Aber ja, wollen wir anfangen? Dann würde ich sagen, wir legen los. Würdest du sagen, wir legen los? Gravish gegen Ferdinator, okay. Dann beginnen wir mit den Matchups und wir beginnen mit einem schwarzen Screen. Müssen gleich losgehen, die Spiele. Wunderschöner
Wunderschöner Shot. Jetzt kann man auch mal richtig sehen, wie lange wir schon am Stream sind, weil draußen natürlich auch dunkel und jetzt füllt sich der Raum und wir sehen direkt die Königswachen. Okay. Fangen wir an mit Ferdinando! Oh, da ist das Kikimor-Deck. Und wie schon erwähnt, gegen Skellige, die vielleicht ein Problem haben könnten. Ja, das Interessante ist, aber Skellige wird wieder als zweiter Pick gezählt, ne? Und Bombträger wird sich sogar direkt behalten. ich glaube, Gravish weiß, dass dann Szenario gespielt wird. Ja. Aber Skellige wieder gepickt, dass Skellige nicht anfangen muss, ne? Klar, das haben wir jetzt eigentlich schon bei jedem Skellige-Matchup gesehen. Ich glaube, Skellige bevorzugt es wirklich als zweites zu ziehen, weil sie sich ein bisschen mehr Zeit lassen können. Und ja, Ferdinator mit dem Kikimor-Deck. Natürlich die erste Runde wird man ohne Kikimor gewinnen. Was natürlich aber auch hart sein kann, weil gerade diesen High-Punkt-Karten, gerade Karten wie Jigen oder so, die sehr viele Punkte aufs Feld bringen, haben natürlich den Nachteil mit ihrer Rüstung. Und Skellige spielt sehr gerne mal den lebenden Hieb. Und der lebende Hieb kann natürlich Karten mit Rüstung 7 Schaden zufügen. Was gerade gegen Jigen sehr, sehr kritisch ist. Ne? Das heißt, habe ich mir schon gedacht, Ferdinator entscheidet sich, Jigen noch mit 8 Rüstung auszuspielen. Dass er gerade so an der Obergrenze von dem Hieb ist, dass der Hieb ihn nicht sofort zerstören würde und er dadurch diese Karte wieder verlieren würde. Weil jetzt heißt es natürlich auch für Gravish, dass er da 2 Karten drauf anwenden muss. Genau, alternativ zum Schutz müsste man den Jigen eventuell, aber dazu noch kommen wird oder kommen werden muss. Die Foglets, eine interessante Deathwish-Karte der Monster, wenn sie konsumiert wird, zieht sie die zweite Kopie aus dem Deck heraus, das heißt, du thinnst dein Deck ein bisschen. Ja, und ziehst natürlich deine wichtigen Karten. Auch das gute Foglet mit ihren 3 Punkten sorgen dafür, dass sich jetzt immer noch die Larven hochgedeihen würden. Ja, Ferdinator spielt sie deswegen schon aus. Man muss natürlich auch immer gucken, ne? Bei Monstern ist es so, die haben natürlich auch wie Harmonie oder wie assimilierende Fähigkeit, die ihre Karten verbessert. Bei ihnen ist es Gedeihen. Das heißt, jedes Mal, wenn wir eine stärkere Karte ausspielen, verbessern sich die Karten um einen Punkt. Das heißt also, wenn die Larven einen Punkt haben und wir spielen eine 3-Punkt-Karte aus, verbessern sie sich um einen Punkt. Oder wenn wir eine 5-Punkt-Karte ausspielen. Das heißt, auch hier ist so ein bisschen bei Monstern die Curve eigentlich immer am Anfang relativ toll und Foglet passt natürlich perfekt in die Curve. Mit ihren 3 Punkten sorgen sie für Gedeihen und könnten halt tatsächlich das Konsumieren halt direkt fördern. Und jetzt wird sich halt entschieden, der lebende Hieb von Gravish für eine Larve zu benutzen. Gar nicht mal für den Jigen, weil er weiß, Jigen kriege ich halt nicht weg mit der Hand, die ich so habe. Außer vielleicht mit einem Gigaskorpion Absurd oder einem Delirium, aber die möchte ich halt nicht wirklich rausholen mit einem Greymist. Da bist du, glaube ich, bei der falschen Deckliste. Gravish spielt keinen absoluten, kein Delirium, das war, glaube ich, bei Ferdi. Das war bei Ferdi. Das war bei Ferdi, stimmt, der hat ja die Deckliste mit Hemden. Okay, habe ich verwechselt. Genau. My bad. Stimmt, hast recht. Ja, das heißt, also er hätte keine Möglichkeit, hier wirklich den rauszuholen. Das heißt, er entscheidet sich lieber, er nimmt die Larve vom Feld mit dem lebenden Hieb. Was natürlich auch eine ziemlich gute Möglichkeit ist. Das Problem an der Larve ist nur, da kommen immer 2 Larven aus der Karte raus. Und das ist natürlich sehr, sehr unschön. Ja. Problem oder Segen, je nachdem, ob du Monster spielst oder gegen Monster spielst. Ah. Es ist immer noch der stärksten Bronzekarten, die ich so kenne, ne? Die Larven, wenn sie wirklich auf dem Feld liegen bleiben, wenn sie nicht contestet werden, können die Larven mal ganz schnell so 10 Punkte machen und das sollte man definitiv nicht unterschätzen. Gerade im Monsterdeck, wenn sie mit einem Punkt nur anfangen. Und ja, gerade mit dem Konsumieren, eine Karte konsumiert zuerst, bevor sie ausgespielt wird. Das heißt, sowas wie die Arbeiter, sowas wie der Baguette, der Hund, die kriegen natürlich nicht 5 Punkte, sondern kommen vielleicht mit 6 oder 7 aufs Feld und können immer noch den Gedeihen-Effekt halt auslösen, was natürlich relativ toll ist. Okay. Der andere Nachteil natürlich bei Ferdinator, aber wir sehen das halt auch schon wieder hier bei Gravish. Ceres fehlt am Anfang, Wildkeil fehlt am Anfang. Das könnte natürlich relativ eng werden, weil das sind natürlich die Karten, die du in der ersten Runde auch haben willst, aber Ferdinator hat schon gepasst. Okay. Ferdinator hat sich schon entschieden, er möchte die erste Runde weggeben. Hättest du noch den Bumsbrecher ausgespielt, es zumindest versucht? Oder hättest du gesagt, wenn Bumsbrecher wirklich relativ doof trifft und der Gegner mir dann halt meine stärksten Karten wegnimmt oder noch mit sehr viel Tempo rankommt? Den Alien wegnimmt, ja, das wäre... Ich weiß nicht, ob das ein Safety-Play war oder ob er sich Bumsbrecher später, um seine Kikimor noch hochzuboosten. Außerdem ist Bumsbrecher auch noch einer der 2 Ziele, die Penitent, also der Büßer, aus dem Deck ziehen könnte und man früh einer der 7 Provisionen und Einheiten los wird und vielleicht schlecht sieht, dann sieht man das auch nicht so gerne natürlich. Ah. Gravish Hand für die 2. Wie wir jetzt sehen, jetzt hat er beide 7 Provisionskarten auf der Hand. Beast hat er gezogen, legt sofort den Bumsbrecher ab. Ah. Ich glaube auch sogar, es ist sicherer, Bumsbrecher durch den Büßer aus dem Deck rauszuholen.
weil Beast auszuspielen, wenn du es wirklich willst, ist vielleicht... Ich höre lieber tatsächlich den Bumsbrecher raus. Du hast erstmal beim Bumsbrecher auch diesen negativen Effekt. Kannst eine Menge Punkte holen. Allerdings sehen wir auch hier gerade in der Hand von Greywish, er hat schon wieder keinen Wildkeil gezogen. Er hat keine Ceres nachgezogen. Er hat allerdings eine von diesen Shieldmains auf die Hand bekommen, die die andere aus dem Deck rausruft. Aber er hat auch nicht unbedingt die beste Hand zum Pushen, ne? Das ist das Problem. Ja, nicht wirklich. Er wird schon angesprochen, dass die wichtigen Goldkarten, die man früher ausspielt. Ah, die wurden nicht gezogen. Sind leider nicht da. Ich meine, er wird wahrscheinlich trotzdem versuchen, immer noch zu pushen, weil eine ganz lange Runde kann er sich, glaube ich, mit so wenig Angriffskarten komplett abschminken. Aber ich denke mal, es könnte halt sehr, sehr eng für ihn werden. Er entscheidet sich sogar direkt, den Skjall am Anfang wieder zu beleben. Einfach um mit viel Tempo die erste Runde zu starten. Er will natürlich auch die guten Karten raus. Er will versuchen, Kikimon rauszulocken. Vielleicht sogar will er das Szenario sehen. Und Szenario hat eine Antwort auf der Hand. Ne? Das heißt, es wird ihm einiges an Punkten bringen. Aber selbst wenn Szenario ausgespielt werden sollte, eine Konsumiererkarte bleibt auf dem Feld. Das heißt, jederzeit der Büßer könnte in einen Pugo verwandelt werden. Und der Hund wird danach für ordentlich Punkte suchen. Und dadurch, dass halt schon bei Greywish die Angriffskarten fehlen, wird er sich halt auch mit dem Hund nicht beschäftigen können. Genau, so wie du schon sagst, wir können Greywish kann da den Hund effektiv entfernen und ich denke, zu dem Zeitpunkt, wo Ferdl sein Beast ausspielen wird, wird es wahrscheinlich einen Pass von Greywish forcen, weil er sich einfach eine Engine aufs Brett bringt, die sich jede Runde 2 boostet und wie schon gesagt, nicht aufhaltbar ist. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Wir sehen auch, Ferdi hat auf der Hand keine Kikimore, ne? Das ist interessant, er hat auch keinen höheren Vampire. Nicht, nee. Das heißt, er hat auch nicht unbedingt seine besten Karten gezogen, aber er ist halt auch, der hätte sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen können, weil er hat immer noch die Möglichkeit so, ja, wie du schon gesagt hast, er hat das Beast, ne? Er hat immer noch den Büßer, er hat immer noch sein Szenario, also er hat auch für diese Runde eine sehr, sehr starke Hand, um so diesen effektiven Push so ein bisschen zu verhindern, ne? Kikimore-Decks sind nicht nur auf Kikimore angewiesen, sondern auch die anderen Karten können durchaus ziemlich Punkte machen, wie der Hund es jetzt beweisen wird. Auf alle Fälle, ja. So, da sehen wir jetzt das Beast. Thrive natürlich die Larven, beide um 1, boostet sich sofort auf 6. Greywish zerstört wieder eine Larve mit dem Stunning Blow. Bin ich nicht so ein Fan von, weil der lebende Hieb ist dadurch, dass er dank der Rüstung, wenn der Gegner Rüstung hat, 7 Schaden ausnehmen kann, auch gut, um Kikimoran Queens zu zerstören. Das sind meistens Karten, die ich persönlich gerne aufhalte gegen Kikimoran Deck. Es ist halt auch sehr die interessant, Sache, dass sie wenn die Kiki, in die ersten 2 Runden verwendet. Wenn die Kiki wirklich sehr, sehr spät gedroppt wird oder mit Carrot hier eine doppelte, wirst du sie natürlich auch nicht aufhalten können. Und ich glaube, für Greywish geht es halt mehr darum, wirklich gut in die letzte Runde zu kommen. Aber ja, jetzt haben wir das Szenario gesehen. Die interessante Frage ist sogar. Naja, gut, das ist nicht wirklich eine interessante Frage, ne? ich habe gerade überlegt, aber vergiss meine Überlegung, ne? Ist vollkommen egal. Ich habe mir gerade überlegt, ob man den Hund halt noch über die 10 Punkte rausboosten könnte, weil es gibt keine starke Einheit auf beiden Händen. Man könnte höchstens den Bumsbrecher noch fressen. Aber der Hund ist momentan so ein bisschen begrenzt. Die Frage ist auch, frisst er jetzt sofort den Büßer oder lässt er den Büßer noch eine Runde auf dem Feld liegen? Im Prinzip, es gibt keine Blockierung. Das heißt, eigentlich kann er den Büßer auch noch ein bisschen gedeihen lassen und ihn dann erst konsumieren, ne? Genau. Ist halt so das Ding, aber könnte natürlich auch sagen, ja, wenn er Pugu raus haben will, muss er den Büßer halt konsumieren. Ah, jetzt sieht es natürlich aus. Das ist aber auch das Schlimme an Hemdal, weshalb Hemdal teilweise, ja, ich weiß nicht, es ist ein bisschen knifflige Karte. Es gibt auf jeder Reihe jetzt 2 Einheiten, aber du willst in der vorderen Reihe eigentlich nichts kaputt machen, weil wenn du die Larve angreifst, greifst du nur die Rüstung an oder du holst ihm sogar den Bumsbrecher aus dem Deck raus. Wenn du die hintere Reihe angreifst, der Hund wird sich sofort wieder hochboosten und Hemdal wäre so jetzt im Maximalfall gerade 10 Punkte wert. Ne? Das heißt, meinst du, wir könnten jetzt einen Pass von Greywish sehen, dass er nicht in den Kartennachteil kommt? Lippi jetzt ausspielen ist natürlich auch riskant. Ja. Vor allem Lippi ausspielen wäre nicht nur riskant, der verheerend. Der wird sein Ceres verlieren, der wird sein Wildkarl verlieren. Und ich glaube, er hat nicht. Sigrifa ist raus. Er kann nichts davon wieder zurückholen. Also ich glaube, er hat leider keine andere Wahl mehr, als zu passen. Und Ferdl holt sich das natürlich mit einer Bronze. Frisst noch sein Penitent, findet den
raus, einfach nur um die Chancen zu erhöhen, seine allerwichtigste Karte jetzt für die letzte Runde noch zu ziehen. Wobei ich glaube, sogar die allerwichtigste Karte für die letzte Runde könnte jetzt sogar noch ein Higher Vampire sein, weil Kikimor ist schon mit 6 Karten ein bisschen zu langsam, möchte ich fast sagen. Ne? Also ich würde jetzt ein Higher Vampire eher bevorzugen mit einer Menge Konsumierungskarten, die natürlich auch in dem Deck gespielt werden. Das ist halt so die Sache, weil High Vampire machst du dir eine weitere Kopie mit einem Karantier, mit der Anführerfähigkeit holst du dir direkt noch einen weiteren raus. Der wird dir, glaube ich, in der kürzeren Runde wesentlich mehr Punkte bringen als die Kikimor. Und Ferdl hat auch seine Kikimor tatsächlich abgelegt. Ne? Und er hat einen Kairan zum Konsumieren. Das heißt, eigentlich ist Kairan jetzt wirklich so die bessere Karte. Also wirklich eine Zuckerhand. Ferdl hat, glaube ich, jetzt einen Zugriff auf. Oder? Ja. Wobei er kriegt. Er hat ein Ei für Insekten, er hat den Konsumierer, er hat. Fürstlichen Alas, um an den Kairan ranzukommen, und er hat noch Mata, um an den Detlef ranzukommen. Also eigentlich besser so kann die Hand nicht aufschauen, oder? Besser kann ich sehen, ne? Und der hat auch schon seine besten Karten so rausgezogen. Das ist natürlich immer das Schöne an einem Kikimor-Deck, dass sie halt durch Fürstlichen Alas, auch gerade durch Mata Hori, ihre besten Karten mit rausziehen können und immer so die Möglichkeit haben, seine stärksten Karten auszuspielen. Da ist nicht so die Gefahr wie bei einem Lippi-Deck, dass man sich sehr stark bricken kann. Ja. Wir sehen das natürlich auch hier bei Gravish. Es ist eine ganz gute Hand für die letzte Runde, aber gerade Ceres, gerade Wildkal, die hätte man doch wirklich ganz gerne beim Pushen oder in der ersten Runde doch schon gehabt, weil dann hätte man wirklich wesentlich mehr aus diesen Karten rausholen können. Ne? Auf alle Fälle. Gerade Ceres jetzt halt in der letzten Runde, da wird natürlich halt auch keine weitere Kopie rausholen, die Ceres sonst erschaffen hätte. Das heißt, Ceres verliert in der letzten Runde jetzt auch nochmal so 4 Punkte, dadurch, dass sie halt vorher nicht rausgekommen ist. Und eine Möglichkeit, Kikimor oder sonstiges aufzuhalten, höchstens der Ausweidehieb. Aber der wird nicht ausreichen. Und wir sehen, Ferdl droppt den Detlef. Das heißt, es wird auf jeden Fall an den Kikimor ankündigen. Kein Kampf für Detlef. Ja. Und dann freuen wir uns schon mal auf ein paar schöne, geboostete, saftige Insekten, würde ich mal sagen. Das ist halt so das Ding, ne? Das ist die Frage. Wer vielleicht der Higher Vampire mehr Punkte als die Kikimor mit einem Karantier? Ich meine, Kikimor ist nicht verkehrt, aber. Ich glaube auch so, das ist halt auch immer das Wichtige, so welche Reihenfolge willst du dann halt wirklich ausspielen. Ja. Ne? Also du müsstest halt mit einer Mata Hori dann wirklich schon angefangen haben. Du musst halt erstmal die Eier konsumieren, du musst halt erstmal das Ei fressen, damit du kleinere Eier erholst. Aber wenn du wirklich 4 Insekten auf der Reihe hast, was durchaus möglich ist, sogar 5 Insekten durch Ferdinator, dadurch, dass halt auch nochmal die Kriegerin ein weiteres Insekt spawnt, wenn sie eine Insektenkarte verzehrt, ist Karantier mit Doppelkikimor mit der Anführerfähigkeit dann vielleicht doch mehr wert als der Higher Vampire, ne? Da wird sogar der Kairan rausgepackt. Frisst sich erst. Kairan wird rausgeholt und frisst sofort den Detlef. Ja. Und die Kriegerin wird sogar. Hätte es eine Möglichkeit geben, den 6er Kairan zu zerstören auf Gravish's Seite? Nein. Aber ich denke mal, es ist trotzdem so ein bisschen ein Safe-Akt, ne? Man weiß es ja vielleicht nicht, vielleicht hat man irgendwas ignoriert, aber es gibt eigentlich keine Karte, die die Karte hätte angreifen können mit dem 6 Punkten, aber jetzt hat er halt die Möglichkeit, halt die Eier zu fressen, Kikimor zu beschwören und er könnte sogar die Kriegerin nochmal mit einem Higher Vampire für Gedeihen benutzen, ne? Was auch ziemlich möglich ist. So, auch in der kurzen Runde Kikimor mit ein paar Insekten, äußerst starke Kombination. Natürlich die Hand von Gravish ist auch noch relativ gut. Oh, da geht's los! Gerade der Hemdal, aber wir sehen halt, Kikimor hat schon aufgeholt von den Punkten. Und jetzt wird sich tatsächlich entschieden, eine Kikimor vom Feld wegzuräumen. Die sind aber auch wirklich gefährlich. Ne? Das Problem ist halt nur, selbst wenn du eine wegräumst, es gibt noch 2 weitere Kikimors auf dem Feld. Und eine wird davon jetzt schon mindestens so hoch boosten. Und ich denke, Hemdal wird auch nicht ausreichen, um irgendeine Karte auf diesem Feld noch zu töten. Sondern Hemdal könnte sogar noch durch die weitere Rüstung sehr stark blockiert werden. Auf alle Fälle. Da ist der Fechtmeister natürlich für die Insekten. Super Karte, 12 Punkte. Wird allerdings, glaube ich, auch nicht ausreichen. Ne? Sieht halt wirklich harsch für Gravish aus. Wir sehen noch weitere Karten auf der Hand von Ferdinator. Also gerade noch eine weitere Insektenkarte. Frisst den Higher Vampire. Fun Fact, meinst du, es wäre nicht sogar besser gewesen, Karantier anders auszuspielen? Ganz links und nur die Karantier-Karte mit der Kriegerin zu fressen und mit Kairan nochmal den Higher Vampire. Extra Boost auf den Warrior, ja. Und das ist genau das passiert. Hemdal, man hätte auch. Hemdal hat 4-mal die Rüstung getroffen. Das ist natürlich sehr, sehr unschön. Ne? Wow. Und selbst aber mit diesen 4 Punkten hätte es nicht ausgereicht. Das ist das Ding. Also ich glaube sogar, hätte Ferdinator die Kriegerin nur Karantier gefressen,
hätte sich der Krieger ja auch nochmal um 2 Punkte verbessert. Ja. Und dann halt nochmal mit Kyra nur den Higher Vampire hätte mehr Punkte bekommen. Aber es hätte dann auch trotzdem nicht für Gravish ausgereicht. Und selbst wenn Gravish nicht die Rüstung getroffen hätte, hätte er 4 Punkte mehr gemacht. Das hätte auch trotzdem nicht ausgereicht. Ja, ein knappes Ding. Aber die Kikimoan-Königin am Ende haben dann doch noch den Sieg gebracht. Der Thrall war nicht aufhaltbar, wie du schon erwähnt hast. Vielleicht noch einen kleinen Fehler mit dem Kriegerin, mit dem Kriegerin in die falsche Reihe für Ampus weniger. Aber ja, war mal lustig zu sehen. Und im Turniermodus vielleicht nicht wirklich erwartet auch von den Gegnern. Ja, wobei die Gegner haben ja die Decklisten, ne? Kiki Moss, glaube ich, sogar noch das momentan beliebteste. Ja, schon, aber bevor du am Spieltag da hingehst und die Decklisten. Ja, gut. Du siehst sie ja am Tag. Du hast dich ja schon vorher darauf vorbereitet und dann weißt du halt nicht, also dann weißt du halt, du siehst die Deckliste, aber du weißt halt nicht genau, was auf dich zukommt. Das ist immer so das Ding. Aber das ist, ja, von Ferdinator ein schönes Deck. Und jetzt sehen wir tatsächlich das Mirror-Match-up. Beide Lippi-Decks gegeneinander, ne? Wo natürlich der Fechtmeister doch schon ganz gut Punkte machen kann. Der Nachteil ist allerdings, Gravish muss jetzt anfangen. Und Lippi wird natürlich wieder von Ferdi jetzt genau perfekt gepickt und zwar das halt als zweites ziehen kann, um, ich sag mal, seine Ruhe zu haben, weil es ist schon entspannter, wenn du mit dem als zweites ziehen kannst. Die Hand ist auch momentan ein bisschen verschoben. Die Hand von Ferdinator ist gerade auf dem Spielfeld. Ich hoffe, das geht bald weg. Ne? Das ist wahrscheinlich ein kleiner Editierfehler, aber es ist Zeitpunkt beim Turnier. Die Spiele wurden erst vor kurzem gemacht, dass wir die jetzt wirklich so haben. Da können natürlich kleinere Fehler passieren. Ist nicht so schlimm. Trotzdem ein super Spieltag bis jetzt. Okay. Was glaubst du sogar... wer würde in der kürzeren Runde eher gewinnen? Meinst du, Gravish hätte die besseren Möglichkeiten durch den Fechtmeister-Konter? Oder meinst du, Ferdi hat stärkere Möglichkeiten, einfach weil er noch die Jutta hat, die 2 Punkte mehr als das Gyal bringt und das Risiko nicht hat? Ich glaube, wenn beide mit den ähnlichen Karten in letzter Runde kommen, dann hat Gravish den Vorteil durch den Fechtmeister und durch den Chemdal. Das könnte aber durchaus möglich sein. Ne? Wir sehen zum Beispiel, also die Frage, wie kommen sie in die letzte Runde? Was nehmen sie mit in die letzte Runde? Und das wird das Spiel dann entscheiden. Wir sehen natürlich aber die Hand von Ferdinator für den Anfang. Er hat seine Ceres gezogen und er hat seine Wildkall gezogen. Plus die Krähenmutter. Mhm. Das heißt, er hat eigentlich so die meisten Karten gezogen, die du wirklich in der ersten Runde auch spielen willst. Ne? Genau. Ceres. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir heute sehen, einen Lippi-Spieler mit der perfekten Hand. Ah, oder mit einer sehr guten Hand in der ersten. Ich glaube, das ist der zweite. Wir hatten noch schon ein Matchup. Hatte nicht... Nee. Nee, mir kommt vor, andere haben auch schon. Vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht. Aber ich glaube nicht die ganz perfekte Hand, aber ich glaube, so gut wie die Hand von Ferdinator hatten wir noch nicht, oder? Oh, jetzt habe ich gegen das Mikro gehauen. Hoppla. Die gute Hand von Ferdinator, die hatten wir noch nicht, ne? Also wirklich, es kommt teilweise sehr gut drauf an, was du ziehst, ne? Die Frage ist natürlich jetzt auch, ob Gravish schon jetzt ersetzt den Fechtmeister jetzt sogar schon ein. Fechtmeister, so. Erste Runde, okay. Ja gut, du würdest halt in der letzten Runde 2 Punkte mehr kriegen, aber dadurch, dass er angefangen hat, hat er natürlich so das Problem und er hat den Willkann nicht auf der Hand, dass er natürlich die erste Runde auch gewinnen will. Ne? Er hat... Also man muss bedenken, Gravish hat den Nachteil, er hat anfangen müssen. Ja. Man muss dann natürlich auch ein bisschen Tempo machen. Und Ferdinator kann sich so ein bisschen mehr Zeit lassen. Er hat immer noch den Wildkall, um ihn direkt für 12 Punkte auszuspielen. Ne? Mhm. Und Ferdinator spielt auch mit den Angriffskarten, das heißt, Gyal ist nicht unbedingt eine sichere Karte, ne? Gigascorpion Absolut könnte sich jederzeit um den Skyal kümmern. Hingegen Hemdal ist natürlich auch noch eine sehr starke Option, aber Hemdal wird, je später das Spiel wird, je länger die Runde, je mehr Einheiten in der Reihe liegen, desto besser wird natürlich auch der Hemdal. Momentan ist Hemdal halt wirklich nur so eine 13 Punkte wert für seine 13 Provisionen. Man will mehr rauskitzeln. Gerade Schiff, gerade Hemdal, da will man eigentlich immer mehr haben. Das heißt, ja, sehen wir den Skyal kommen. Sogar aber Hemdal und Lambert, erste Runde schon spielen, wäre das. Wäre das nicht zu viel investiert? Ah, ich glaube, du willst die erste Runde gewinnen. Auch sehr interessant, der Skyal wird neben den Beschützer gespielt, weil er genau weiß, die einzige Karte, die Skyal mit einmal tötet, ist der Gigascorpion-Absud, aber da würde halt der Beschützer sich so um 6 Punkte verbessern. Genau. Das heißt eigentlich hier von Gravish sehr clever gespielt, dass er den wirklich nebeneinander gespielt hat und er weiß halt auch, es gibt keine Möglichkeit, diesen Verteidiger wegzunehmen. Außer die 4 Schadenskarten, darum hat er ihn wahrscheinlich auch am Anfang um 5 Punkte verbessert. Ne? Es gibt nicht die Möglichkeit, ihn mit dem Leben den Hieb wegzunehmen. Morg wird nicht gespielt. Von daher, ja, relativ gut. Und Ferdinator liegt jetzt sogar tatsächlich ein bisschen hinten an.
Hat natürlich auch mit Lippi und Morg zwei Karten, die er nicht wirklich ausspielen kann in der ersten Runde, aber er kann sich immer noch Zeit lassen, weil er wirklich als zweites begonnen hat. Ne? Er kann immer noch den lebenden Hieb, er hat immer noch den Ausweidehieb, der auch ausreicht jetzt tatsächlich, um Skye zu töten und das sogar nur mit einem Schaden, weil Ferdi hat es geschafft, zwei verletzte Einheiten aufs Feld zu kriegen. Ne? Die sind zwar jetzt leider ein bisschen verdeckt durch die Handanzeige, aber der Ausweidehieb reicht aus, um Skye zu besiegen. Und den. Und da ist er auch schon. Oh, das Bruchholz. Habe ich nicht gesagt? Habe ich nicht gesagt, der kommt in der ersten Runde raus? Habe ich es nicht gesagt, der kommt immer in der ersten, gerade auch jetzt perfekt so. Oh. Diese drei Punkte extra nochmal für das Tempo, dass er jetzt ein Punkt über ihn liegt. Das war wirklich so. Ferdl, du braver Pur, ich halte es nicht aus. Das war wirklich die. Okay. Oh, Bruchholz ist dann immer, das ist so wirklich so niederschmetternd. Ich meine, Gravish könnte halt immer noch passen. Er hat immer noch die Vitalität auf Plötze drauf, ne? Er wird es schaffen, auf die 37 Punkte zu kommen. Dann ist allerdings an Ferdinator zu sagen, ob er auch die lange Runde haben will oder nicht. Mhm. Ne? Weil die Karten, halt, die er schon ausgespielt hat, plus den Lippi, den er sowieso auf der Hand hat. Er kann eine Karte wiederbeleben, er kann Lippi ausspielen. Er könnte halt nur Ceres momentan nicht wirklich aus dem Deck rausholen. Aber Gravish muss tatsächlich noch sein Helmdall benutzen. Ja, er liegt von den Punkten halt hinten und die Hand, die er hat, sieht auch nicht wirklich toll aus. Fürstlicher Erlass, Matahuri. Dadurch, dass er halt schon sehr gut gezogen hat, werden die Karten jetzt nicht das rausziehen, was sie wirklich rausziehen sollen, weil er würde halt Lippi mit Matahuri rausziehen. Lippi ist noch nicht auf der Hand. Lippi ist eine 10er Provisionskarte. Das heißt, es wird nicht den Wildkeil bedeuten. Und den fürstlichen Erlass brauchst du in der letzten Runde halt wieder für die Ceres. Also das heißt, so beide Karten sind schon relativ tot und wiederbeleben kannst du momentan eigentlich auch nur den Skial. Das ist die Frage, ob man den Skye wiederbeleben will, weil wenn ich die Karte mit Sigdrifas Ritual wiederbelebe, kann ich mir nicht aussuchen, wo ich sie hinspiele. Das heißt, Skye kann sehr leicht einem Gigaskorpinabsu zum Opfer fallen. Und wir sehen halt bei Ferdi, er hat die Möglichkeit, in der ersten Runde Gigaskorpinabsu zu spielen. Das würde ihn allerdings auch seinen Mäuser kosten. Ja. Ja, ist halt die Frage. Was macht Ferdi jetzt? Ferdi hat nicht wirklich die beste Hand auch. Dasselbe Problem, ne? Sowohl Ferdi als auch Gravish haben keine Hand mehr. Ich denke, ja, Ferdi passt sogar. Und da kommt der Pass. Ja. Komm, will man natürlich nicht ausspielen. Ich meine, er hat Helmdall rausgekriegt, er hat Fechtmeister rausgekriegt, ne? Das Einzige, was halt noch wirklich im Deck drin ist, ist so der Wildkarl. Ceres haben beide ausgespielt, aber ich denke so, Ferdi hat ganz gut Druck machen können mit den Karten, die er hat. Hat sich sehr gut aufgestellt jetzt für das restliche Game noch, das es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, auch Hemdal und Lambert nochmal zu spielen, rein theoretisch. Und zwar müsste dafür Gravesh in der zweiten Runde schon seinen Lippi verwenden. Das macht man natürlich ungern, weil nicht unbedingt ungern. Man kann es sogar tatsächlich tun. Das ist das Tolle an Lippi. Man kann ihn ausspielen, wann man will. Ich bin gerade verwirrt vom Board, aber. Hier nochmal die wunderschöne. Dieses Board gibt es übrigens, möchte ich mir nochmal sagen, für die Leute, die den Open mitfinanzieren wollen. Ne, ein paar Prozent an dem Board, was man ausgibt, an dem ganzen Paket, gehen an die Teilnehmer von Gwent Open und guckt euch diese Details an. Guckt euch dieses verbrannte Holz an. Guckt euch Zweiblatz Hand an. Es ist wirklich schon ein schönes Board, ne? Das kann man wirklich sagen. Ja. Also von daher, wenn ihr den Gwent Open mit supporten wollt, holt euch ganz gerne so dieses Board. Ich meine, diese Werbung kann man ganz kurz reinhauen, weil wir sehen momentan eh nicht so viel. Ja, es ist nicht nur das Board dabei, sondern ist auch ein Anführerskin dabei. Ja. Himmelfahrt, oder? Oh, und wir sehen, Ferdi hat tatsächlich den Pass gemacht. Das heißt, Ferdi spielt keine Karte aus, entscheidet sich nicht für eine Lippi, entscheidet sich auch nicht zu ziehen. Zu ziehen in eine Mirror-Matte. Nee, Gravesh muss es. Genau, Gravesh. Ja, seinen wilden Bären. Stimmt, Gravesh war das ja. Aber das ist halt auch so das Ding, in einem Mirror-Matchup musst du nicht wirklich ziehen, weil beide Decks haben so dieselben Voraussetzungen. Genau. Und du weißt halt schon, so Hemdan und Fechtmeister, die Karten für eine lange Runde, die sind schon draufgegangen. Ja. Das ist das Ding. Aber ja, und ganz ehrlich, so nah war sie noch nie an der Gwent-Ecke. Ich bin auch froh, dass ich das einmal gesehen habe. Ich habe den Bär quasi schmecken können. Okay. Aber jetzt wieder alles perfekt. Jetzt auch alles wieder richtig gefixt. Das ist gut. Okay, kommt auf letzte Runde vom letzten Game von heutigen Spielen. Spannend, spannend, spannend. Nicht unbedingt letzte Runde. Wenn Gravish gewinnt, kommt ja noch ein weiteres Spiel, ne? Ja, ich meine jetzt von Skellige gegen Skellige. Das Ding ist halt auch so, Ferdinator hat natürlich schon ein paar bessere Karten ausgespielt, aber jetzt kann er die halt auch wiederbeleben, kriegt sogar noch die Krähenmutter für extra 4 Punkte in den Wildkarl, das ist relativ schön. Gravish hat natürlich noch sein Wiederbeleben, aber kriegt halt nur den Skial raus und Skial ist halt eine Karte. Ohne Krähenmutter würde sogar ein Delirium ausreichen, um die zu zerstören und er hat das Gigaskorpin absolut auch. Das heißt eigentlich, die Karte, die Ferdinator wiederbeleben kann, ist sicherer, ne?
Er hat sicher diese 12 Punkte, da kann nichts kommen, keine 5 Schaden oder so, die ausreichend werden. Das ist halt so das Ding und ich denke auch nicht, dass der Wildkahl von Gravish wirklich kaputt gemacht wird, weil so viel Angriff spielt Lippi einfach nicht, das haben wir ja schon gemerkt, ne? Das heißt, das Wiederableben könnte tatsächlich so die letzte Karte sein, die Gravish ausspielt, einfach um dem Delirium und Gigaskorpin absolut so ein bisschen zu umgehen. Allerdings Ferdi, Bombenträger als Brick, ist nicht wirklich schön, aber wenn man sich mal wirklich so beide Hände anguckt, was sagst du, wer hat die bessere Hand? Ich finde sogar eigentlich... Ja, beide haben jetzt noch nicht so die perfekte Hand gezogen, weil Bane fehlt so ein bisschen, beide haben so ein bisschen... Ich meine, Bombenträger nur 4 Punkte, aber sind wir mal ganz ehrlich, der lebende Hieb, der wird auch nur 4 Punkte sein. Ausfallhieb sind vielleicht 6 Punkte, aber dafür ist Delirium und Gigaskorpin absolut halt noch da. Plus Ferdinator kann halt immer noch sagen, er kann sagen, wenn er Lippi ausspielt, er kann immer noch eine Karte aus dem Deck rausholen, also er kann immer noch einen weiteren Mäusack aus dem Deck rausholen mit einem Wiederbeleben, was auch ganz toll ist. Genau. Dadurch, dass seine Jutta auf den Friedhof kommt, kriegt er sogar nochmal eine 12er wieder. Und er hat auch... Ach nee, kann er nicht benutzen. Doch, kann er benutzen. Und er hat auch sogar noch seine Ceres an Crate, ne? Das heißt eigentlich so, plus er hat auch noch die Extra-Punkte durch den Bruchhold in der letzten Runde und die Krähenmutter. Das heißt, eigentlich hat Ferdinator so ein bisschen, finde ich, bessere Voraussetzungen. Aber ich kann mich auch irren. Ja, Gravish. Macht den Schaden auf den... Auf den Bärenmeister. Auf den Bärenmeister, ja gut. Der Bärenmeister müsste halt eine Karte kaputt hauen, die weniger als 4 Punkte wert ist. Das ist tatsächlich eine Möglichkeit. Ich glaube sogar, warum Gravish das getan hat, ist, weil er plant, Hemdal nochmal auszuspielen, weil Hemdal ist die Karte, die holt er garantiert mit Matahuri aus dem Deck, ne? Das heißt also, wenn er jetzt die Karten vom Gegner kaputt machen würde, wäre sein Hemdal durchaus schlechter. Also macht das durchaus Sinn, dass er den angreift, auch wenn sich dieser Bär wieder hochheilen kann. Nur allerdings, dadurch, dass Mäusack noch auf der Hand ist, kriegt der Bär leicht 2 Punkte geschenkt, ne? Und der lebende Hieb war 2 Punkte weniger wert. Genau. Und er könnte die Crow-Mother fressen, um eine Alchemie-Karte noch rauszuspielen, was auch nochmal extra Punkte. Und kriegt die Crow-Mother wieder zurück, ja. Das heißt, eigentlich effektiv war der lebende Hieb 0 Punkte wert, ne? Ich meine, für Hemdal ist es 1 Punkt mehr, aber so im Endeffekt hat sich darauf rausgerufen, dass eigentlich der lebende Hieb 0 Punkte wert war. Was nicht wirklich toll ist. Wir wissen ja nicht. Vielleicht hat Ferdl vergessen, dass der wilde Bär, dass der große Bärli eine Order hat, also ist ja alles möglich. Mal schauen. Das ist halt natürlich so das Ding, ne? Also man kann immer noch einen Fehler vielleicht manchmal sehen, aber im Endeffekt die Möglichkeiten für Ferdinator halt sind da, diese 4 Punkte wieder gut zu machen. Auf alle Fälle. Das ist der nächste, der Gutting-Hieb. Er möchte halt natürlich die Blutung verhindern, nimmt die extra Punkte durch die Blutung weg. Nicht wirklich verkehrt, ne? Ich glaube sogar Hemdal, wenn Hemdal nochmal ausgespielt werden würde, würde in den Melee-Bereich gedroppt werden, einfach weil Ceres in den Melee-Bereich halt wiederkommt, ne? Ja. So als letzte Karte, gerade auch, weil Ferdinator sie schon in der ersten Runde benutzt hat, sind 5 Einheiten in dem Melee-Bereich auf jeden Fall garantiert, was relativ toll ist. Vielleicht kriegt er ja sogar noch die Krähenmutter in dem Melee-Bereich, wenn sie gefressen wird. Jetzt kommt allerdings erstmal der gute Lippi. Und Ferdinator natürlich mit seinen Extra-Karten, mit Plötze und mit Bruchhold und mit Morg auch nochmal mehr Punkte als Gravish da rauskriegt. Und zwar 3 Stück. Und die können am Ende auch nochmal ziemlich wichtig sein. Das ist jetzt halt so das Kritische, ne? Ich meine, Gravish kann immer noch eine Karte wiederbeleben, aber das Problem ist halt wirklich daran, dass sie jetzt Skialde spielen. Skialde geht halt sehr leicht durch einen Gigaskorpin-Absolut drauf. Das ist das große Problem, ne? Und eine wirklich bessere Karte zum Wiederbeleben gibt es bei Gravish gerade nicht im Friedhof. Wenn er jetzt Lippi benutzen würde, hätte er sogar keine wirklich tolle Möglichkeit zum Wiederbeleben mehr. Das heißt, er ist jetzt so ein bisschen in der Zwickmühle, wie er seine Karten einsetzt. Fürstlicher Erlass, Matahuri werden nicht vor Lippi gespielt. Das heißt, er hat jetzt entweder die Möglichkeit, Blutung wiederbeleben oder boosten. Und er entscheidet sich sogar tatsächlich. Er ruft den Hemdal sogar aus. Ruft Hemdal herbei. Ja. Okay. Einfach für die 8 Punkte wiederbeleben, also, weil sie sicher sind. Genau. Vielleicht zu Skial. Okay. Genau. Und Roll Decree wird dann benutzt werden, um die Ceres wieder auszuspielen. Oder den Fechtmeister mit Matahuri noch, ne? Das heißt, oder sagt, Fechtmeister, ja. Okay, das heißt, er sagt, er wirft Hemdal lieber fürs Wiederbeleben. Was eine gute Entscheidung ist, aber. Wie schon angedeutet, das Wiederbeleben ist halt schon allein 4 Punkte jetzt weniger wert. Eigentlich 8 Punkte, weil die Krähenmutter nicht wiederkommt, ne?
plus nochmal den Bruchhold. Also langsam, es sind zwar noch viele kleine Einheiten bei Ferdinator, aber das läppert sich langsam so ein bisschen. Und das merken wir auch schon in den Punkten. Das sind die 8 Punkte, die Ferdinator halt schon vorne lag. Und dadurch, dass er Jutta abgeworfen hat, kriegt er noch eine weitere 12er wieder. Hat sogar die Krähenmutter gefressen. Das heißt, auch der lebende Hieb ist quasi zu 0 Punkten rausgekommen. Das heißt, hier auch sehr clevere Aktion von Ferdinator. Jetzt sehen wir den Lippi. Er liegt 14 Punkte schon vorne. Beide haben noch eine Anführerfähigkeit. Beide haben fast identische Karten, die sie noch wirklich ausspielen können. Also beide haben noch wirklich ihre Ceres. Die Blutung vom Bär kommen und ihr Boost vom Bär kommen ungefähr so mit Delirium und Gigaskorpien absolut mit. Aber es sieht für mich tatsächlich momentan so aus, als wenn Gravish wirklich von den Punkten so weit schon hinten liegt, dass es sehr schwer wird, für ihn aufzuholen. Das heißt, es könnte das 2-0 für Österreich sein. Da kommt das Delirium, tötet hinten die Einheit. Delirium für 6 Punkte. Ist auch eine super Karte, ne? Und da kommt der Bruchhold nochmal raus. Ja, und manchmal natürlich auch gut, wenn nur eine einzige Einheit gefüllt wird und du sie zerstören willst, weil natürlich der zufällige Schaden alles dann auf die eine Einheit konzentriert wird. Ja. Allerdings hingegen, wenn 2 Karten in der Reihe liegen, kann man diese eine Einheit nicht wirklich töten, ne? Das ist so das genau, dann braucht man ein bisschen Glück dazu. Da kommt Matahuri in den Fechtmeister. Ja. Fechtmeister ist natürlich noch gegen Ceres ein relativ guter Konter. Und da Gravish auch die erste Runde gewonnen hat, kann er auf jeden Fall noch die 4 Karten treffen. Das ist halt so die Frage, wird der Fechtmeister die Punkte noch aufholen? Wird Fechtmeister reichen? Ja, Fechtmeister auf 4 Einheiten sind 14 Punkte und die 14 Punkte liegt er jetzt schon mehr als hinten, ne? Und von den anderen Handkarten, die Blutung oder die Vitalität kann halt noch entfernt werden mit dem Greymist. Er könnte sogar Greymist ausspielen, könnte die Blutung jetzt danach entfernen und könnte auch die Vitalität dann noch entfernen. Ne? Das ist halt so dieser Clou. Das heißt, Greymist ist auch gerade hier nochmal eine relativ gute Konterkarte, um 2 Punkte nochmal zu verhindern. Potenziell sogar um 4 Punkte zu verhindern. Wenn die Vitalität als Greymist kriegt ja die Aufladung wieder zurück, wenn eine Alchemiekarte gespielt wird. Ja. Und diese Alchemie-Karte hat Pferdl heute noch in seiner Hand. Und das ist das Gigaskorpien-Absolut. Jetzt kommt sogar schon die gute Ceres aus dem Deck. Natürlich mit den Maidens. Man muss auch immer aufpassen, ne? Ach, nicht, dass die Anführerfähigkeit die Reihe voll macht und man kriegt eine weniger aus dem Deck raus. Das ist immer ein sehr großes Risiko. Das sollte man natürlich so ein bisschen mit beachten. Aber ja, hier sehen wir das Gigaskorpien-Absolut. Jetzt schnell nochmal gespielt, um wahrscheinlich auch die letzte Blutung wegzunehmen. Also Greymist war effektiv schon 9 Punkte wert, was schon ziemlich gut ist. Für seine 7 Provision auf alle Fälle, ja. Ja, und jetzt ist halt die Frage. Ceres macht mit der Anführerfähigkeit 25 Punkte. Der Fechtmeister macht mit den 4 Zielen nur 14 Punkte. Das heißt, eigentlich Ferdinator hat sich den Sieg hier gesichert und sichert sich ein 2-0 für Österreich. Das heißt, Österreich wird im Endeffekt 2-1 gegen Deutschland gewinnen in dem ersten Spiel in dieser Gruppe. Respekt. Ferdi? Ja, sehr gut. Ja. Gratuliere an alle. Und alle Spieler, wirklich. Also es waren alles und auch sehr spannende Games. Ja. Das heißt, ich bin überrascht, dass wir zweimal 2-0 gesehen haben. Also von Coleman, okay, von Coleman haben wir es erwartet, ne? Von es ist halt so, von Coleman hat man es erwartet, dass man 2-0 sieht. Von Ferdi jetzt nicht unbedingt. Aber Ferdl, Respekt. Ja, Respekt. Wirklich gut gespielt. Also auch mit Kikimora, ich glaube, da war vielleicht ein bisschen der Überraschungseffekt auch dabei. Und das aber natürlich, Überraschungseffekt hilft nicht. Man muss das dann auch umsetzen können. Man muss aber auch wirklich sagen, Gravish hat in der Kikimora-Runde wirklich sehr, sehr schlecht gezogen. Ne? Das ist so dieses größte Problem. Er hatte halt wirklich absolut nichts zum Ziehen. Er hatte was, um die erste Runde zu gewinnen, aber um zu ziehen hat es dann halt wirklich nicht mehr ausgereicht. Und ich glaube, das war das größte Problem tatsächlich, so dass ihm da der Druck gefehlt hat, um Monster vielleicht effektiv um ihre Kikimora oder sowas zu berauben. Ne? Das war so das Ding. Aber ja, von der Deckliste her, was hältst du von der, was hältst du von der Deckliste, von der skellige Deckliste, die die deutschen Teams gebracht haben? Also gerade die TLG-Teammitglieder mit Skialde, mit nicht dem Gigaskorpiden-Absud, sondern mit der. Meinst du, die Deckliste hat wirklich dazu geführt, dass das vielleicht in den Matchups, die wirklich angetreten sind, etwas schlechter verlaufen ist, weil sie hatten nie wirklich die Möglichkeit, gegen den Draug damit zu spielen. Das heißt, Fechtmeister so als Konterkarte. Am besten war jetzt wirklich am letzten für 14 Punkte. Aber meinst du, der Fechtmeister für 14 Punkte hätte das gereicht? Ganz ruhig, Kätzchen. Es war ganz schwierig, ja. Also, weil Game King hat ja auch nicht den normalen Draug, das wir erwartet haben. Engine-lastige Version.
Und da hat es wahrscheinlich schon geschadet. Obwohl ihn, gegen Gameking jetzt zum Beispiel in seinem nördlichen Deck, der hat so viele Engines gehabt, hätte da jetzt an 1 Giga Skorpion absolut den Unterschied gebracht? Ich denke wahrscheinlich auch nicht. Ja, interessantes Ding. Also, ich bin gespannt, ob sie ihre Decklisten für die nächsten Games. Ob sie die nochmal überarbeiten, ne? Ob sie wirklich sagen, so, das ist halt, wenn man sich so die anderen Decklisten anguckt, die sind ja alle zugänglich. So, das nächste Matchup, was wir haben in Deutschland, ist morgen gegen die USA um 15 Uhr. Da können wir ja mal gucken, ob sie sich was geändert haben, ob sie sich was dabei gedacht haben. Alle miauen im Chat, weil die Katze ankommt. Ja, das ist leider so ein Ding, ne? Da bin ich tatsächlich relativ gespannt. Aber das werden wir halt tatsächlich morgen um 15 Uhr sehen, ne? Also morgen 15 Uhr haben wir ja wieder zwei weitere Spiele, ne? Ich habe jetzt leider die Übersicht nicht parat, aber morgen um 15 Uhr spielt Deutschland gegen Österreich bei uns. Und morgen um, ich schätze mal 18 Uhr, weil wir haben jetzt wirklich für einen so eine komplette Runde 3 Stunden gebraucht zum Casten. Morgen gegen 18 Uhr sehen wir dann Spanien gegen Österreich, ne? Genau, das ist dann morgen. 18 Uhr ungefähr, wobei wir können auch sagen 18:10 Uhr, weil wir werden wahrscheinlich noch eine kurze Pinkelpause dazwischen brauchen. Ja, ja. Aber das ist halt so dieses Ding, ne? Ich bin mal sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt, was sich morgen in den Decklisten ändert, weil die Decklisten dürfen ja auch, ich glaube, zwischen den Spielen dürfen sie sich noch ändern, aber nicht, wenn sie gegen die anderen Leute spielen. Also kannst du jetzt nicht sagen, so, die erste Runde habe ich mit dem Deck verloren, dann haue ich meine Karten raus. Das geht natürlich nicht, aber man darf effektiv, auch gerade weil der Patch, glaube ich, erst zu kurz kam, jetzt noch sagen, okay, ich ändere noch tatsächlich eine Karte. Das ist das Ding, ne? Genau, ja. Also ich glaube, es werden nicht allzu groß gravierende Änderungen werden. Ich denke nicht, dass das jetzt komplett den Fechtmeister und Chemwell raus. Das wäre vielleicht doch zu große Änderung. Aber ja, mal schauen. Ich schätze, sie werden sich auch jetzt an die Spiele von den anderen Gegnern, also von USA, die spielen ja, glaube ich, auch noch heute. Mhm. Oder haben es heute schon gespielt. Und die werden sich das hier ein bisschen anschauen, sich im Team beraten und dann ihre Decks dementsprechend anpassen, wenn überhaupt notwendig. Oder sie sind schon überzeugt, dass es richtig gut ist und nur heute leider nicht zu 100% funktioniert hat. Ja, und ich bin mal gespannt, ob wir morgen da Morkus in Aktion sehen. Wir können uns auf viele Änderungen freuen, schreibt das schon, ne? falls ihr euch angucken wollt, wir casten natürlich leider nur die deutschen Spiele, aber es gibt natürlich eine Menge mehr. Wenn ihr euch gucken wollt, wann welches Spiel stattfindet, dann würde ich euch momentan, glaube ich, die Twitter-Seite von Team Arethusa ans Herzen legen, weil da sieht man so ein bisschen den aktuellen Plan. Ich kann sie auch nochmal posten, die Twitter-Seite. Da sieht man wirklich, wann welches Spiel so stattfindet, wann wer wie wo was castet. Ne? Wir haben nur die deutschen Spiele. Wir sind morgen um 15 Uhr wieder da mit Deutschland gegen USA, 18 Uhr Spanien gegen Österreich. Und das war es dann auch schon diese Woche für uns. Freitag haben wir tatsächlich keine Spiele, aber nächste Woche könnte es dann nochmal wieder werden. Ne? Nächste Woche geht es dann wieder weiter. Und morgen ist sogar Damorkes. Wir sind mal gespannt auf Damorkes. Ne? Wir sind mal gespannt. Aber ja, es ist wie gesagt, ich finde es eine super Aktion von Team Arethusa, auch gerade so nach dem frischen Patch, so ein paar Tage, dass man die Decks halt auch noch immer ändern kann, finde ich auch eine sehr gute Idee, weil es kann sich ja was rausstellen, dass sich was sehr Tolles noch entwickelt hat. Man kann jetzt wirklich sagen, Lippi, okay, wir hatten jetzt in 5 Runden Lippi-Decks und in 4 Runden wurde schlecht davon gezogen, lassen wir Lippi lieber sein, ne? Und wenn man sieht, Polomon so mit seinem mystischen Echo, wie er einfach Shaggy zerstört hat, mit ein bisschen Glück. Dann kann man wirklich sagen, dass die Leute immer noch ihre Decks ändern und vielleicht sehen wir sogar mal komplett neue Fraktionen. Vielleicht sehen wir ja im Finale sogar nur Kikimor-Decks. Ja, ich wage das zu bezweifeln, aber es ist schön, dass... Also ich denke, so die Hauptfraktion, was wir heute gesehen haben, Syndikat, Skellige, Nördlichen, die wären... was habe ich gerade gesagt? Syndikat, Skellige und die Nördlichen, die werden auch öfters noch über das Turnier verteilt sehen. Ja. Ich glaube auf jeden Fall, Nördliche, die haben sich bewährt. Syndikat hat sich sehr stark bewährt, auch wenn sie immer gebannt wurden, ne, von Team Deutschland. Ja, aber du musst ein Deck bringen, das gebannt wird. Ja, also, das ist halt so das Ding, du kannst einfach ein Syndikat machen, dann kannst du eine richtig schlechte Deckliste machen und der Gegner bannt einfach bei Syndikat. Und sie hat sich die Deckliste gar nicht angeguckt. Ne? Nee, also ich denke, die werden das schon rauskommen. Ja, ich sehe aus wie Matt Moody aus Harry Potter. Shaggy meint auch, ich soll gegen ein Bild ein Cosplay machen, ne? Ja, ein Cosplay kommt bald, also bleib's auf jeden Fall auf dem Kanal. Ja, nee, bitte nicht. Aber ja, das war's für uns für Tag 1. Wie gesagt, alle Decklisten
Sind nochmal Ausrufezeichen Deck. Könnt ihr euch alle von heute angucken. Habt natürlich gesehen, wie die Spiele gelaufen sind. Und könnt sagen, ob euch diese Decks nachbauen wollt oder nicht. Es waren auf jeden Fall sehr interessante Decklisten. Und auch wenn vielleicht nicht alles so funktioniert hat, wie es vielleicht klappen sollte, bin ich trotzdem froh, dass es versucht wurde, vielleicht einen Fechtmeister oder einen Hemdal in Lippi durchzusetzen, weil es ist einfach mal was anderes, was man sieht. Ne? Es ist einfach mal ein neuer Versuch und wenn es wirklich funktioniert, so werden halt die besten Decks in Gwent gemacht. Wenn es funktioniert, dann ist es richtig gut und ab sofort wird es dann jeder spielen. Ne? Das ist so das Ding. Auf alle Fälle. Okay. Jetzt wird sich gestritten. Also entweder ich bin Matt I. Moody oder ich bin eine Verführerin aus Syndikat. Ich finde Chucky ist übrigens schön. Man ist halt 50.000 Kanalpunkte und dann dürft ihr euch aussuchen. Ja, dann dürft ihr Chucky. Okay, aber ja. Das war's mit den Games von uns für heute, ne? Haben wir noch irgendwas großartig anderes zu sagen? Ja. Ich glaube, wir haben alles erwähnt. Also ein Follow da lassen, dann kriegt ihr Benachrichtigung, wie da losgeht. Morgen 5 Uhr hast du eh schon erklärt. Team Aretusa-Seite hast du gelinkt. Da gibt's auch alle Informationen. So. Ja, der Twitter-Account, der hat sogar sehr viele Informationen, die rausschicken. Teams werden wir auch morgen dann anzeigen, bevor wir starten, wie die gesamten Teams. Also heute vor dem Spiel war es leider noch nicht verfügbar. Aber ich habe, Damokas hat ja auch schon gesagt, das Team Deutschland ist jetzt auch schon draußen. Ne? Team USA, Team Österreich, Team Spanien. Die werden wir alle morgen dann anzeigen, dass wir so ein bisschen nochmal die ganzen Teammitglieder zeigen. Weil man halt auch nicht alle in den Spielen sieht. Aber ja, trotzdem alles ein bisschen hektisch beim Turnier, habe ich so das Gefühl. Aber ich bin trotzdem froh, dass es geklappt hat, auch wenn vielleicht manchmal ein kleiner Fehler drin war, vielleicht ein kleiner Renderfehler oder so. Es hat wunderbar funktioniert. Ja, also für die Zeit, die war das echt ein tolles Ding. Und das war erst der Anfang. Ich freue mich schon auf die ganzen nächsten Spiele. Das ist halt die erste Gruppenphase, da kommt doch das Finale. Das ist ja ein 2 Wochen langes Event, Mann. 2 Wochen. 3 Wochen, glaube ich, sogar, oder? 3 Wochen. Also wir haben jetzt diese und nächste Woche die Gruppenphase und dann übernächste Woche stünden, glaube ich, erst die Ausscheidungsspiele so statt. Die wurden, glaube ich, nochmal einen Ticken nach hinten verschoben, weil alles wäre sonst zu viel. Ne? Weil das, was wir casten, müssen die Leute natürlich auch spielen. Und wir haben, glaube ich, am Tag so 4 Spiele. Na, also könnt ihr euch vorstellen, das heißt, am Tag könntet ihr, wenn ihr auf allen Kanälen guckt, locker 12 Stunden Gwent-Turnier in den nächsten 2 Wochen sehen. Aber ja. Das heißt, ja, an der Stelle noch danke vielleicht an Team Aretusa, dass sie das auf die Beine gestellt haben. An die ganzen, und danke an die, gerade auch, Einladung. Gerade auch an die Leute, die im Hintergrund arbeiten, an die ganzen Team-Editoren, an die Leute, die die Videos schneiden, an die Leute, die die Grafiken zur Verfügung stellen, auch gerade so die Decklisten, dass wir ja auch alles schicken können. Ich meine, wir als Caster müssen nur reden, aber so die ganze Sache, die man im Hintergrund sieht, auch als Streamer, die kriegt man in den meisten Fällen nie mit. Aber ich kann euch sagen, das, was ich momentan streame, ist eigentlich das geringste an Arbeit, was ich habe. So bitter es klingt. Es ist das Schönste, aber es ist auch leider das Geringste. Weil das Video-Editieren oder so kostet wesentlich mehr Zeit. Aber ja. Haben wir noch irgendwas zu sagen? Das war's, oder? Ja, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Nur gratuliere an alle Teilnehmer. Ja, Glückwunsch an Australien, ja. An Australien, ja. Australien. Team. Ihr habt es geschafft. Dankeschön. Ja, stolze Australier. An Österreich. Ja. Die haben es natürlich wunderschön gemacht, ne? Haben auch sehr gut gespielt, muss man sagen. Österreich hat sich ja schon bewährt, indem sie sich in die Gruppenphase hochgekämpft haben. Also man sollte das definitiv nicht unterschätzen und Deutschland muss jetzt natürlich so ein bisschen nachziehen. Weil wenn sie keinen Sieg mehr hinkriegen, dann kommen sie auch nicht aus der Gruppenphase raus und das könnte sehr problematisch werden. Aber ja. Ja. So viel. die anderen Einige Spiele Stille. Auf Team Areturas Homepage kannst du nochmal die anderen Spiele auch finden, wann die gecastet werden. Ich könnte, glaube ich, sogar, könnte ich da nochmal ein Bild dafür reinhauen? Moment. Ja, doch, ich habe hier nochmal ein Bild. Also, wie gesagt, wir casten halt die deutschen Spiele. Die anderen Spiele werdet ihr jetzt allerdings gleich nochmal sehen, denn ich hau euch nochmal die Übersicht rein. Ich denke, das ist in Ordnung, wenn wir das machen. Muss ich mal ganz kurz gucken, wo ist das? Hier ist das. Das ist die Spielübersicht. Dann finden die Spiele statt. Also heute, 8. April. Die Zeiten sind natürlich in CST. Und wir sehen uns morgen wieder tatsächlich um
15 Uhr, ne? 15 Uhr haben wir gesagt. Also 10 PM, CST. Genau, 15 Uhr. Das sind natürlich auch die englischen Caster, die so alles Mögliche übernehmen, so fast jedes Spiel. Damit wird sehr viel abgefrühstückt. Es gibt natürlich auch noch spanische, es gibt natürlich auch noch chinesische. Also die Möglichkeiten, wo man gucken kann, sind wirklich sehr groß. Nur wie gesagt, wir nehmen halt deutsch-österreichische Spieler, weil das sind so unsere Nationen. Und das ist so die erste Woche. Am 10. April, am Freitag, haben wir tatsächlich keine Spiele. Aber wenn ihr Lust habt, Spyro castet da auch Argentinien gegen Russland oder Polen gegen Finnland. Polen ist tatsächlich auch ein sehr starkes, ein sehr interessantes Team. Auf das wird wahrscheinlich auch noch treffen werden, ne? Spätestens im Finale. Nochmal richtig. Genau. Aber spätestens im Finale. Sonst haben wir nichts mehr wirklich großartig zu sagen. Willst du noch einen Abschiedstext sagen? Willst du anfangen zu streamen? Ich kann nicht tschaußen. Nein. Aber ja, wie gesagt, wir machen auch heute Schluss für dann, weil ich muss bis morgen 15 Uhr muss ich wieder die Decklisten vorbereiten, muss ich wieder die Spieler vorbereiten, muss ich auch nochmal die anderen Teams vorbereiten. Ich würde definitiv kein Team unterschätzen, ne? Da sind wirklich schon sehr gute Spieler dabei. Ja, alles, die Creme de la Creme, also aus jedem Land, die Top Crown Points Spieler. Es ist Gwent auf höchstem Niveau. Ja, und dann sehen wir uns morgen, 15 Uhr. Guckt bei den anderen vorbei, folgt Team Aretusa auf Twitter. Mehr haben wir nicht mehr zu sagen. Wir sagen es lieber auch zweimal. Ne? Wenn man so ein bisschen Streamer ist oder wenn man so ein bisschen YouTuber ist, dann merkt man, es kommt immer mal jemand dazu, wo man die Nachricht nochmal droppen muss. Ne? Jetzt gerade zum Ende. Genau. Aber ja, wir bedanken uns fürs Zusehen, wünschen euch einen wunderschönen guten Abend. Und bis morgen um 15 Uhr. Damorkus, wie ist es übrigens, die Spiele, könnte ich die auch auf YouTube noch veröffentlichen? Da musst du mir noch ein Okay geben, weil für die Leute, die jetzt halt nicht beim Stream dabei sein dürfen, würde ich halt auf YouTube noch raushauen, dass sie sich im Nachhinein die ganzen Dinger nochmal angucken. Aber musst du sagen, weil es sind eure Spiele und eure Arbeit. Wir reden da nur drüber. Das ist wie Reaction. Eigentlich ist Reaction kein Recht, dass du sie auf einen YouTube-Kanal hochladen kannst. Okay, kannst du auch auf YouTube reinhauen. Okay, vielen Dank. Dann werde ich das mal rendern und dann auch auf YouTube bringen, die nächsten Tage. Gut, wir verabschieden uns. Morgen 15 Uhr. Und ansonsten schaut's vorbei, wo Gwent läuft. Bis dahin, einen wunderschönen Abend. Tschüss. From our lands bring we medicines. Exotic delicacy, and of course, war's dreadful tools. What some to steal seek, others by force make claim. To their dismay, all our wares yours too can be, for a price.